Ist der 21. November 2019. Hier ist der Sendegarten. Ihr hört die Stimme von Martin Rützler und der ist nicht alleine im Sendegarten. Neben ihm auf der Strippe ist die Claudia. Guten Abend, Claudia. Guten Abend. Und wir hören auch den Sebastian. Guten Abend, Sebastian. Ja, guten Abend zusammen. Wieder mit dabei der Lars. Guten Abend, Lars. Schönen guten Abend. Und wir haben zwei Gäste auf der Gartenbank. Wir haben den Doppelsitzer rausgekramt. Da ist einmal der Christoph, den wir unter Kiedis Calling kennen. Guten Abend, Christoph. Guten Abend. Und der Alexander Huxmeister ist gekommen. Guten Abend, Alexander. Ahoi, ich bin erschienen. Gekommen ist ja schon wieder höchst sexistisch. Wir haben eine Dame mit an Bord. Also ich bin erschienen, nicht gekommen. Aber schön, erschienen, hier zu sein. Gut, also von Alexander haben wir jetzt Niveau eine Erscheinung. Zack, ist das Niveau im Eimer. Doch, das ist schnell, das ist ganz schnell gemacht, ganz gar kein Problem. So, normalerweise ist ja der Sendegarten so ein bisschen ausgelegt darauf, dass wir ein Porträt vom Podcasterinnen oder Podcaster machen. Heute ist mal wieder eine Sondersendung oder Spezialthema oder wie auch immer, wie man das nennt. Wir nehmen heute ein Thema auf die Gartenbank, das Thema Podimo. Nichts hat uns ja in den letzten Tagen wahrscheinlich mehr bewegt im Podcastland als dieses neue super Angebot. Und es stellt sich jetzt die Frage, ist das quasi Pipa Podimo und kann uns komplett kalt lassen? Oder ist Podimo das Elsevier unter den Podcatchern? Keine Ahnung. Braucht es die geballte Verachtung der Nutzerinnen und Nutzer? Oder macht es vielleicht doch Sinn, irgendwie sich damit zu beschäftigen? Dass ich demnächst was für Elsevier schreibe? Ich glaube, ich bin ja jetzt am Platz. Oh, du machst dir nur noch Freunde hier. Ja. Das haben wir gedacht, wollen wir mal so ein kleines bisschen besprechen, denn es ist zwar schon zu Podimo alles gesagt worden, aber noch nicht von jedem, also müssen wir auch noch unseren Senf dazugeben. Ehrlich gesagt ist mir das schon ein persönliches Anliegen, die ganze Geschichte so ein kleines bisschen nüchterner zu betrachten, denn ich liebe das Persönliche und Emotionale unter uns, aber manchmal gehen doch ganz schön die Emotionen durch und vielleicht können wir ein kleines bisschen mehr Sachlichkeit reinbringen. Deswegen habe ich mich sehr gefreut, dass der Christoph gekommen ist, denn du hast dich sehr intensiv auch mit den Hintergründen und wo kommen die eigentlich her und was sind das und wieso beschäftigt und ich hoffe, dass du uns da ziemlich viel auch so ein bisschen Background gibst. Kannst. Du hast ja schon kleine Informationen reingereicht, wo ich mit großen Augen geguckt habe und gedacht habe, mein Gott, wo hat er das denn alles her? Super. Aber wir fangen die Sendung natürlich an mit der neuen Ernte und gucken erstmal, was zum Schluss reingekommen ist. Achso, ich wollte noch einen Service-Tweet machen, genau. Und zwar, warte mal, ich habe den formuliert. Liebe Hörerinnen und Hörer, die ihr vielleicht diese Episode auf einer geschlossenen Plattform, wie zum Beispiel Podimo, hört. Podcasts kann man auch ganz prima und gebührenfrei über sogenannte Podcatcher abonnieren und hören. Ihr könnt eine Monokultur wie Podimo für so etwas nutzen. Es geht aber auch deutlich bunter mit Software, die Vielfalt zulässt. Vielleicht ist es ja mal einen Versuch wert. So, jetzt zu der neuen Ente. Ah, und da muss ich noch was vergessen vorschieben. Heute, 21 Uhr, wenn auch ein Ticket für den 36 CD. Moment, ich komme noch mal rein. Heute ist der letzte Termin, wo man ein Ticket für den Kongress kriegen kann, offiziell. 21 Uhr. Das war eigentlich das Thema des Abends bis zum 12. November. Und dann kam das dänische Breitseite daher und dann hat sich dieses Thema so ein bisschen in Luft aufgelöst. Aber wer immer hier zuhört und vielleicht gelangweilt nachher im Chat drum lümmelt, der kann ja vielleicht einfach mal die F5-Taste bedienen. Wird sich bestimmt noch jemand finden, der die Karte dann mit Kusshand abnimmt. Außerdem wäre mal ganz interessant zu gucken, bei welcher Wartezeitnummer man so einsteigt. Also ich kann bieten, einmal war ich bei 6.000 beim ersten Mal, beim zweiten Mal bei 4.005 und war sowieso aussichtslos. Bin mal gespannt, was wir so hören. So, jetzt aber, was war gesagt, neue Ernte. Wir haben einen Dank bekommen vom Tim, der macht ja den Minutes Before Sunrise Podcast in der Form, wir reden über eine Minute Film. Das kennt der Alexander ganz gut. Und der Tim schreibt uns herzlichen Dank. Nein, du kennst nicht das
Das spezielle Angebot, aber... Doch, ich kenne es. Das ist eine der ersten Kollaborationen, die ich aus Zeitgründen im Moment ablehnen musste. Schöne Grüße an Tim, es tut mir furchtbar leid. Oder wir ablehnen mussten, Alex und ich. Aber ja, also, Entschuldigung. Ja, Sendegarten, der große Versöhnungspodcast. So, haben wir wieder was erfüllt? Einhören ist also, toll. Tim genau, schreibt, reinhören. Herzlichen Dank für die Setzlingserwähnung, liebe Sendegärtnerin. Meine Folgen sind zwischen 5 und 30 Minuten lang. Ich hatte behauptet, die wären alle ganz kurz. Das stimmt überhaupt nicht. Ich habe wieder Unsinn erzählt. Also, meine Folgen sind zwischen 5 und 30 Minuten lang, je nachdem, wie viele Kommentare und Interviews ich habe. Okay. Also haben wir das korrigiert. Dann habe ich hier Dank vom Dieselnomaden. Der schreibt, das Sendegarten-Team war so freundlich, mein Podcast-Angebot zu empfehlen. Aber mich als legitimen Nachfolger des Truckercasts darzustellen, finde ich dann doch übertrieben. Ernsthaft, ich danke euch. Also, der Michael möchte nicht der Nachfolger vom Truckercast sein. Da ist er doch ein kleines bisschen bescheidener an der Stelle. Und dann haben wir noch eine Zuschrift bekommen vom Kompott. Der André schreibt, wie ihr macht Jahrestage? Klammer auf, ich hatte den Geburtstag oder das Podcast-Geburtstag, den Podcast-Geburtstag von Tobi Bayer erwähnt und sagte, ja, wenn das so ist, dann deute ich mal auf den 19. November 2006 hin. Da ist nämlich die Kompott Nummer 1 herausgekommen. Da war auch Geburtstag vor ein paar Tagen. Also herzlichen Glückwunsch an den Kompott, an den André und ja, alles Gute und immer eine Handbreit auf Honig auf dem Konto. So. 2006, 13 Jahre. Wahnsinn, was? Der Hammer. Und noch ein netter Typ dabei, der Kompott. Der ist ja hier auch aus Hamburg. Ja, das ist ja die große Medienhauptstadt, wie man merkt. Ja, neben Köln, München, Berlin. Was gibt es da noch so alles? Kiel, neuerdings als Medienhochburg, genau. Ja. Das finde ich übrigens, wenn ich das kurz sagen darf, ich weiß, ich mache die ganze Sendung kaputt und deine ganze Moderation, die du wahrscheinlich über Tage Mund geklöppelt hast. Übrigens das Angenehme am Sendegarten, dass ihr immer so schön positiv diese Setzlinge setzt. Das mag ich sehr. Positiv über Podcast reden, finde ich immer super. Und minutenweise, also hier dieses Minutes Before Sunrise und alle anderen minutenweise Podcasts hören und noch viel mehr minutenweise Podcasts machen. Ist zwar sau viel Arbeit, ist aber sau geil. Ich sag das mal so. Alles gut. Prima. Super. Genau. Positiv. Vom Negativen gibt es so viel, setzen wir dem einfach was Positives gegenüber. So. Manchmal ist auch nicht alles, es gibt ja auch im Positiven gibt es ja auch Positives und nicht so positives. Da kann man ja auch fein granulieren, aber immerhin. Positives über Podimo zu sagen, aber das mache ich nachher. Es gibt bestimmt sogar was Positives über Podimo zu sagen. Da bin ich aber sehr gespannt. Also. Ja, warte mal. Ich warte ab. Ja, man merkt es, die Lager, die in der rechten Ecke, in der blauen Ecke und in der roten Ecke werden schon die Fäustlinge angezogen. Mhm, genau. Es gibt auch Negatives über Podimo zu sagen, gar keine Frage. Aber es gibt auch Positives zu sagen. Wir stellen Herr Christoph mal die Aufgabe, was Positives über Podimo zu sagen. Das finde ich spannend. Da bin ich mal gespannt, ob ich das hinkriege. Mal sehen. Okay, so, ihr merkt schon, wir können das Thema überhaupt nicht mehr zurückhalten. Die Pferde scharren schon in ihren Boxen. Also kommen wir mal ganz locker auf die Gartenbank. Und da sitzt in der blauen Ecke, wie gesagt, der Christoph Kiedes Calling, sein Name. Wir kennen ihn aus der SEG 12. Da war er ja mit der, oh mein Gott, mein Hirn. Also, hör mal. Nein, warte mal, Daniela. Oh, so. Gott, das hätte es aber beinahe. Entschuldigung. Kannst froh sein, dass die Dame gerade in der Ratsversammlung sitzt. Mein Gott. Ja, das ist aber doch jetzt dokumentiert. Das ist ja der Nachteil beim Live. Live on Tape. Daniela, Entschuldigung. Es ist mein Gehirn. Manchmal macht es einfach solche Sachen. Bei mir sind Namen auch Schall und Rauch. Ich muss mich auch manchmal sehr konzentrieren, um den Namen herauszufinden. Es können auch andere Sachen sein. Ich singe in einem Chor und ich singe Lieder, die singe ich aus dem FF 100 Mal und dann kommt irgendwann der Moment und dann weiß ich einfach nicht, wie es weitergeht. Dann bin ich komplett blank. Und das ärgert mich kolossal. Ich singe auch nicht mehr ohne Noten. Das ist mir viel zu gefährlich. So, also. Das geht immer dann, wenn du anfängst nachzudenken, was du da gerade tust. Das stimmt. Wenn die höheren Hirnfunktionen sich einschalten, dann geht der Automatismus flöten. Deswegen sollte man nie beim Autofahren drüber nachdenken.
Wenn der Chef anfangen will, irgendwie mitzureden, dann geht's los, ja. Jetzt überlege ich natürlich, ob das nicht, also wenn es ein Zeichen von einsetzendem Denken ist, ob es dann nicht doch relativ zu selten passiert. Du, ich bin seit 44 Jahren komplett rückenmarksgesteuert. Das Denken ist völlig überbewertet. Braucht kein Mensch. Ja. Okay, na dann. So, also, wir kennen den Christoph von dem Podcast ESC-Schnack, den er mit der Daniela zusammen macht. Und sie waren ja auch in der 12. Episode vom Sendergarten schon mal zu Gast. Da kann welche man dann, haben wir denn jetzt? Wir haben jetzt die 87. Oh, Alter, weiter. Das ist schon verdammt lange her. Ich glaube, wir müssen mal wiederkommen. Life goes on hier. Und wer da jetzt noch mehr von Christoph hören möchte, der kann, ist eingeladen, diesen Podcast SEG 12 nochmal reinzuhören. Ich habe hier noch Christoph als Fotograf, aber das haben wir alles aus der 12 schon geklaut. Und in der roten Ecke ist der Alexander, der war auch schon mal da, haben wir auch nicht viel zu sagen. Und zwar in der SEG 29 war er zu Gast. Was für Säcke hast du gerade gesagt? Schwarze Ecke, in der schwarzen Ecke. Der schwarzen Ecke. Kann man Corporate Identity und so. Nix rot. Okay. Killer und so. Alles schwarz. Der schwarze Alex. Der Schwalex. So, ja, okay. So, den kennen wir also auch. Und wenn nicht, dann bitte danach. Es geht um Podimo. Oder ich würde ja am liebsten Pödimö sagen, um einen totgerittenen Witz nochmal zu Tode zu reiten, noch weiter tot zu reiten. Aber ich verkneife mir das doch. Und wir steigen jetzt einfach mal ein und zur Einleitung habe ich rausgesucht aus dem Metacast, wie der Phil dem Martin erklärt hat, was Podimo ist. Und ich denke, das nehmen wir mal als Grundlage und dann reden wir darüber, ob der Phil das alles richtig verstanden hat. Bitte Band ab. Was ist denn Podimo? Podimo ist eine App-Community-Plattform oder... Ich weiß nicht, wie beschreiben Sie sich selbst? Bin mir echt gar nicht so ganz sicher. Ich glaube, Plattform. Es handelt sich um ein Unternehmen, das Podcasts einbindet, einfach Feeds abgreift, einbindet in ein Spotify-ähnliches Format, würde ich jetzt behaupten. Das heißt, man meldet sich da an, macht einen Account, man hat eine kostenlose Probephase, ab dann soll der 5 € im Monat kosten und dann kann man sich da halt Podcasts anhören, die allerdings weder gehostet werden von Podimo noch sonst irgendwas, sondern es werden einfach Feeds von Podcasts abgegriffen. Mhm. Das heißt also, Podimo versteht sich anscheinend eher als Aggregator, so als Suchmaschine, ich weiß, also Vermarktungsplattform derzeit jetzt nicht direkt, würde ich sagen, sondern es ist ja wirklich mehr so eine Suchmaschine für Podcasts, würde ich jetzt behaupten. Mhm. Hat eigene Bewertungssysteme drin, eigene Like-Systeme und so weiter drin. Also von daher auch so, ne, so mit allem, was man dann eben so Community-mäßig dann da halt so sozusagen reinmacht. Und wollen von ihren Einnahmen auch Teile an die Creator rausgeben. So. Jetzt kommen wir, also das erstmal so zu der ganz groben Beschreibung. Sie beschreiben sich, als ich gucke, auf der Seite guckst, als Podcast-Plattform in Form einer App. Mhm. Sie wollen zukunftsweisend sein, bla 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 bla. Kannst du noch ein bisschen mehr Marketing bla bla machen? Marketing sag einfach bla bla, das glaub ich. Bla bla bla, genau, wir sind eine bla bla bla, nachhaltig bla 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 bla, für alle die lieben bla 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 bla. In die Zukunft, bla bla. Also ja, es ist schrecklich. Aber wie das halt also, so ist. Du hast das schon hart durchgezogen jetzt, das langt jetzt auch. Ich habe schon fast Ohrenbluten. Ja. Ganz herzlichen Dank an Metacast und den Phil für diese wunderschöne Beschreibung. Wollen wir dann gleich mit dem Einspieler weitermachen? Ja, warte mal ganz kurz. Ist ja falsch, ne? Also im Grunde genommen ist ja das Geschäftsmodell jetzt erstmal nicht richtig dargestellt worden. Ich will nicht Podimo verteidigen, aber es ist ja falsch. Wir können ja keine falsche Information. Ich hätte noch einen Einspieler da, wo der Geschäftsführer der Podimo GmbH das, also nicht das Geschäftsmodell, aber so die Idee hinter der App darstellt. Wollen wir das vielleicht mal gleich hier ansetzen? Dann erklärt uns Christoph, was alles falsch war. Oder Alexander, wahlweise. Ja, darauf einigen wir uns dann gleich. Schauen wir mal. Okay, dann mache ich den Geschäftsführer, den Herrn Berlin. Genau, den Herrn Nikolaus Berlin. Ja, Dr. Nikolaus Berlin. Dr. Nikolaus Berlin. Mich würde vor allem interessieren, wie wollt ihr euch von anderen Podcast-Apps abheben? Das ist jetzt die perfekte Frage zum Einstieg. Podimo, unser
Hauptziel für den Anfang erstmal Podcast-App, die es Hörern wirklich einfach macht, neue Inhalte zu entdecken. Das ist ja so ein bisschen, was du auch erwähnt hast, ein Hauptproblem von Podcast-Hörern heute. Den ersten Podcast zu finden, das ist mal leicht, aber den zweiten, dritten, vierten zu finden, da wird es schon komplizierter, weil wir kennen alle die Top 100 Charts auf Apple Podcasts und so weiter. Und darüber hinaus, da gibt es ja noch weitere 17.000 Podcasts zum Beispiel in Deutschland. Und da fokussieren wir uns eben drauf, indem wir auf der einen Seite mit einem Algorithmus schauen, was die Interessen sind, die immer personalisiert vorschlagen den Leuten und das immer besser werden. Auf der anderen Seite haben wir dann noch ein manuelles Kurationsteam sitzen, was wirklich in die Tiefen der Podcast-Landschaft schaut und versucht, die Top-Inhalte hinter diesen Top 100 Charts zu entdecken und zu präsentieren und den Leuten einfach diesen Einstieg einfach zu machen. Das ist so ein bisschen, was wir... Genau, das war noch als Quellenangabe Deutschlandfunk Nova zu hören unter der Episode Medienrecht vom 14.11. Genau, eine Stunde was mit Medien heißt die Sendung. Ja, also ich würde gerne einfach mal ganz kurz... Da muss ich aber nochmal einhaken, weil das trotzdem nicht richtig erklärt ist, weil es steht immer noch im Raum, dass Podimo Geld kostet. Ich will einfach nur sagen, Da wollte ich kurz einmal eingrätschen. Also es sieht so folgendermaßen aus. Wir haben mit Podimo zunächst erstmal eine App und die kriegt ihr bei iTunes, also Quatsch, für Apple und für Android. So. Und die ist auch erstmal gratis. Die könnt man einfach runterladen. Ihr müsst auf jeden Fall einen Account machen. Nur dort findet ihr dann auch tatsächlich eine ganze Menge an Podcasts, die ihr einfach so hören könnt. So, zusätzlich hat Podimo einen exklusiven Bereich, will ich es mal nennen, für den man tatsächlich 4,99 € bezahlen muss. Und dann kann man zusätzlich zu den Sachen, die gerade verfügbar sind, dann auch exklusive Inhalte hören. So. Und im Grunde genommen gibt es dann daran angeflanscht noch so ein Empfehlungssystem, so ähnlich, was man kennt von Audible oder so, wo dann halt einfach irgendwelche Empfehlungen vorne auf der Startseite sind oder auf ihrer Website. Genau. Perfekt. Ja, was hier mit Journalisten zu tun. Ja. Ich habe das so verstanden, es gibt also im Prinzip zwei Äste. Das eine ist der Ast der Creator, also die Leute, die was machen. Und da gibt es die davon bezahlt werden auch in irgendeiner Weise und die sich einfach gar nicht drum scheren, die da drin sind. Und auf der anderen Seite gibt es den Ast der Hörenden. Da gibt es auch die, wo Geld im Spiel ist und wo kein Geld im Spiel ist. Okay, also wenn du es so siehst, ja. Also im Prinzip hast du... ich würde es einfach irgendwie mir so vorstellen, dass du, wenn du tatsächlich was Geld bezahlst, eben halt an Podimo noch was dran schraubst oder du kriegst, das macht sich eine Tür auf und dann kriegst du zusätzlichen Inhalt. Das Problem, was ich halt darin sehe, ist natürlich dann, wie kommt Podimo an die Leute ran, die gratis zu hören sind. Also das, was die App eigentlich erst einmal interessant macht. Alexander? Sorry, ich bin gerade völlig verwirrt. War es jetzt gerade noch ein Einspieler? Ich komme jetzt gerade nicht mehr mit, was jetzt so als Einspieler war, was real gesagt wurde und was eine reale Frage war. Sorry. Also das, was Martin gesagt hat, das war kein Einspieler und was Christoph gesagt hat. Nein, ich war echt. Genau. Okay. Und die Antwort von Christoph war auch echt, also live. Okay. Genau. Ich wollte einfach nur darstellen, im Grunde genommen ist erstmal, sag nochmal konkret deine Frage an mich. Ich hatte keine. Ach so. Ich dachte, du hattest, als ich angefangen, sorry. Hier läuft ja eine wunderbare Kommunikation. Als ich angefangen hatte zu sprechen, setztest du auch ein, ich hatte dich dann das Gefühl, dass ich dich beiseite gedrückt hatte und wollte dir dann mit einem Alexander bedeuten, dass du jetzt auch jetzt sprechen darf ich auch sagen. Kannst. Also genau. Mir geht es nur darum, also im Grunde genommen, also erstmal, ich bin hier auch gar nicht, um Podimo in irgendeiner Art und Weise zu verteidigen und dass die Feeds abgreifen, die sie nicht abgreifen dürfen, ist unstrittig und doof. Das will ich mal vorab stellen. Also ich finde, da können wir uns jetzt 2 Stunden drüber aufregen, aber ich glaube, das ist, glaube ich, allen Beteiligten und allen Podcastern in Deutschland klar, dass sie da einfach einen riesen Bockmist gebaut haben. Und das habe ich auch in meiner Kommunikation mit Podimo, die ich habe, irgendwie
auch so mitgeteilt, dass das einfach Bullshit ist, so zu agieren. Ist halt einfach doof. Die Mühe muss man sich machen, wenn man auf den Markt drängen will, reinzukommen. So Punkt 1. Vielleicht können wir, sorry, dass ich dich da unterbreche, aber vielleicht können wir vom Anfang anfangen. Ich glaube, da waren wir jetzt noch gar nicht, dass wir vielleicht so die Historie mal durchgehen, wie es jetzt eigentlich zu diesem Feed-Abgriff eigentlich kam und wie die, also wenn wir uns mal jemanden vorstellen, jemand hat das noch gar nicht mitbekommen, dass Podimo jetzt auf dem Markt ist und der fragt sich jetzt natürlich, welche Feeds wurden wo abgegriffen, genau. Vielleicht können wir das nochmal kurz erläutern und dann können wir natürlich direkt einsteigen. Also ich setze mal vor, ich will nochmal voreinsetzen. Ich habe Podimo, ich will das nur nochmal sagen, weil das ist ja auch so, dass wir, die haben keine Ahnung. Ich habe Podimo wahrgenommen, glaube ich, im Mai diesen Jahres das erste Mal. Spätestens im Juni über einen Heise-Artikel, in dem in Heise, der ist ja jetzt dann auch tausendmal zitiert worden, dieser Ausspruch kam, Netflix für Podcasting, das war im Juni des Jahres, würde ich jetzt grob sagen, wenn es nicht Juli war, wo über Podimo schon berichtet wurde. Da ist Podimo mir das erstmal aufgefallen, weil ich natürlich, das habe ich auch immer mal wieder adressiert, immer schaue, auch was geschäftlich sich im Podcasting-Bereich tut. So, das ist mein Einstieg in Podimo gewesen, dass ich gesagt habe, ach guck mal, da macht einer was, wird eh nicht funktionieren, war meine erste These. Kann ich so sagen, ich bin ja frei in dem, was ich äußere. Und dann schildere ich mal kurz meine Einflugschneise, weil das, glaube ich, auch dann meinen Standpunkt, glaube ich, ein bisschen anders darstellt. Und dann kannst du gerne, Christoph, den Rest darstellen. Dann war es so, dass ich mit einem Walled Garden System beschäftigt war, das Lekton heißt. Das kennt auch kein Schwein. Aber mich schrieb jemand an von Lekton oder unser Management: Hallo, wir haben eine tolle App programmiert und wir kuratieren Podcasts und wir machen das in Polen total erfolgreich schon. Die kommen aus Warschau mit Firmensitz und wir wollen jetzt auf den deutschen Markt drängen und Huxilla scheint ja ein ganz toller Podcast zu sein. Habt ihr nicht Lust, bei Lekton zu sein? Und dann habe ich, wie ich das immer so ist, gesagt, schickt mir mal eure Geschäftsvereinbarung, dann gucke ich mir das an. Dann haben die mir das geschickt und da fiel kein Geld raus und das war einfach nur sozusagen nett, dass sie gefragt haben, ob sie meinen Feed abgreifen dürfen. Der, das sage ich auch nochmal, Huxilla darf von jedem abgegriffen werden. Mein Feed, den kann sowieso jeder nehmen, wie er möchte, solange wie er zitiert und sagt, wo er herkommt. So. Und dann habe ich aber diesen Vertrag von Lekton nicht unterschrieben, weil ich irgendwie drüber weggekommen bin und tausend andere Sachen zu tun habe und das war mir dann erstmal auch nicht so wichtig. Und dann gab es eine weitere Anfrage, das war dann so Ende September, Anfang Oktober, wo dann mein Management mich anschrieb und sagt, hier, irgendwelche Leute wollen schon wieder was von euch. Und das war eine Anfrage von einer Podimo-Mitarbeiterin. Sie würden sich gerne vorstellen und sie würden gerne telefonieren wollen und sie hätten ein Konzept für exklusive Podcasts und bla und blub. Und dann habe ich geschrieben, exklusiv ist eh nicht, weil Huxilla ist nicht exklusiv, kann man relativ einfach recherchieren, wenn man sich mit unserem Format beschäftigt, macht das doch mal. Und telefonieren kostet immer Zeit, bitte schriftlich mal genau beschreiben, worum es geht. Ich wusste ja, wer Podimo ist, aber ich wollte gerne was Schriftliches haben. Und dann ging das so ein bisschen hin und her, die wollten immer telefonieren und ich will nicht telefonieren, sondern ich will was Schriftliches haben. Und dann haben die mir irgendwann einen Link geschickt und haben gesagt, guck hier, da stehen unsere Geschäftsvereinbarungen drin. Dann habe ich mir das durchgeguckt und habe gedacht, Donnerwetter. Bei allen, die meinen Feed abgreifen, obwohl sie es dürfen und auch gefragt haben, also sei es Rocket Beans, Spektrum der Wissenschaft, Lekton, Google haben uns drüber unterhalten, Apple, iTunes sowieso, da habe ich mich mal drüber gefreut vor vielen Jahren, hat man sich drüber gefreut, dass so ein Konzern wie Apple den Podcast-Feed in seine Liste aufnimmt. Also alle greifen das ab und keiner gibt mir da irgendwas für. Noch nicht mal Spotify. Auch die geben mir nichts. Auch bei meinen Klickzahlen nicht. Wow, Schwanzvergleich. Und Podimo hat mir dann geschrieben, gesagt, hier, guck mal, und irgendwie, wir legen um und das klingt super geil. Und ich habe es durchgerechnet, habe gedacht, okay, da kommt ein Cent im Monat bei raus oder so, weil die kennt ja auch kein Schwein. Aber die Podcast, die Zahnarzt-Ehefrau, die noch nie vom Podcasting gehört hat, die könnte eventuell auf einen Werbeclip von Podimo reinfallen und hat keine Ahnung, was ein Podcast ist, hört immer nur, dass alle vom Podcast reden und die wird vielleicht für 5 € das Ding abonnieren und ist dann total glücklich und dann kann die auch Huxilla hören. Und dann habe ich gesagt, ja, mach das mal. Und so. Und dann irgendwann kam die Meldung von Podimo, wir starten am 1. November in Deutschland. Und der 1. November kam und ging. Und ich habe gedacht, naja, warten wir mal ab, was passiert. Und dann passierten andere Dinge. Ich will nur, so, das ist einfach mal die lange Einleitung zum Thema Podimo, die ich habe. Und meine Auseinandersetzung mit Podimo. Also von Sommer bis November. Und dann geschahen merkwürdige Dinge. Christoph. Naja, also sagen wir so, ich hole noch mal einen Tick weiter aus, weil das, glaube ich, immer ganz wichtig ist zu hören, was ist das eigentlich für ein Unternehmen und mit welchem Mindset kommen die daher?
Also ich habe von Podimo auch das erste Mal irgendwie im Sendegate so am Rande mitgekriegt, weil irgendjemand geschrieben hat, dass die ihn angerufen haben oder er eine Mail gekriegt hat. Und deswegen, das war auch schon im Sommer, glaube ich. Also der Sendegate-Thread ist schon extrem alt. Podimo kommt aus Dänemark und gegründet wurde Podimo von unter anderem, also wobei ich denke, er ist der Hauptgründer von Morten Strunge. Und Morten Strunge ist in Dänemark so ein Tausendsasser. Der hat sich im Mobilfunkbereich extrem erfolgreich Unternehmen gegründet, zwei Stück, die er dann für sehr viel Geld an die großen Telekommunikationsanbieter dann verkauft hat. Wie hat er das geschafft? Er hat in Dänemark für im Mobilfunkbereich unendlich Datenvolumen angeboten, was natürlich dann die Leute tierisch gezogen hat und dann konnte er sich ja einen großen Kundenstamm aufbauen und dann haben die Telekom-Unternehmen gesagt, das geht nicht und haben ihn verkauft, ihn aufgekauft. Seitdem gibt es in Dänemark auch kein unendliches Datenvolumen mehr, nur mal so nebenbei. Und dann hat er als letztes Venture gehabt, dass er ein Kindle-Klon gebaut hat und darüber dann sowohl Hörbücher als auch E-Books verkauft hat. Das heißt in Dänemark Mofibo und hat damit sehr großen Erfolg gehabt. Offensichtlich scheint irgendwie Audible in Dänemark nicht so ein Riesenthema zu sein und damit hat er dann richtig einen Reibach gemacht, weil er das Ding an einen schwedischen Mitbewerber verkauft hat. Wir wissen nicht, für wie viel Geld er es verkauft hat. Wir wissen aber, dass er 2,6 Millionen Euro dabei selber alleine 2,6 Millionen Euro eingesammelt hat, genau. Naja, dann hat er eigentlich gesagt, dass er erstmal Pause machen will und plötzlich steht er dann letztes Jahr im Sommer mit der Idee von Podimo auf der Matte und hat dann im Laufe des letzten Jahres 6 Millionen Euro Venture-Kapital eingesammelt. Und auf die Bühne tritt Dr. Nikolaus Berlin, der der Gründer von Besser FM ist. Da gab es auch dann im letzten Sommer oder in diesem Sommer, weiß ich nicht mehr, auch ein Thread im Sendegate, der nämlich so eine Art Online-Magazin mit Podcast-Empfehlungen oder Audioshow-Empfehlungen irgendwie drin hatte und sich ein bisschen in den Nesseln gesetzt hatte, weil er Feeds mit reingenommen hat, ohne dass da in irgendeiner Art und Weise die Urheber genannt wurden. Also ganz komische Geschichte. Jedenfalls wurde Besser FM dann von Podimo Dänemark aufgekauft und Herr Berlin wurde dann Chef für Deutschland. Herr Dr. Berlin ist dadurch bekannt geworden, dass er für Homify also diese App einfach international extrem gepusht hat. Homify ist so eine Bau- und Inneneinrichtungs-App. Ich glaube, man kann da Sachen kaufen oder so. Ich habe mich damit dann am Ende des Tages nicht wirklich weiter beschäftigt, was er wirklich macht. Aber er hat eine Dissertation geschrieben, die wirklich sehr interessant ist. Die Animal Spirits Driving Economic Change, Empirical Evidence from Entrepreneurs. Also animalisches Verhalten oder animalischer Geist als Motor des wirtschaftlichen Wandels, empirische Beweise von Unternehmen. Und er ist also Wirtschaftswissenschaftler, würde ich es mal grob übersetzen, und versucht eben halt, wie soll ich es erklären, im Bereich des Startups, Kultur, Sachen zu unterrichten und auch tatsächlich auch selber erfolgreich zu sein, was er ja auch war mit Homify. Interessant ist übrigens, dass seine Dissertation bei Amazon zu kaufen ist und eine 45 Euro. Echt? Ich habe nicht geguckt, was sie gekostet hat. Ich meine, sie hätte 45 Euro gesehen. 49. Ja, interessant ist auf jeden Fall eine Besprechung von, oder ein wie nennt man das bei Amazon noch? Eine Review von Dr. Sebastian Eschenbach ist, Dr. Berlin verknüpft rationale wirtschaftliche Treiber, Geld verdienen und Möglichkeiten nutzen mit nicht rationalen Beweggründen im wesentlichen Schaffensdrang, Unabhängigkeitsstreben und Entdeckergeist. Das ist irgendwie aber ganz interessant zu sehen, welches kurz. Mindset. Ja? Entschuldigung, du bist jetzt komplett ad hominem. Also der ist ein Schweinepriester und Unternehmer. Da bist du jetzt gerade unterwegs. Ich wollte nur ganz kurz erzählen, wo ihm halt das Mindset ihm halt von Podimo dann herkommt, weil wenn du jemanden so jemanden als Chef hast, ja, das ist ein erfolgreicher erklärt sich jemand das Verhalten. Das, so sind die doch, die Unternehmer, alle. Naja, also, ich würde jetzt nicht alle so über den Kampf scheren wollen. Also die großen deutschen Unternehmer, so VW oder so, meinst du, da ist einer dabei? So Alexander, was ich auf jeden Fall machen wollte, ist einfach ein gewisses Mindset ihm halt nochmal darzustellen.
wo eben halt das Verhalten von Podimo herkommt. So. Dass du noch nicht geschildert übrigens, hast. Klar, sie haben einfach einen Dänen, der tatsächlich eben halt Unternehmen an den Start bringt, die mit einem absolut skrupellosen Geschäftsgebaren in Bezug auf Preisgestaltung an den Markt gehen, um eben halt tatsächlich, natürlich erstaunlicherweise, dann viele Kunden zu bekommen. Das ist der Herr, das ist Morten. Und wir haben jemanden, der ja vielleicht instinktgesteuert und ja auch mehr so mit den Ellbogen unterwegs. Ich gebe dir recht, es sind viele Unternehmen, die auch so sind, aber eben halt sehr ellbogenstark und orientiert eben halt tatsächlich in Deutschland mit einer App an den Markt gegangen ist. So. Aber sag doch mal, was sie gemacht haben. Du hast immer noch nicht gesagt, was sie gemacht haben, was alle so aufgeregt hat. Das hast du jetzt auch noch nicht gesagt. Ja, warte doch mal, Alter. So, wir haben jetzt also das Mindset eben halt von diesen Leuten aufgesetzt. So, was ich übrigens noch dazu sagen wollte, ist, da komme ich jetzt noch kurz drauf hin, als Fazit, beide haben im Bereich Podcasting bisher noch nicht in irgendeiner Art und Weise Erfahrung gemacht. So. Also, Morten hat eben halt dann Podimo gegründet und hat dann dort tatsächlich, genauso wie jetzt hier auch gerade in Deutschland, alle Podcasts, die dänisch sind, in seine App reingetan und gleichzeitig mit Prominenten, mit Journalisten und mit verschiedenen anderen Leuten, die in Dänemark relativ prominent sind im Bereich Radio, die Podimo-App an den Start gebracht. Die ist im September diesen Jahres tatsächlich online gegangen. Es gab einen kleinen Shitstorm in Bezug darauf, dass tatsächlich auch halt freie Podcasts dort einfach reingenommen wurde, aber es hat leider tatsächlich zu keinen Konsequenzen geführt. Ich schätze, weil einfach der Markt in Dänemark auch relativ klein ist, was das angeht. Dann sind sie jetzt dieses Jahr halt in Deutschland gestartet und es stellte sich heraus, auch hier in Deutschland hat Podimo sämtliche Podcasts, die in irgendeiner Art und Weise mit Deutschland verknüpft waren, wahrscheinlich über iTunes gecrawlt und in die App reingetan, ohne in irgendeiner Art und Weise auf Lizenzen zu achten, ohne darauf zu achten, ob es dort urheberrechtliche Hürden gibt, die tatsächlich in eine App reinzutun, die erstens ein Walled Garden ist. Oder quasi als Dienst kostenpflichtig ist. So. Wo liegt das Problem mit Podimo? Podimo ist ein Walled Garden, was ich gerade gesagt habe. Sprich, man muss zwingend einen Account haben, um überhaupt an die Inhalte heranzukommen. Überhaupt zu sehen, was gibt es dort. Es ist erstmal im Prinzip erstmal nicht weiter verwerflich, wenn man tatsächlich auch nur eigene Inhalte anbietet. Sie eben halt zum Beispiel Netflix. Netflix bietet ja ausschließlich eben halt Inhalte an, für die sie Lizenzen haben oder für die sie selber Sachen produziert haben. Und dann ist ein Walled Garden, um Geld zu verdienen, eigentlich auch keine dumme Idee. Wenn wir aber jetzt einen Podcast betrachten, die frei sind, zum Beispiel wie den ESC-Schnack, dann haben wir tatsächlich ein Problem, weil dann nämlich tatsächlich eine App aufgeblasen wird mit Inhalten, für die sie keine Rechte haben. So, Alexander, das wäre so mein Bereich gewesen erstmal. Genau, also das ist genau der Punkt. Also es sind Feeds von Podimo eingesackt worden, die unter einer nicht kommerziellen Lizenz verbreitet werden, um es mal auf den Punkt zu bringen. Oder komplett unter Urheberrechtsschutz standen, also All Rights Reserved, das darf man nicht vergessen. Genau, All Rights Reserved auch. Genau, das ist passiert, wobei ich immer frage, All Rights Reserved, ich bin kein Jurist. Da kenne ich mich aus, ob das reicht, wenn ich schreibe All Rights Reserved, ob das irgendwen, wenn ich einen Feed habe, der öffentlich verfügbar ist. Aber ich bin kein Jurist. Du musst gar nichts schreiben. Also du hast, wenn du nichts schreibst, dann ist es erstmal per se das schärfste Recht, also dass das Urheberrecht komplett bei dir liegt und man darf eigentlich mit den Inhalten rein gar nichts machen. So, ja, also spielt keine Rolle, ob es ein Foto ist oder eine Audiodatei oder ein Film. Genau, und das war ein Fuck-up, auch glaube ich gebührend gewürdigt worden ist von der deutschen Podcast-Szene, würde ich mal behaupten. Wie gesagt, ich kann mich da nur bedingt drüber aufregen, weil, wie gesagt, es gibt eine gewisse Anzahl von Menschen, die vorher gefragt worden sind, woran das auch immer liegen mag. Ich habe keine Ahnung, nach welchen Kriterien die Mitarbeiter ausgewählt haben. Du hast ja auch weiter recherchiert, Christoph, habe ich ja gesehen. Ich glaube, die haben in Deutschland 2 oder 3 Mitarbeiter, in der Regel freie, wie das so ist in der Medienbranche, die da offensichtlich in der Akquise irgendwie beschäftigt waren, die, so wird es ja zumindest geschildert, ja auch in den Telefonaten, deswegen bin ich auch ganz froh, dass ich nicht mit denen telefoniert habe, sich ja auch nicht als die größten Fachexperten des Podcastings geoutet haben. Zumindest wird es so geschildert. Ich glaube, das
fasse ich das richtig zusammen? Ja, bei den Gesprächen war ich ja auch nicht dabei. Ich habe halt, also was mir eben halt, also um vielleicht mal den Kontakt von Podimo zu mir kurz zu rekapitulieren, ist es halt so, dass ich eine E-Mail gekriegt habe mit, hallo Christoph, wir sind Podimo und dann erstmal diesen ganzen PR-Kram, ohne irgendeine Art und Weise mal darauf hinzuweisen, warum er mich angeschrieben hat. Also es wurde überhaupt nicht ersichtlich, also also auch noch auf meine private E-Mail-Adresse, also nicht mal auf die E-Mail-Adresse, die im Feed steht oder auf irgendeine andere geschäftliche E-Mail-Adresse, was mich auch extrem gewundert hat. Hast du eine Idee, wie sie an die E-Mail-Adresse gekommen sind? Keine Ahnung. Würde mich ja auch erinnern. Keine Ahnung. Weil das ist ja die Frage, also jetzt ohne, wie gesagt, ich bin da nicht für die verantwortlich, aber mich würde interessieren, wenn du eine E-Mail-Adresse bei dir im Feed stehen hast und die ist nicht angeschrieben worden. Übrigens, viele Grüße an alle Podcaster, die sagen, ich möchte total anonym podcasten und ich mache 12345@gmx.de da rein, weil da bin ich nicht zu identifizieren. In solchen Situationen ist das doof, weil dann kriegt man gar nichts mit. Aber das nur am Rande. Aber die müssen ja irgendwie an deine E-Mail-Adresse gekommen sein. Das heißt, in irgendeinem Impressum, irgendwo, bei irgendwas, wo du publizistisch tätig bist, was ja mit deinem Podcast verbunden ist, muss da deine E-Mail-Adresse zu finden gewesen sein, oder? Ich kann es halt nicht nachvollziehen, weil sie ja auch keinen Bezug genommen haben. Also wenn sie geschrieben, hey, wir haben deinen Podcast ESC-Schnack gesehen, bla, dann hätte ich vielleicht nachgeguckt, fuck, wo ist meine E-Mail-Adresse da drin? Und dann hätte ich eine richtige Adresse da reingeschrieben und nicht mal eine private. Ich kann es mir nicht erklären. Ist mir auch, wie gesagt, jetzt mittlerweile auch völlig egal. Das, übrigens lustigerweise, die Einladung zu dem Gespräch, zu den Gesprächen, die jetzt ja irgendwie stattfinden, und die ist wieder an beide E-Mail-Adressen gegangen. Einmal an meine und einmal, also an meine private und einmal an die Redaktionsadresse. Das ist auch irgendwie völlig, also wirklich seltsam. Egal. Die haben mich halt angeschrieben, ohne irgendwie Bezug zu nehmen auf meinen Podcast. Und ich wusste erstmal gar nicht, worum es geht, weil jeder vernünftige Podcaster hat unter Umständen ja mehr Podcasts. Und jedenfalls stellte sich heraus, es ging halt tatsächlich um ESC-Schnack. Ich habe denen gesagt, nein, danke, lasst es bitte bleiben. Haben sie tatsächlich auch gemacht. Also mein Podcast ist tatsächlich niemals in der App gewesen. Insofern war ich da schon mal ganz froh. Aber nachdem dann irgendwie lauter Leute und auch im Sendegate eben halt tatsächlich auf mich zukam und ich endlich mal auch die App ausprobieren konnte und mal gucken konnte, was ist da. Ich bin ja trotzdem irgendwie offen. Es kann ja sein, dass es ein interessantes Ökosystem werden könnte, aber die Chancen sehe ich momentan tatsächlich auch nicht in irgendeiner Art und Weise. Es ist einfach seltsam gewesen, wie sie sich überhaupt irgendwie dann präsentiert haben. Also es hat mich einfach nur noch abgeturnt. Das kam durch. Du warst einer der etwas lauteren Stimmen ja auf Twitter zumindest, du warst einer der etwas lauteren Stimmen zu dem Thema, ja. Selbst die Süddeutsche Zeitung hat es geschafft, irgendwie auf die Redaktionsadresse zu schreiben. Also ich verstehe es nicht, wo die E-Mail-Adresse haben. Das ist aber jetzt schade, dass du mit Dänemark telefonieren willst und nicht mit Berlin. Das wäre eine Frage, die würde ich ja Berlin stellen. Also bei mir ist ja relativ offensichtlich. Ich habe so keinen Bock, mit diesen Idioten zu sprechen, tut mir leid. Also, ne. Naja. Auch wieder Atomi nehmen. Nein. Ich habe noch mal eine Frage. Ich würde mir ein Urteil bilden, wenn ich mit denen gesprochen habe. Danach würde ich sagen, sind sie oder sind sie nicht. Aber sei mal dahingestellt. Also interessanterweise muss es da ja irgendwie ein. Also ich habe ja an der Universität gelernt, weil Kritik so im wissenschaftlichen Bereich, man soll ja immer konstruktive Kritik auch äußern. Also der erste Hinweis an die Podimo-Macher, liebe Podimo-Macher, wenn ihr das hört, verbessert mal die Art und Weise eurer Akquise. Also entscheidet euch mal, ob ihr über den Podcast-Feed anschreibt, ob ihr über die Homepages geht oder wie auch immer. Das hätte schon mal geholfen. Also ich versuche ja mal konstruktiv zu sein. Ich meine, generell... Ich würde jetzt, also bevor wir jetzt hier anfangen, Podimo zu sagen, wie sie es richtig machen sollen, würde ich einfach gerne nochmal verstehen ein bisschen. Und zwar, in meinem Kopf ist noch nicht klar, du sagtest vorhin skrupellos, okay, das kann ich, glaube ich, ganz gut nachvollziehen, aber ist es auch rechtswidrig? Wenn Podimo sagt, wir sind hier so eine Art Telefonbuch oder Reiseführer oder was auch immer und weisen einfach nur auf Angebote hin, machen sie sich denn damit schon das Angebot zu eigen im Sinne von Urheberrecht oder sonst wie Verwertungsgrenzen überschreiten? Ich hatte gerade irgendwie im Vorgespräch gehört, dass
Sebastian irgendwie dazu einen kleinen Einspiel hat. Ansonsten würde ich darauf gerne sofort antworten wollen. Ja, also ich denke, vielleicht kann ich auch noch mal kurz beitragen. Ich habe mir am Tag, als die veröffentlicht haben, dass die App mal runtergeladen und mal geguckt, was passiert da eigentlich technisch genau. Das ist natürlich auch für die rechtliche Situation etwas relevant. Also was an dem Tag nicht passiert ist, ich kann natürlich nur den Stand an dem Tag beurteilen. Wie es jetzt weiter mit Updates gegangen ist, weiß ich natürlich nicht. Aber an dem Tag war es so, dass zum Beispiel die Audiodateien selber nur gestreamt worden sind. Also die sind vom Originalserver des Podcasts oder der Podcasterin abgeholt worden. Was aber durchaus abgerufen worden sind, ist sowohl der RSS-Feed und wurde bei Podimo gecached, um halt auch wahrscheinlich Statistiken anzubieten und auch alles, was an Metadaten und Bildmaterial, Episodenbilder und so weiter und so fort vorhanden ist. Das wird auch von Podimo quasi erstmal heruntergeladen und dann über die App ausgeliefert. Sodass sie also an der Stelle, genauso wie wir damals schon den Fall bei radio.de hatten, diese Daten quasi dann nicht streamen, weil da hatten wir in der die Rechtsbelehrung mal zu Gast und sind auch auf dieser Frage nachgegangen, dass reine Streamen eines Angebots, ohne es zu kopieren, ist urheberrechtlich okay, selbst wenn es kommerziell genutzt wird, weil halt der Originalstream benutzt wird. Da kann man nicht viel gegen machen. Da ging es nämlich bei radio.de, dass die zwar jetzt kein Geld für die Abrufe verlangen oder für das Stream, aber halt Werbung auf der Seite anzeigen. Aber auch dort wurde halt wieder der Stream genutzt, die Bilddaten runtergeladen und angezeigt und so weiter und so fort. Und das Gleiche macht die App quasi auch, anstatt auf einer Webseite halt innerhalb der App. Und da habe ich jetzt mal den Ausschnitt rausgesucht, der ist ein bisschen länger. Da erklärt nochmal der Thomas Schwenk, oder gehen wir das ganze Thema nochmal durch, bezüglich der rechtlichen Situation. Den würde ich dann jetzt mal vielleicht an dieser Stelle mal einspielen. Okay, und dann sagt Christoph hinterher was dazu, ja? Genau. Gut. Ich möchte, dass in meinem Podcast keine Werbung ist, dafür habe ich mich entschieden. Radio.de spielt Werbung ein oder vielmehr zeigt Werbung auch an auf der Webseite und hat auch den Player dort. Das heißt, die greifen zwar technisch gesehen schon den Content von seinem Server ab, aber der Player und der Benutzer bleibt eigentlich auf der Radio.de Seite. Deswegen hat er gesagt, er möchte da gerne entfernt werden und daraufhin hat ihm die Abteilung zurückgeschrieben und ich lese mal ein kleines Zitat aus der E-Mail vor. Und zwar, um den Nutzern ein offenes, breites und diskriminierungsfreies Angebot zu bieten, sehen wir grundsätzlich davon ab, einzelne Streams aus dem Angebot zu entfernen. Dabei bedarf die Einbettung der frei zugänglichen Radio-Streams in unsere Plattform keiner Erlaubnis der Betreiber der jeweiligen Streaming-Angebote. Und jetzt stellt sich natürlich erstmal die Frage, es gibt zwar natürlich einen anderen Haken, wo ich denke, wo es relativ einfacher ist zu argumentieren, aber generell mal die Frage, wie siehst du das, Thomas? Streaming, ist das so schon mal rechtlich richtig formuliert von dem Anbieter oder ist da eigentlich schon ein Haken zu suchen und die müssten ihn auf jeden Fall rausnehmen? Das kommt drauf an. Ja! Ist es. Nicht mit Absicht, aber tatsächlich. Und ich glaube auch, ich weiß, an welchen Haken du denkst. Also erst einmal ist so ein Podcast rechtlich geschützt. Das heißt, nach dem Urheberrechtsgesetz ist jede Audioaufzeichnung geschützt. Und wenn ich die wiedergeben möchte, ob ich die jetzt sende oder öffentlich zugänglich mache, dann brauche ich eine Einwilligung der Urheber, der Rechteinhaber. Und diese Einwilligung muss ausdrücklich erfragt werden. Das heißt, was ich mich frage, der Stream, der dort läuft, der abgegriffen wird vom Server, erscheint er zufällig unter einer Creative Commons Lizenz? In dem Fall, ich bin mir jetzt gerade nicht sicher, ist der Podcast unter keiner Lizenz nach außen dargestellt. Das heißt, er ist urheberrechtlich absolut geschützt. Er steht natürlich im, also die ziehen ihre Informationen natürlich aus dem iTunes-Verzeichnis. Jetzt weiß ich nicht, inwiefern dadurch, dass Max den Feed öffentlich gemacht hat und damit bereitgestellt hat, inwiefern die dann, sag ich mal, darauf scheinen die sich ja zu berufen. Es ist irgendwie schon öffentlich vorhanden, also darf ich es auch weiterhin öffentlich zur Verfügung stellen oder weiter verbreiten. Ja, das ist einer der grundlegenden Mythen des Internets. Alles, was öffentlich ist, darf frei kopiert werden. Das stimmt überhaupt nicht. Das heißt, wenn ein Podcast
ins Netz gestellt wird, dann darf der Podcast dort bleiben und dort gehört werden. Also die Nutzung ist frei. Die Vervielfältigung, die Versendung, die meinetwegen auch Bearbeitung, das sind alles Nutzungen, die einer Einwilligung bedürfen. Das heißt, ich darf jetzt zum Beispiel nicht einfach, sagen wir mal, irgendwelchen Radio-Stream anzapfen und bei mir über die Website streamen, nur weil das Radio öffentlich gesendet wird oder Fernsehprogramme übertragen. Ich denke, keiner würde auf diese Idee kommen. Warum sollte jetzt für Podcasts etwas anderes gelten? Das heißt, Radio.de heißt es, kann sich nur dann auf das Recht zu streamen berufen, wenn sie eine Einwilligung erhalten haben. Ein anderes Wort für eine Einwilligung ist eine Lizenz. Und deswegen fragte ich, ob es gegebenenfalls unter einer Creative Commons Lizenz ist. Denn eine Creative Commons Lizenz, das ist eine offene oder sogenannte freie Lizenz. Unser Podcast, die Rechtsbildung, erscheint auch unter der Creative Commons Lizenz. Das heißt, jeder darf unseren Podcast herunterladen, bei sich auf der Website streamen. Wir sagen, das ist zulässig, solange der Podcast nicht bearbeitet, also nicht zerschnitten wird zum Beispiel oder mit Musik versehen wird. Da haben wir gar kein Problem mit. Nur wenn eine solche Lizenz nicht vorhanden ist, dann darf man es nicht. Und jetzt an dieser Stelle mit iTunes muss ich zugeben, ich kenne jetzt nicht en Detail alle iTunes-Bedingungen, aber ich kann mir schwer vorstellen, dass so drin steht, jeder, der damit einverstanden ist, bei iTunes seinen Podcast einzustellen, erklärt sich auch damit einverstanden, dass jeder andere diesen Podcast woanders herunterladen kann. Also ich wüsste jetzt nicht, warum iTunes so etwas aufnehmen sollte, wenn die nicht gerade damit Geld verdienen würden. Und also für wenn sich selber vielleicht, Lizenz, aber nicht ja. für Dritte. Ja, das ist zum Beispiel wie bei YouTube. Wenn ich bei YouTube Videos hochlade, dann erkläre ich mich damit einverstanden, dass andere meine Videos im Rahmen von YouTube nutzen können. Das heißt, ich darf den YouTube-Player zum Beispiel, andere dürfen den YouTube-Player bei sich auf der Website einbinden, aber dort steht nicht drin, dass die zum Beispiel das Video nehmen und im Fernsehen senden können. Natürlich behält sich YouTube das Recht vor, das Video gegebenenfalls im Fernsehen zeigen zu dürfen, aber die sagen jetzt nicht, dass das mit dem Upload gemeinfrei ist, das heißt Public Domain, also jedermann beliebig zugänglich. Und mir ist auch nicht bekannt, dass es bei iTunes so wäre. Das heißt, bis jetzt sind wir auf dem Punkt, sofern nicht irgendeine Lizenz vorliegt, dass wir einen Urheberrechtsverstoß haben mit dem Stream. Naja, ist ja die Frage, streamen die das von ihrem Server raus oder bieten die nur das MP3 an, also embedden die quasi das MP3? Genau, also in dem Fall embedden sie es auch nur. Genau. Sie embedden also das wäre wie mit YouTube vergleichbar im Prinzip, ja. Das heißt, du hast es genau. Gut, das sind eben die Details, auf die es ankommt. Danke sehr, Markus. Wenn die das embedden, das heißt, wenn der Podcast online gestellt worden ist und der wird bei denen halt nur wiedergegeben, aber bleibt auf einem ursprünglichen Server, das ist etwas Positives, was der Europäische Gerichtshof geurteilt hat, 2014. Wenn ich Inhalte, die mit Willen der Rechteinhaber hochgeladen worden sind, bei mir einbette und sie wiedergebe, aber ohne sie zu kopieren, dann ist es zulässig. Dann muss der Urheber damit leben, weil er hat schon an einer anderen Stelle das Ganze veröffentlicht und es findet keine Vervielfältigung oder keine öffentliche Zugänglichmachung statt. Und jetzt ein wichtiger Punkt, denn ich glaube, ich habe das ein bisschen falsch verstanden. Radio.de, läuft das im Radio oder ist das nur im Netz? Es ist eine Webseite, Netz. Wo sozusagen, also kann man alle Radiosender Deutschlands hören? Ja. Wo ich mich auch gerade interessiert würde, wie da der Deal ist und anscheinend sozusagen auch Podcasts. Das heißt, es wird nicht gesendet. Also in der Luft gesendet, sondern nur im Internet zur Verfügung. Alles klar, okay. Gut, dann habe ich jetzt alle Fakten zusammen. Dann ist es insoweit zulässig, weil da kann ich nichts dagegen tun, dass jemand anderes bei mir seinen Inhalt embeddet. Das geht auch ohne eine Lizenz, weil der Europäische Gerichtshof hat entschieden, das ist nicht klar im Gesetz verboten, ist es zulässig oder ist es nicht zulässig. Da muss man gucken, liegt eine Vervielfältigung vor? Eine Vervielfältigung, also eine Kopie liegt nicht vor, weil die Datei bleibt auf dem Server. Liegt eine öffentliche Zugänglichmachung vor? Die liegt nicht vor, weil der Podcast ist ja schon öffentlich für jedermann zugänglich gemacht worden. Das heißt, es werden nicht irgendwelche Schutzschranken umgangen. Und dann könnte man sich hier noch fragen, liegt eine Sendung vor, also ein Versenden, und das ist eben auch nicht der Fall, weil das im Internet bleibt. Das heißt, es ist insoweit zulässig und wir haben keinen Urheberrechtsverstoß.
Was ich jetzt auch spannend fände, ist sozusagen die infolgedessen, also radio.de bietet auch wiederum Embedding an. Also ich kann den Rasenfunk-Podcast jetzt embedden in einem radio.de-Player. Und dann könnte man vielleicht, wenn man genug Geld und genug Geld hat, um Rechtsanwälte zu bezahlen, argumentieren, in dem Moment, wo ich sozusagen den radio.de-Player auf meiner Webseite embedde, kann ich nicht mehr eindeutig sehen, dass der Rasenfunk eigentlich von ganz jemand anders ist, sondern es sieht aus, als wäre es eine Produktion von radio.de. Ist ein sehr guter Gedanke. Allerdings sind die Richter auch auf diesen Punkt eingegangen und die haben gesagt, die Nennung des Urhebers ist in diesem Fall nicht notwendig, weil eben keine urheberrechtlich relevante Nutzungshandlung stattfindet. Das heißt, man könnte sagen, sie haben gesagt, solange es eingebettet wird, dann kann es beliebig genutzt werden, ohne auf den Urheber hinzuweisen. Das ist also quasi so das Gegenteil dessen, was sie später gesagt haben mit der Verlinkung auf urheberrechtlich geschützte Inhalte. Das ist halt der Nachteil von Audio sozusagen, weil das Audio an sich enthält natürlich sozusagen die unveränderte Sendung und dann da ist sozusagen eindeutig zu erkennen, wer der Urheber ist und nicht. Und das Problem ist, wenn es ein Artikel wäre, würde man es auf den ersten Blick sehen. Wenn es ein Video wäre, würde man es auch auf den ersten Blick sehen, weil dann sozusagen ganz klar die Trennung wäre zwischen, das ist der Rahmen, den radio.de vorgibt und das ist sozusagen der eigentliche Inhalt. Beim Audio kannst du es halt nicht sehen. Da siehst du halt nur den Titel und das Design ist halt komplett radio.de, nur so ein kleines Icon, aber ob das jetzt ein Sendungs-Icon ist oder sozusagen das was ganz Eigenes, das kann man da nicht sehen. Und das ist halt ein Nachteil von Audioinhalten, denke ich. Ja, das ist tatsächlich ein Nachteil und damit muss man leben. Ja. Das ist ein spannender Punkt, den du ansprichst, weil ich glaube, darüber wird es rechtlich wiederum schwieriger, für zumindest für radio.de, weil was sie nämlich auch machen ist, sie laden das Episodenbild runter und binden das wirklich in ihre Seite an und auch die Shownotes. Das heißt, diese sie binden ein, meinst du, sie laden es bei sich hoch? Genau, es ist auf deren Server dann. Und ich glaube, das ist das entscheidende Argument, das meinte ich mit dem kleinen Haken an der Geschichte, weil selbst wenn das Streaming, das habe ich mir nämlich fast schon gedacht, dass das rechtlich einwandfrei sein könnte, aber dadurch, dass sie natürlich Inhalt wirklich kopieren auch noch, und zwar das Podcast-Episodenbild und auch die Shownotes und das auf der Seite einbinden, ich glaube, spätestens da ist es doch wirklich so, dass es rechtlich einwandfrei ist, zu sagen, muss eine Entfernung stattfinden, wenn das vom Inhaber gewollt ist. Und das hätte eigentlich eher auch umgekehrt eine Frage an den Inhaber der Rechte erfolgen müssen vorab, oder? Das heißt, in einem solchen Fall würde ich als Rechtsanwalt dem Mandanten sagen, dass er zwar nicht gegen die Einbindung des Audios vorgehen kann, aber er kann der Gegenseite einen auswischen, indem er sie wegen der unberechtigten Bildnutzung abmahnt. Ob er das machen möchte, also ich bin nicht jemand, der Leute Richtung Abmahnung schiebt, aber generell kommt jemand zu einem Anwalt, weil er sein Recht durchsetzen möchte oder möchte ein bestimmtes Ziel erreichen, nämlich er möchte den anderen zeigen, dass er nicht das will, was sie mit ihm machen. Und dann sucht man halt nach verschiedenen Wegen. Da sagst du haargenau auch richtig, wenn die Bilder eingebunden werden, dann haben wir immer noch Urheberrechtsverstöße. Das heißt, man kann nichts gegen die Einbindung des Audios tun, aber man kann den trotzdem sozusagen, man kann sich an den, rächen ist vielleicht das falsche Wort, aber einen Schaden zufügen. Nun ja, ein Argument quasi anführen, weil er möchte ja nicht dort vertreten sein und das ist ja ein schlagendes Argument, dass sie zumindest dann die Bild- und Shownotes auf jeden Fall entfernen müssen. Das war Januar 2017 aus dem Sendegarten 15. Du hast dich super erinnert, Sebastian. Ich bin echt begeistert. War ja auch meine Frage. Wow, das trifft es ja ziemlich genau. Nee, oder? Also bei radio.de hatten wir nochmal einen zweiten ganz entscheidenden Unterschied. Bei radio.de war alles ohne Account verfügbar. Du konntest einfach die Website gehen, in der Suchmaske Sendegarten eingeben und hast du dort dann auch den Sendegarten gefunden. Ich weiß gar nicht, ob es heute da immer noch so ist. Müsste ich mal nachschauen. Aber jedenfalls ist es halt offen gewesen, ohne dass du in irgendeiner Art und Weise einen Account brauchst. Du könntest natürlich einen Account machen, um zum Beispiel eine Playlist anzulegen, um bestimmte andere Feeds irgendwie zu bekommen, aber im Prinzip brauchtest du erstmal keinen Account. Bei Podimo hast du einen riesen Unterschied. Du kommst an die Inhalte nur dann ran, wenn du einen Account hast und sonst nicht. Und
Der Hintergrund dabei ist natürlich, Podiumo möchte nicht dich natürlich in die App reinbekommen, damit du dort die Podcasts hörst, sondern Podiumo möchte dich in die App reinbekommen, damit du ihre Zusatzdienste abonnierst und dort dann, nicht Zusatzdienste, sondern ihre Zusatzinhalte abonnierst und dann eben halt entsprechend dort immer schön 4,99 € löhnst. Und damit die App dann schön attraktiv ist, holen wir uns natürlich jede Menge Podcasts rein. Und das sollte nicht erlaubt sein, wenn du einen Account hast, einen Podcast hast, der unter CC, NC entsprechend halt lizenziert ist. Also NC für Non-Commercial, also nicht für die kommerzielle Verwertung geeignet oder erlaubt. Wegen der Nähe zur Vermarktung. Nicht durch die Vermarktung selber, sondern weil es einfach in diese Nähe gerückt wird. Ja, sonst hat Podimo ja keine Chance, ihre Inhalte zu verkaufen oder eine geringere Chance, ihre Inhalte zu verkaufen. Es gibt keinen anderen Grund, warum sollten dort die Podcasts drin sein? Um die App attraktiv zu machen. Darf ich mal ganz kurz polemisch sein? Nein, ja, natürlich. Nach dem Einspieler. Das ist genau der Grund, warum ich Podcaster und kein Jurist bin. Also, ich weiß, das wird mir jetzt wieder als Whataboutism ausgelegt, aber ich sage das jetzt einfach mal. Natürlich kann man jetzt den Klageweg gegen Podimo anstreben und kann sagen, ihr habt für 48 Stunden meine Inhalte unter Umständen nicht nach meiner Lizenz genutzt und ich möchte, dass ihr dafür bestraft werdet, weil ihr meine Rechte nicht eingehalten habt. Das kann man machen. Das muss man vor Gericht machen. Ich glaube, wir sind alle keine Juristen und wenn wir jetzt diesen jungen Mann, der 2017 da sehr ausführlich das geschildert hat, was Radio.de gemacht hat, wenn man den jetzt spontan fragen würde, müsste er sagen, muss ich mir genau angucken, was da passiert ist, weil das sind Juristen und die gucken sich das genau an und die haben eine Rechtsauffassung und am Ende entscheidet ein Richter über das, was Recht ist oder was nicht Recht ist. Wer das nicht möchte, dass sein Podcast irgendwo verwendet wird, macht eine Lizenz und hofft, dass sie beachtet wird, das hat Podimo nicht gemacht. Schöne Grüße an Podimo, da habt ihr Scheiße gebaut. Ich muss aber ganz ehrlich sagen, genau diese ganzen Überlegungen habe ich angestellt und habe gesagt, ich will diesen ganzen Brassel nicht. Ich möchte nicht, dass irgendwer irgendwann etwas unter dem Namen Huxilla veröffentlicht, was nicht Huxilla ist und was nicht von Alex und mir ist. Jetzt kann man sagen, hast du eigentlich eine Marke für Huxilla angemeldet? Dann sage ich, nein, habe ich nicht, weil ich mit einem Markenrechtsanwalt gesprochen habe, der mir gesagt hat, kannst du machen, kostet viel Geld, bringt dich aber nicht weiter, weil du musst alles genau definieren, wenn du ein Markenrecht anmeldest. Du kannst, wenn du dein quadratisches Podcast-Logo anmeldest und hast auf deiner Homepage ein Querformat-Logo, dann ist dieses Querformat-Logo von deiner Markenanmeldung nicht getragen. Dafür musst du eine eigene Markenanmeldung machen. Dieser Mensch hat mir aber gesagt, wenn du über eine gewisse Zeit einen Podcast unter dem Namen Huxilla machst, dann darf kein anderer das machen, weil du hast das länger stehende Recht. Wenn du ein Buch unter Huxilla machst, darf keiner ein Buch machen unter Huxilla. Wenn einer ein Videoformat machen will, darf er es auch nicht machen, weil du hast Huxilla TV gemacht. Das heißt, ich habe in allen Mediensparten meine Marke zunächst mal geschützt. Heißt nicht, dass ich nicht klagen müsste. Ich würde aber die Klage mit einer Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit gewinnen, ohne die Marke eingetragen zu haben. Das ist das, was ich machen möchte. Meine Marke schützen. Ansonsten möchte ich natürlich verbreitet sein. Und die Frage, ob jetzt Podimo das Recht gebrochen hat oder nicht, die kann man diskutieren, die kann man, glaube ich, aber auch bis zum Sankt-Nimmerleins-Tag diskutieren, bis jemand ein Rechtsverfahren wirklich anstrebt und das vor Gericht ausfechtet und ein Richter entscheidet, wenn wir da nicht weiterkommen. Es klingt so, dass sie das im Moment getan haben und es klingt auch so, dass es natürlich ein Wirtschaftsunternehmen ist, über das wir hier reden, das ganz klar wirtschaftliche Interessen an dem Medium Podcast hat. Das finde ich aber noch nicht mal verwerflich. Verwerflich finde ich, dass sie das geltende Recht nicht eingehalten haben. Aber, das sage ich jetzt einfach nochmal, so wie ich es beobachtet habe, ohne dass ich es verifizieren kann für jeden einzelnen Podcast, nachdem der Aufschrei kam, sind ja, würde ich behaupten, nahezu alle Podcasts, die da unrechtmäßig gelistet worden sind, auch sehr, sehr schnell rausgegangen. Dann gibt es auch so Dinge in der Rechtsprechung nach den geltenden Möglichkeiten. Ich glaube, die haben 3 Mitarbeiter, 300, 400 Leute, die auf Twitter, Online-Formular, per E-Mail eventuell angerufen haben und gesagt haben, ich will da nicht mehr stehen. Da sagt man, was ist denn menschenmäßig möglich, das alles zu löschen? So, also das haben die ja gemacht. Das heißt, Bullshit. Ja, Alexander, sorry, aber ganz ehrlich, es ist ja wohl in unserer digitalen
Welt einfach irgendwo nicht das Riesenproblem zu sagen, oh, wir haben da mal Scheiße gebaut, wir müssen uns dann auch mal ein bisschen schlau machen, was Urheberrecht und Lizenzen angeht. Wir müssen einfach jetzt alle Podcasts wieder aus unserer App rausnehmen, für die wir keine Lizenz haben. Es sei denn, sie sind zum Beispiel Public Domain, kann ja sein. Und das sollte eigentlich zwei Klicks sein, ganz ehrlich. Ich habe da kein Verständnis für, gar keins. Hast du, pass auf, aber du hast da kein Verständnis für. Ich entschuldige das Verhalten auch gar nicht. Ich sage nochmal, das Verhalten war nicht korrekt. Aber haben wir eine Ahnung, wie viele Feeds da drin waren? Haben wir eine Ahnung bei 3 Mitarbeitern, die ich identifizieren kann bei Podimo? Ich weiß nicht, wie viele Mitarbeiter die haben. Wie viele Sachen du durchgucken kannst auf die Lizenz, wie schnell du da arbeiten kannst. Also die schreiben irgendwas von 17.000 Podcasts in Deutschland. Nehmen wir mal 17.000 Sachen. Feed prüfen auf Lizenz pro Podcast 2 Minuten hochrechnen, das sind alles Rechenbeispiele. Ich will da gar nicht hin ins Detail. Ich will nur sagen, die haben ja reagiert und die Sachen rausgenommen. Nochmal, die haben nicht richtig reagiert, aber ist doch jetzt auch gut gewesen. Und die nächste Frage, jeder andere, der jetzt noch so eine Idee hat und ein bisschen den Markt beobachtet hat, wird doch jetzt anders an die Sache rangehen. Vorhin kam die Aussage, wir müssen ja Podimo nicht erklären, wie es geht. Was wir aber wollen, ist, dass mit uns als Talents, ich mag ja dieses Indie-Podcast und so, das ist alles interessante Wortspielereien, die im Sendegate waren. Ich würde uns alle als Talents bezeichnen. Das ist ein amerikanischer Ausdruck auf, wir sind kreative Leute, die irgendwas machen und ins Netz stellen. Dass man mit uns pfleglich umgeht. So, das ist ja das, was wir wollen. Und egal, wer auf dem Markt drin, ob Podimo morgen, übermorgen, in 3 Jahren oder in 3 Monaten pleite ist oder ob die wieder alle Multimillionäre werden und das an die ProSieben Sat.1 Mediagruppe verkaufen für 80 Milliarden, ist mir auch scheißegal. Ja. Aber der Nächste, der kommt und sagt, ich habe eine super geile Idee, ich will mit Podcast Geld verdienen, der soll einfach mit den Leuten, die Inhalt liefern, vernünftig umgehen. Und ich glaube, den Standpunkt, der ist gemacht worden. Ja, ich glaub, du vergisst da ein kleines Problem, was ich vorhin schon angesprochen habe. Wir wissen auf jeden Fall, dass sowohl Morten als auch Nico definitiv gezeigt haben, dass sie keine Ahnung von Podcast haben. So, ich glaube, da gehst du auch d'accord. Und wenig. Diese Leute sind nicht so selten. Und wenn jetzt wieder irgendjemand die Idee hat, egal, ich mache eine App und Podcast ist ja voll gerade geil, dann wird es garantiert wieder so jemand sein, der von dieser ganzen Materie keine Ahnung haben wird. Also ich sehe das leider sehr pessimistisch. Ich hoffe natürlich, dass das jetzt so weit öffentlich war, dass jeder, der mal Podcasten und Verwertung eingibt, dann tatsächlich auf diesen Shitstorm irgendwie zu gestoßen wird. Aber am Ende des Tages werden wir garantiert wieder mit Leuten zu tun haben, die eben halt von der Materie und von der, von deutschen Podcasts und ihren Befindlichkeiten wahrscheinlich keine Ahnung haben werden. Das ist noch so ein Punkt. Aber wenn ich gerade da mal dazu was sagen darf. ich war jetzt unlängst bei der Frankfurter Buchmesse und da gab es halt auch sehr viel zum Themenbereich Podcast. Ich war da selber halt auch auf dem Panel vertreten, eben als Vertreterin quasi der deutschsprachigen Community. Quasi ein Stockwerk höher war halt so diese Audio Stage und da waren sehr viele primär amerikanische Konzerne, halt große Verlagshäuser und so weiter, die da gab es dann halt auch so verschiedene Panels und so weiter und ich habe da tatsächlich von einer gehört, also es waren mehrere, die halt die ähnliche Auffassung hatten, aber eine sagte dann halt auch so wortwörtlich, naja, es gibt ja hier in Deutschland nichts und deswegen können wir da einfach mit unseren amerikanischen Formaten so gut durchgemarketet halt einfach komplett über den Markt drüber fahren und hier jetzt halt mal überhaupt Podcasts aufbauen. Das heißt, super. Wir haben hier in Deutschland 15 Jahre Podcast-Community und Kultur halt geschaffen. Das ist halt in Deutschland den Leuten, die halt innerhalb dieser Community sind, klar, allen anderen halt blöderweise nicht. Ja, und da hast du jetzt dann, das ist jetzt so ein Beispiel und ich finde das jetzt ehrlich gesagt recht positiv, dass das halt gleich auch erstmal voll gegen die Wand gelaufen ist, dass die deutschsprachigen Podcasterinnen und Podcaster dann halt auch wirklich auf die Barrikaden gegangen und gesagt haben, nee, so nicht. Ja, also es geht ja nicht um gar nicht, sondern es geht um so nicht. Ja, und um überhaupt mal klar zu machen, dass wir als Community uns jetzt hier auch nicht einfach komplett überfahren lassen müssen. Ja, und es ist ja nicht nur... Aber das ist doch...
Entschuldigung, wenn ich mal frage, geht's da um eine narzisstische Kränkung, dass man nicht wahrgenommen wird? Nein, es geht darum, dass wir einfach momentan versucht werden zu überspülen von diesen durchgetakteten Medienformaten. Weißt du, und dass dann infolgedessen kriegen alle, die irgendwann mal einen Podcast starten wollen, durch welchen Kanal dann auch immer aufoktroyiert, ein Podcast hat so und so und so auszusehen. Ja? Und dann wird alles irgendwann nur noch aussehen wie dieser Einheitsbrei, den man eben quasi von diesen Radioformaten oder Radio-Podcast-Formaten eben kennt. Das heißt, es geht letztendlich darum, auch einfach diese kreative Vielfalt, die wir am deutschsprachigen Markt tatsächlich haben, erstens einmal überhaupt rauszustreichen, dass es die gibt, weil die jetzt momentan schon einfach in dieser Welle komplett untergeht. Und zum anderen halt auch einfach nachfolgenden Podcasterinnen und Podcastern die Möglichkeit zu geben oder halt auch zu sagen, es ist völlig okay. Ja, es ist okay, wenn dein Podcast nicht 5 Minuten lang ist oder nicht 20 Minuten lang ist, sondern wenn der einfach 1 Stunde 40 dauert. Oder wenn du eben kein durchgetaktetes Intro hast, was 800 Euro gekostet hast im Einkauf oder 8000. Ja? Sondern es geht einfach darum, kreative Vielfalt zu bewahren. Aber was verhindert das? Also ganz kurz, lass mich mal den Advocatus Diaboli spielen. Also was jetzt ja gerade passiert ist, ist, dass es jetzt jemanden gibt, der 6 Millionen Euro Spielgeld hat. Und ich erwarte tatsächlich, dass ich demnächst hier in Hamburg in der U-Bahn in den Rollreklamen Werbung für Podimo sehen werde. Podcast neu erleben, sage ich jetzt mal so. Ich habe keine Ahnung, ob die das vorhaben. Und dann geht Lieschen Müller, die von mir immer gern zitierte, und das ist ein furchtbarer Stereotyp, und bitte in den Kommentaren prügeln Sie mich, die Zahnarztfrau Lieschen Müller geht vorbei und sagt, was ist denn Podcasting? Was ist denn Podimo? Hat gerade ihr Samsung-Ding in der Hand und gibt das ein und lädt sich die App und macht ein Abo. Und sagt zu ihrem Mann, guck mal, ich habe mir immer die teuren Hörbücher gekauft, jetzt zahle ich nur noch 4,99 Euro im Monat und habe ganz viel Audio-Content. Und alle sind glücklich. Und so. Und dann sind alle kreativen, nicht formgebügelten Podcasts da nicht drin. Weil alle gesagt haben, ihr seid Arschgeigen, ihr habt meinen Podcast-Feed irregulär genommen, was ja stimmt. Und sind alle nicht drin. Und was dann noch drin ist, sind die glattgebügelten 5 Minuten kommerziellen Podcast. Und jeder, der dann Podimo konsumiert, sagt, ja cool, das ist also das, was Podcasting ist. Damit haben wir ja auch nichts gewonnen. Und ich gucke mal auf den amerikanischen Markt. Man muss auch mal ganz einfach sagen, wir haben eine kreative Vielfalt in Deutschland. Und ich habe Erfahrung, ich bin vom Kompott nach wie vor lieber... Kompott, ich bin nach wie vor erschüttert, wie lange du schon podcastest, aber ich mache es seit 2010. Das war eine Zeit, wo es, jetzt kommt's, wir hatten ja nichts. Opa, erzähl mal. Erzähl. So, ne, ich hab meine erste. Barfuß durch den Schnee. So, ich mache immer noch mal eine Reminiszenz auf 10 Jahre Podcast. Mit dem Bollerwagen. Ich hab eine Strato-Homepage gehabt für 10 Euro im Monat und habe geglaubt, ich kann über eine Strato-Homepage Podcast ausliefern mit einer Comic-Sans-Serif HTML-Seite, die für eine französische Freeware, die ich nicht verstanden habe, ich konnte HTML damit editieren. So hat für mich Podcasting angefangen. Und dann hat es eine Community gegeben und eine Freiheit in einem Ausmaß aktuell, das, von dem hätte ich geträumt. Ich hätte ja geträumt, dass es sowas wie das Sendegate gibt, wo ich hingehen kann und sage, ich habe keine Ahnung, was muss ich machen. Und dann hätten mir 15 Leute erklärt, was ich machen muss. Dann wäre ich immer noch verwirrt gewesen, weil ich nicht weiß, wie viel 1000 Euro ich in die Hand nehmen muss. Aber das ist einmal ein anderes Thema. Gear Acquisition Syndrom, können wir auch alles diskutieren. Aber heute haben wir das alles. Und ich kann heute von einem Strick-Podcast über einen Frauenreden, über Fußball-Podcast mir alles Mögliche anhören, was ich möchte, wenn ich daran Interesse habe. Ich habe übrigens überhaupt kein Interesse an Fußball, deswegen interessieren mich ja Frauen nicht, die über Fußball reden. Aber cool, dass es Frauen tun, über Podcast reden. Also, so, wir haben das. Aber man muss sich auch dessen immer bewusst sein, dass Nischen-Podcasts, die wir uns erlauben können, die wir machen können, für den Markt nicht interessant sind. Und dann muss man sich fragen, bin ich an irgendeiner Stelle interessiert daran, für den Markt interessant zu sein? Das ist eine Entscheidung, die muss jeder für sich treffen und die darf jeder für sich treffen. Das ist Demokratie, das ist Freiheit und das ist das, was wir in Deutschland erreicht haben. Ja, aber das ist ja, nicht aber das da Thema möchte ich doch Fall. Ganz gerne gleich mal den Aral Balkan von vor 3 Tagen zitieren, wo er im ja. EU-Parlament war und sagte, I'm only hearing about markets. Where are we here?
The Ferengi Alliance? Also, es geht doch... du hast völlig recht. Das Video kann ich so sehr empfehlen. Aber das ist die Unterscheidung. Bin ich an irgendeiner Form von Marke monetarisieren interessiert oder nicht? Das ist die erste Frage, die sich jeder stellen muss beim Podcasting. Und wenn jemand sagt, ich mach's non-commercial, dann ist der nicht interessiert, dann ist der weg. Und dann kann es mir aber auch egal sein, dass Leute Podcasts monetarisieren wollen. Ob die dann skrupellos arbeiten oder wie. Ja, aber darum geht es ja gar nicht. Die Leute sollen gerne Geld mit ihrem Podcast verdienen. Und auch Liesli Müller soll gerne Podimo runterladen und dort Podcasts hören. Da habe ich sowas von gar kein Problem mit. Wie gesagt, das haben wir jetzt ja auch schon zu genügend geklärt. Die Sachen, dass die eben halt non-commercial sind, dürfen da nicht drin sein. Ich wette mit dir, da sind garantiert noch jede Menge Podcasts drin, die da nicht reingehören. Und ich sehe auch keine Anstalten, dass die da in irgendeiner Art und Weise rausgenommen werden, was ich für absolut verwerflich halte. Wir haben gerade eben kurz in der Pre-Show schon darüber gewitzelt, wie leicht es doch ist, irgendwie tatsächlich da ranzukommen, um seinen Podcast da auszulisten. Der Link ist ganz unten und lässt sich nicht kopieren und man musste erst reinklicken und hör mir auf. Also wenn die Interesse daran gehabt hätten, tatsächlich irgendwie Lizenzen und Urheberrechte zu achten, dann hätten sie es anders aufgezogen. Aber kommen wir nochmal ganz kurz zu dem Punkt, wenn wir schon gerade beim Geldverdienen sind. Was kannst du eigentlich mit Podimo an Geld verdienen? Und das ist tatsächlich eigentlich erstmal nicht so. Auf den ersten Blick sieht es geil aus, aber wenn du genau drauf schaust, nein, sieht es richtig übel aus. Sebastian hat eine schöne Modellrechnung. Möchtest du die mal vorstellen? Soll ich mal sagen, was der Sendegarten verdienen würde? Okay, Moment, ich muss mal gerade vorholen, war jetzt gerade nicht vorbereitet. Also, es ist ja bekannt. Also 4,99 soll ab 1.1.2020 die Premium-Version kosten. Das heißt, damit kann man zum Beispiel die ganzen Sonderpodcast oder auch Episoden. Ich glaube, man muss seinen kompletten Podcast da nicht hochladen. Man kann auch einzelne Episoden nur unter dieser Schranke reinpacken, wenn ich das richtig verstanden habe. Und damit erkauft man sich quasi den Zugriff als Nutzer oder Nutzerin. Und es erfolgt eine Auszahlung an die Podcaster und Podcasterinnen, die bei Podimo ihren Podcast claimen. Ich glaube, Alexander, das ist das Modell, was du benutzt aktuell, ne? Ja, klar, ich bin ja nicht exklusiv. Man kann ja Mozilla auch überall anders noch hören. Genau, aber macht da aber jetzt keine Sonderfolgen oder so, wenn ich das richtig verstanden habe. Genau. Nein, Mozilla, alles, was Mozilla macht, Mozilla TV ist vorbei. Alles, was Mozilla macht, ist für alle kostenfrei verfügbar. Immer. So, und dann geht es jetzt darum, was wird denn jetzt daran ausbezahlt eigentlich? Also von den 4,99 gehen erstmal ab 25%. Da sind 19% Mehrwertsteuer enthalten, die runtergehen und nochmal Zahlungsgebühren. Das heißt, am Ende des Weges bleiben 3,99 € übrig, die dann an die Podcaster und Podcasterinnen verteilt werden. Und zwar nach folgendem Schema. Dass der Schlüssel erfolgt so, das heißt, wenn man nur claimt, dann kriegt man 20% von der Hörzeit seiner Abonnenten oder derjenigen, die gehört haben und 50%, wenn man Exklusivmodell macht. Ich gehe jetzt mal das 20%-Modell durch und jetzt kommt es natürlich darauf an, wie viel Hörzeit hat so ein Hörer. Das ist natürlich ein bisschen schwer zu schätzen. Ich bin jetzt mal fiktiv einfach von 1000 Minuten ausgegangen im Monat, das sind 32 Minuten am Tag. Das wird bei dem einen oder bei der anderen mehr oder weniger sein, aber irgendwo muss man ja mal was ansetzen, um mal zu sagen, okay, das könnte man jetzt... viel. Das ist schon relativ viel, genau. Würde ich behaupten, aber gut, ist ja gut. Genau. So, und jetzt haben wir zum Beispiel 1800 bis 2000 Downloads pro Folge. Hören die denn auch? Das ist auch wieder die Frage. Ich sammle das nur. Kann auch einer sein, der irgendwie 1000 Mal runterlädt und dann haben wir nur 800 Hörer und Hörerinnen. Wie viele Folgen sind runtergeladen und dann wird mir gesagt, meine Liste ist so lang, ich komme gar nicht zum Hören. Also das ist das Problem an Smartphones mit einem riesen Speicher. Also entschuldige, aber ich will dich nicht trollen. Machen wir weiter. Klingt, nee, das ist mir ganz klar. Genau, aber irgendwelche Zahlen müssen wir mal ansetzen, um zu sagen, ja, okay, auf was komme ich denn letzten Endes, wenn ich mal wirklich sage, okay, das sind jetzt realistische Zahlen für meinen Podcast. So, jetzt gehen wir mal irgendwie Pareto-Prinzip, 20% davon machen wirklich diesen Premium-Account, weil nicht jeder, der in diese App geht, wird auch ein Premium-Account. Klingt das, glaube ich, nämlich auch nicht. Genauso wie wenig, auch nicht alle immer spenden oder so. Also für die Berechnung werden auch tatsächlich nur die Leute gezählt, die einen Premium-Account haben. Genau, richtig. Also das davon. So, das heißt, auch da würde ich 20% wieder
als viel ansehen. Nochmal, genau. Also 1000 Minuten okay. sind viel, 20 Prozent sind viel, aber genau. machen wir weiter. Genau, also wir einigen uns, das sind jetzt eigentlich sehr, sehr hochgepimpte Werte ja. schon. Also 400 Premium-Hörerinnen hätte jetzt unser Sendergarten. Das macht dann mit den fiktiven Hörminuten dann, also bei 3,99 €. Und wir machen zwei Sendungen, 180 Minuten im Monat im Durchschnitt. Das variiert natürlich auch, mal fällt eine Folge aus. Aber das wären dann so ungefähr 1,44 € pro Premium-Hörer und Hörerin, die uns theoretisch, also die anteilig da wären. Und davon kriegen wir nur 20%. Die anderen 80% ja. kriegt Podimo. Das macht dann 28 Cent für uns pro Hörer. Bei den 400 kommen wir auf 115,20 € brutto im Monat, weil wir natürlich gegebenenfalls noch Mehrwertsteuer abziehen müssen davon. 120 € im Monat. Genau. Das teilen wir mal durch vier Personen, wenn wir das auf vier Personen hier im Sendegarten ja. aufteilen wollen. Das sind also 28,80 € pro Person. Wenn wir das dann mal auf unseren Stundensatz runtersetzen würden von vielleicht 8 Stunden, teilweise ist ein bisschen weniger, sind wir bei 3,60 €, also ein Drittel, also weit unter dem Mindestlohn sogar und das auch noch brutto. Jetzt pass auf. Super geile Rechnung. Ich bin gerade überrascht, wie viel Kohle das ist, weil, jetzt sage ich dir mal Folgendes, wir haben, pass auf. Super. Wie? Live, das lohnt sich ja doch. Hm. Also mal abgesehen jetzt von auf Stundenlohn runterrechnen und ich kriege ja kein Honorar, aber ich weiß jetzt, was ich euch demnächst für eine Honorarnote sende für meine Zeit, die ich hier im Sendegarten bin, weil ihr habt ja, ihr seid ja nicht bei Poli. Ich überweise dir 3,60 € pro Stunde. Pass auf, wir haben, ich sage das jetzt einfach nur und ich weiß, dass ich wieder polarisiere und alle sollen mich beschimpfen bitte dafür, aber wir haben aktuell für den letzten 30 Tagen bei Spotify 37.564 Streams gehabt mit Hoaxilla und ich sehe aktuell davon 0,000000 Cent und jetzt kann ich sagen, prima, geil, Spotify nimmt mir ja den Traffic weg. Weil ich habe ja zugestimmt, dass Spotify, und ich weiß, ich habe mich aktiv bei Spotify eingetragen, bevor jetzt wieder Christoph anfängt zu zucken. Spotify habe ich aktiv gemacht, Podimo hat nicht gefragt, aber so. Trotzdem habe ich insgesamt sowieso 3 bis 4 Terabyte Traffic im Monat zu bezahlen an meinen Hoster, den ich habe, mit all unseren Podcasts, die da rumliegen. Darf ich kurz einhaken? Ja. Den Traffic zahlen wir nach wie vor. Also bei der 20%-Variante hostet Podimo nicht für uns. Nicht mit. Stimmt, genau. Auch noch mit. Und okay. Spotify lädt die Episode einmal runter und genau. spielt dann das über ihre Server aus. Von genau. daher hast du da auch keinen Traffic. Ich wollte gerade sagen, also ich habe keinen Traffic bei Spotify, aber dafür habe ich halt auch irgendwelche 37.000, was auch immer das heißt. Ich finde diese Statistiken sowieso, das ist so wie Schwanzvergleich, der dich nicht weiterbringt. Aber ich habe es jetzt gerade angeklickt, es sind 37.564 Streams in den letzten 30 Tagen und ich kriege da halt gar nichts für. Und darum, so, als Podimo uns angefragt hat, nochmal, die haben ja uns aktiv und ich habe gedacht, die fragen halt alle irgendwie nett an, habe ich gedacht, cool, da fallen halt 20 Cent raus und es hat mal einer gefragt. Also einfach nur, um mein Mindset mal deutlich zu machen. Alle anderen, bei denen ich bin, Rocket Beans, ich liebe die Rocket Beans hier in Hamburg, die haben gesagt, Jungs, wollen wir nicht, Jungs und Mädels, also Alex, Alexander, wollen wir nicht kooperieren, wir streamen euch. Dann habe ich gesagt, prima, was fällt denn dabei raus? Ja, Kohle haben wir nicht, aber wir geben euch Reichweite. Und dann habe ich gesagt, okay, egal, Rocket Beans sind cool. Natürlich kann Huxler bei den Rocket Beans laufen. Spektrum der Wissenschaft hat angefragt. Dann habe ich gesagt, Mensch, Spektrum der Wissenschaft, das ging über unser Management. Lieber Manager, fragt die mal an, die schalten auch Werbung ohne Ende auf ihren Seiten. Da muss doch mal irgendwie ein paar Cent rausfallen. Kam zurück, nee, aber ihr könntet vielleicht eins aus unseren Verlagsmagazinen als Jahresabo bekommen. Könnte ich immer noch machen, habe ich nicht abgerufen. Allerdings nur digital, nicht in Print. Aber trotzdem stehen wir bei Spektrum der Wissenschaft, weil ich einfach sage, das ist gut. Also ja, die haben alle gefragt anständig, das hat Podimo nicht gemacht. Lieber Herr Dr. Nikolaus Berlin, das nächste Mal und allen anderen bei jedem Panel, auf dem du bist, bitte gebetsmühlenartig allen Leuten mitteilen, allen Wirtschaftsheuschrecken mitteilen, fragt nach, bevor ihr Inhalte benutzt. Das gebietet der Anstand, noch nicht mal das Recht, sondern ich finde, das gebietet der Anstand. Das ist immer so eine Sache, die ich gerne vergessen habe. Ne, es gebietet der Anstand, wenn ich den Inhalt von Leuten benutze. Und umgedreht Respekt. Jawohl. Bin ich erstmal gespannt, wenn jetzt ein Monat vorbei ist, was passiert. Weil aktuell, Spotify habe ich jetzt gerade die Zahl mehrfach genannt, ich will sie nicht nochmal nennen. Ich habe jetzt gerade eben auch ins Podimo Backend geguckt, habe ich da 3 Hörer.
ich weiß, dass mich das nicht weiterbringt, aber ich habe umgedreht bei Podimo reingeguckt und da stehen natürlich auch Podcasts drin, wie mit Sonnenenergie glücklich werden oder irgendeiner esoterischer Bullshit. Und ich kann da nicht aus meiner Haut sagen, da muss auch mein Angebot stehen, was ein bisschen ein anderes Weltbild vermittelt. Und ich weiß, das ist Blümchenträumerei und das ist nicht das Thema, was eigentlich juristisch ansteht. Alexander, alles gut. Das ist auch total legitim. Ich sehe dein Motiv und ich finde es auch okay. Nichtsdestotrotz auch, wie gesagt, das Geld, was sie dann, also ja, es ist eine gute Idee, die sie hatten. Ne? Ich mache das öffentlich. Moment, lass mal Christoph ausreden. Ist auch okay, aber der Punkt ist einfach, was die Idee, die sie haben, ist grandios. Finde ich wirklich gut, dass sie auch tatsächlich mal Podcaster tatsächlich beteiligen möchten oder auch tatsächlich eine Möglichkeit geben möchten, Sachen zu monetarisieren. Auf der anderen Seite muss ich ganz ehrlich sagen, und darüber haben wir uns ja auch dann, bevor Podimo überhaupt gestartet ist, auch im Sendegate unterhalten, und Dirk Prims hat dazu auch relativ deutlich gesagt, wo das Problem auch generell mal mit Podimo und Plattformen entsteht. Sie lösen aber trotzdem irgendwie nicht wirklich ein Problem, weil wenn du es wirklich möchtest, kannst du deinen Podcast über verschiedene Wege tatsächlich monetarisieren. Und vor allen Dingen auch so, dass wieder mal kein Man in the Middle ist, der dann auch nochmal die Hand aufhält dafür, dass er irgendwie eine Tür aufmacht oder wieder zumacht. Darf ich kurz so. Lass mich ganz kurz mal was sagen, weil ich möchte das auch mal transparent machen. Genau richtiger Punkt, den du hast. Steady. Kann jetzt jeder sich anklicken. Ich habe jetzt gerade Steady mal aufgemacht. Wir haben bei Steady 207,50 Euro stehen für Huxilla im Monat. Klingt geil. Wir kriegen davon. Sind wir schon mal mehr als bei Podimo für hohe Zahlen, die wir jetzt angenommen haben. So, und jetzt sage ich dir, wir haben im letzten Monat, da hat sich jetzt nicht großartig was an der Statistik von Leuten, die uns unterstützen bei Steady verändert, 141,11 Euro ausgezahlt bekommen. Das heißt, kannst dir selber ausrechnen, was an Steady geht. Auch das stört gar nicht. Stört mich, doch, das stört mich genauso, wie es bei Patreon mich stört. Deswegen, da muss ich ja sagen, ich bin ja nicht immer mit Herrn Pritlove einer Meinung, aber da bin ich inzwischen ganz bei ihm zu sagen, überweist einfach einen Euro aufs Geschäftskonto, weil dann kommen bei mir ein Euro an und den gebe ich bei der Steuer an. Das ist ja kein Schwarzgeld, sondern ich bin ja seit Jahren hier in Hamburg als professionell nebenberuflicher Podcaster bekannt. Die gucken sehr genau hin, was habe ich an Nebeneingaben, und ich versteuere das alles. Aber es kommt halt der verschissene Euro bei einem an. Und diese ganzen Geschichten, Patreon jetzt gerade wieder mit seiner Aktion gestern oder wann das war, Patreon sagt Danke, bitte macht alle mit. Ich weiß nicht, wer von euch bei Patreon ist. Wochenlang nervt mich Patreon, damit ich ein extra Posting bei Patreon mache und sage, wie geil ist Patreon. Nein, die nehmen halt auch mir 10% meiner Kohle weg. Für nix. Genau, für nix. Für gar nichts. Genau. Finde ich halt auch scheiße. Bin ich ganz bei dir. So, also insofern, natürlich ist das Allercoolste, und da bin ich ja dankbar, und das auch nochmal an alle, die das hören, grundsätzlich an alle, die das machen. Jeder, der 1,50 Euro, 20 Cent seinem Podcaster irgendwie gibt. Kudos. Vielen, vielen, vielen Dank dafür, dass ihr das tut. Und wenn es eben gerade geht, möglichst direkt an den Podcaster. Und am allerschlimmsten finde ich Menschen, die sagen, ich habe kein Geld, ich würde euch gerne unterstützen, aber ich kann das nicht. Darum geht es mir nicht. Es geht mir nicht darum, Geld zu verdienen mit dem Podcast. Umgedreht, Monetarisierung trotzdem gut, weil meine Frau am Ende von all dem, was rund ums Podcasting ist, ja inzwischen lebt mit ihrer Selbstständigkeit. Das ist ein Zwiespalt und das ist ganz, ganz schwierig. Und für mich ist es halt wichtig, aus Huxilla, aus der Marke von Huxilla, und dann höre ich auch auf zu reden, Wert zu schöpfen, ohne dabei zu verhindern, dass der einzelne Hörer, egal wo er ist, ob er bei YouTube ist oder sonst wo ist, Zugang hat. Und interessanterweise, trotz aller YouTube-Regularien, die ja ständig hochgeschraubt wären, wäre Huxilla monetarisierungswürdig bei YouTube. Ich könnte die Podcasts, die ich bei YouTube habe, monetarisieren lassen. Ich mache den Haken nicht, weil ich bei YouTube genauso wenig wie bei anderen Verwertern nicht kontrollieren kann, was für Werbung vor meinem Inhalt läuft. Deswegen mache ich den Haken nicht. Also wenn es mir nur ums Geld gehen würde, würde ich überall diese Haken setzen. Das mache ich ganz bewusst nicht, sondern ich will schon auch steuern, aus welchen Quellen ich Geld bekomme. Also weil im Sendegate so eine Diskussion war, ist man verwerflich, wenn man fürs Podcasting Geld will? Nein, ist man nicht. Man kann das schon auch steuern, ne?
Sebastian wollte das. Genau, ich wollte noch meine Berechnung noch kurz zu Ende darstellen. Also, Entschuldigung. Du warst auch gar nicht bei der Summe angekommen. Oh Gott. Ich werde nie wieder hier eingeladen, ich weiß es genau. Alles gut. Es bestätigt eigentlich nur das, was ihr auch jetzt schon gesagt habt, genau darauf wollte ich nämlich auch hinaus. Also bei den 50% Modell, also sagen wir mal wirklich, wir würden jetzt den Sendegarten exklusiv einstellen und würden dann von den 400 fiktiven Hörer und Hörerinnen quasi dann die 50% kassieren, wären wir bei 9 € Stundenlohn. Also immer noch unter Mindestlohn. Und würden wir allerdings sagen, okay, wir sagen, diese 400 Leute unterstützen uns direkt mit 1 € per SEPA-Überweisung, wären wir bei 12,50 €, also zumindest schon mal über einen Stundenlohn, was allerdings für selbstständige Tätigkeit, die wir so gesehen ja dann ausführen, wenn es jetzt keine Nebentätigkeit ist, immer noch weit zu wenig ist. Aber es würde direkt bei uns ankommen. Ich muss aber nochmal einhaken. Viele Leute haben ja gesagt, ich will gar kein Geld verdienen mit dem Podcast. Also du bist jetzt da schon auf dem Stundenlohn, auf dem Arbeitsmarkt. Es gibt ja viele Leute, die sagen, richtig, ich möchte genau, kein also, Geld. Aber warum ich das gemacht habe, ist, weil Podimo, und da können wir gleich, ich weiß nicht, hatten wir das? Also ein Ziel von Podimo ist ja zu sagen, wir wollen die Podcast-Community unterstützen. Und das tun wir, indem wir sagen, okay, ihr könnt jetzt Geld verdienen, dann habt ihr Geld zur Verfügung, um eure Podcasts zu verbessern und was weiß ich nicht alles. Diese Aussage muss man ja eigentlich dann schon irgendwie klar widerlegen, zu sagen, das ist halt Marketing, Geld verdient halt keiner damit wirklich, außer die eh schon relativ hohe Reichweite haben und dann natürlich eigentlich, wenn sie ein Spendenmodell fahren, auch relativ gute Umsätze fahren würden. Und noch eine Sache dazu, sie behaupten ja tatsächlich in der Werbung für die App und auch in der App selber, dass man eben tatsächlich seine Lieblingspodcaster unterstützen würde, wenn man eben halt ein Abo abschließen würde, was nicht der Fall ist. Wenn der Podcast nicht geclaimed ist, kriegst du 0, nada, nichts. Und sie tun aber so, als wenn das der Fall wäre. Und das ist natürlich das auch ist Schwurbel. Das stimmt natürlich. Ja. Genau, und das geht dann auch noch zusätzlich an Podimo natürlich. Also ich kau ja tatsächlich gerade, du hast es ja vorhin gesagt, Marc, man kann das auch woanders hören, ich kau da im Moment extrem dran rum. Weil was ich mitbekommen habe von Hörern von Hoxilla, die so ein bisschen diesen Shitstorm auf Twitter mitbekommen haben. Übrigens spannenderweise auf Facebook nada, nahezu nichts. Ja, also interessant auch, wie die sozialen Medien unterschiedlich auf Podimo reagiert haben. Aber bleiben wir bei Twitter, wo mich dann Hörerinnen Mastodon und Hörer übrigens auch, Mastodon war übrigens relativ wenig, just saying. Genau. Ach ja? Danke. Das ist interessant, weil bei Facebook würde ich jetzt auch Podcasterinnen und Podcaster nicht unbedingt erwarten, jedenfalls nicht aus dieser unserer Blase, aber bei Mastodon schon eher. Ich glaube, bei Mastodon wollten wir den Flauschfaktor noch ein bisschen erhalten, bei Twitter kann man wirklich ein bisschen draufhauen. Genau. Ja. Zum Schlamm werfen bitte da drüben. Ne? Genau. So. In den Birdpage. Jeder nur einen Eimer, Worauf ich aber hinaus wollte, war tatsächlich, und das ist eine Sache, und ich überlege die ganze Zeit dran rum, wie ich es adäquat hinstelle, ohne meine Hörerinnen und Hörer zu nerven. Aber die Frage, die kam, und das hat mich überrascht, ist, wie ihr kriegt bei Spotify gar kein Geld? Mhm. Also, wir diskutieren, also das, was auf Twitter stattgefunden hat, ist, alle, die Talents sind im Podcasting, haben sich irgendwie aufgeregt und ich habe gepöbelt und wie es so ist. Ja, aber ich sag das jetzt, ich habe ein paar Whisky gekommen. Der gemeine Hörer, die gemeine Hörerin, Hörex, wie auch immer, auf Twitter, hat ja null Binnenansicht. Egal, also, und ich habe das ja auch geschrieben, es ist ja absurd, tausende von Menschen hören Hoxilla über meine Homepage. Die gehen auf die Homepage und klicken auf den Play-Button und dann ist gut. Die wissen noch nicht mal, was ein Podcatcher ist. Schönstes Beispiel, ein Ehepaar. Der Mann in Rente, also sprich über 65, und dann sagt die Frau auf einem Hörertreffen zu mir, ach, ihr seid der Grund, warum mein Mann immer in den Keller geht, einmal in der Woche. Das ist schon ein paar Jahre her, aber dann habe ich gesagt, wie in den Keller? Ja, da steht der PC. Der ging in den Keller an den PC, hat auf Play gedrückt und hat die Folge Hoxilla gehört, aber das nur am Rande. Also das sind absurd viele Menschen, die Podcasts komplett anders konsumieren, als wir uns das so als Podcaster eigentlich vorstellen. Also wie die reine Lehre ist, wie wir uns vorstellen, wie Leute das konsumieren. Und es weiß, glaube ich, keiner, dass wenn du uns über iTunes abonnierst oder über Spotify, dass wir da nichts von haben. Die Leute, die ein Spotify-Abo abschließen, glauben, glaube ich, dass alles, was sie hören, irgendwie was von ihrer Abogebühr bekommt.
Und das muss man, glaube ich, nochmal adressieren. Und ich bin die ganze Zeit am Überlegen, ich habe hier dieses Outro bei Hookzilla, wo ich sage, bleibt alles kostenfrei und ihr könnt uns unterstützen. Und dann spreche ich PayPal falsch aus und so. Und das, jede Woche kriege ich eine Mail, dass ich das falsch ausspreche. Und ich komme einfach nicht dazu, das nur einzusprechen. Aber es wäre jetzt eine Gelegenheit, vielleicht irgendwas daran zu machen, um auch nochmal deutlich zu machen, dass wir da ja gar nichts von haben. Und ich wüsste keinen Podcaster, außer der einen Exklusiv-Podcast bei Spotify hat, der das kriegt. Und umgedreht, ich arbeite an der Uni, Alexa ist ja inzwischen auch an der Uni in verschiedenen Kapazitäten tätig, hat mit Studenten zu tun. Und im Gegensatz zu mir sagt sie, wenn sie gefragt wird, was sie macht, sie ist Audioproduzentin, sie machen Podcasts und die jungen Studierenden sagen zu ihr, cool, seid ihr bei Spotify. Und dann kannst du denen also stundenlang erklären, ja, sind wir, ist aber total uncool und Spotify. Und dann sagen die, ja, das ist mir schon klar, aber ich habe keinen Bock, 15 Apps zu installieren. Seid ihr bei Spotify oder also, nicht? Also nur mal ein kurzes Beispiel dazu vom Podcast-Tag im September in Kiel. Da hatten wir eben halt tatsächlich auch diese Diskussion von Leuten, die ihm halt auch sagen, hey, cool, seid ihr bei Spotify. Wo wir dann aber jeden nochmal wirklich ins Gebet genommen haben und sagen, nein, nutzt bitte nicht solche Plattformen und Podcasts zu hören. Und immer wieder. Und ich werde auch nicht müde, den Leuten das zu erklären, wie es genau geht. Und ich werde den Leuten auch nicht müde, den Leuten zu erklären, wie FIT funktioniert und wo sie einen vernünftigen Podcatcher herbekommen. Da bin ich einfach absolut, wie man sagen, da muss man einfach immer hinterher sein und nicht aufhören, das zu erklären. Immer und immer und immer wieder. Und was machst du mit Menschen, die dann sagen, ja gut, dann kann ich dich leider nicht hören? Habe ich noch nie gehabt. Noch nie. Wenn ich denen erklärt habe, wo das Problem mit Spotify geht und wofür sie es, also sie können es für Musik nutzen, die Musiker werden einigermaßen okay bezahlt. Behauptet man jedenfalls Podcast eben halt gar nichts und ich sag denen einfach auch, das ist einfach nicht, es ist keine Podcast-App. So. Das geht nicht. Das sagst du aber Leuten, die zu einem Podcast-Tag kommen, ne? Nicht dem. Ja, das sind aber tatsächlich Laufkundschaft gewesen, die auch einfach mit Podcasten nichts an der Browser haben. Spannend. Also das ist wirklich interessant, weil das ist so eine Sache, wo ich da bin ich ja auch für kritisiert worden, dass ich gesagt habe, am Ende entscheidet der Hörer. Und dann hieß es, ja, das kannst du ja nicht sagen. Wenn immer nur der Kunde entscheidet, dann gibt es Waffen im Supermarkt. Fand ich einen interessanten Tweet, über den ich länger nachgedacht habe, den ich mir da eingefangen habe. Ich weiß nicht, also, ob ich das beim Supermarkt so durchgehen lassen würde. Aber ja, das ist wahrscheinlich genau die gleiche Diskussion. Ne? Ja, genau. Aber klar ist das natürlich dann immer Äpfel mit Bieren. Das mache ich ja auch gerne. Also ich bin ja durchaus, ich kann damit umgehen, wenn mir auch jemand mit Überspitzung begegnet. Aber das ist halt schwierig, weil ich habe manchmal den Eindruck, dass dann die Leute, dass ich denke, bevor sie dich gar nicht hören, da sind wir bei dem Ding möglichst breit aufgestellt sein, von mir aus dann auch Spotify. Trotzdem, was bei deinem Podcast ja auch okay ist, weil ich finde gerade ein Podcast sollte vielleicht tatsächlich auch irgendwie möglichst breit aufgestellt sein, das ist ja nun wirklich keine Frage, da wäre ich auch extrem dafür und das ist ja auch unterstützenswert. Nichtsdestotrotz finde ich eben halt gerade auch aus deiner Sicht heraus, was du auch als Podcaster inhaltlich machst, ist es doch wichtig, den Leuten immer und immer und immer und immer wieder zu sagen, wie es eigentlich richtig geht und wie es fair für die Podcaster wäre. Und das nur ist halt die... Nur mal noch ganz kurz, ich finde eine kleine Sache, die ich mir wirklich wichtig war, weil ich habe da sehr viel Zeit drauf verwendet. Einen kleinen kurzen Blick nach Dänemark. So, um nur kurz zu zeigen, wo auch das Problem mit solchen Plattformen liegt. Am 1. November musste der Sender Fio Tyvesu zumachen, weil die ihre Lizenz verloren hatten. So. Die waren aber einer der wenigen Sender, die tatsächlich auch Podcasting auch außerhalb des normalen, regulären Programms, also die haben nicht nur eine Zweitverwertung gemacht, sondern auch eigene Inhalte gehabt, in Dänemark extrem vorangebracht haben. Die haben ein riesen Archiv. So, das wurde zugemacht und dann wurden einige Teile, die zusammen mit Berlinske, das ist ein Zeitungsverlag in Dänemark, produziert wurden, den hat sich Berlinske übernommen und der größte Teil davon ist nach Podimo in Dänemark gegangen. So, das Problem ist allerdings, die sind natürlich ein Walled Garden, das bedeutet, die Leute standen auf einmal ohne ihre Podcaster, ohne dieses Archiv da und dem wurde ganz knallhart gesagt, ja, jetzt nur noch alles hier, zack, App und Account machen und ihr kriegt alles nur noch bei Podimo, sonst ist alles weg. Also ein freies Podcast-Archiv wurde in eine Plattform gepackt, zu denen nur noch die Leute Zugang haben, die einen Account haben. Und das sind Sachen, die einfach uns definitiv auch hier in Deutschland drohen werden, wenn wir da nicht aufpassen.
Das meinte ich vorhin halt mit der Sache, dass du eben im Zweifelsfall für kommende Geschäftsmodelle jetzt eben einfach schon Tür und Tor öffnest. Also da halt wirklich, ne, während den Anfängen, ich weiß, das ist jetzt ein bisschen von der Übertragungsleistung vielleicht ein bisschen übertrieben, aber es ist schon eben im Zweifelsfall eine Wegbereitung für alles, was eben dann hinterher nachkommt, ne? Aber jetzt mal unter uns Gebetsschwestern alle miteinander, glaubt ihr nicht, dass der Shitstorm, der jetzt stattgefunden hat, dazu geführt hat, dass eine gewisse Sensibilisierung stattgefunden hat? Oder ich mache es nochmal anders. Du hast ja schon gesagt, du telefonierst mit Morten. Ich werde offensichtlich mit der Herrn Dr. Berlin in der nächsten Woche mal telefonieren. Das sind natürlich genau die Punkte, die ich besprechen werde. Und ich mache jetzt mal was auf. Wir nehmen am Wochenende die nächste Huxilla-Folge auf. Ich finde, es findet inzwischen so eine absurde Entwicklung in Deutschland statt. Es gibt einen öffentlich-rechtlichen Sender, der Huxilla kontaktiert hat und gesagt hat, guckt mal, hier gibt es einen Podcast, öffentlich-rechtlicher Rundfunk. Das wäre doch toll, wenn ihr den bei euch im Podcast erwähnt. Wo ich dann gesagt habe, hä? Was? Und dann habe ich telefoniert. Und dann habe ich gefragt, was ist denn das? Warum muss der öffentlich-rechtliche Rundfunk mit Budget ohne Ende Podcaster ansprechen? Und dann hat mir jemand gesagt, naja, ich bin hier halt für das Seeding zuständig, ist auch so ein Marketingbegriff. Und das ist ja abgegrenzt vom bezahlten Marketing. Und dann habe ich gesagt, das ist ja prima. Das ist also cool. Also ihr sagt, es gibt Leute, denen gebt ihr Geld. Und es gibt Leute, die sollen Werbung für euch machen, ohne dass ihr ihnen Geld gibt, weil ihr nett seid. Und dann habe ich mal deklariert, was für eine Reichweite wir haben. Und dann habe ich nach Amerika geguckt und habe gesagt, wisst ihr, da wird pro 1000 Klicks bezahlt. Und da kannst du dir ausrechnen, was das eigentlich jetzt kosten würde, wenn ich das mache für euch. Was passiert ist, wird man in der nächsten Huxilla-Folge hören. So, genauso wie diese schamlose Werbung. Schamlose Werbung. Und auch in der Folge, wenn das sich kein Geld bekommen habe. Genauso wie diese Ausschreibung, auf die sich jetzt Podcaster bewerben, wenn so ein Radiosender sagt, oh, hier, Serial, bewerbt euch mal drauf. Habe ich gemacht. Habe das realistisch kalkuliert und habe keinen Zuschlag bekommen mit der Aussage, ihr seid viel zu teuer. Ja, habe aber vorher mit Radiomenschen gesprochen, was man denn so dafür nehmen würde. Also, wir haben so das Problem, dass wir in einer Gemengelage sind und da bin ich ganz bei dir, dass wir während den Anfängen. Wir müssen aber auch aufpassen, dass wir als Community oder als Podcaster mit so Hechel, jetzt komme ich ins Radio und darf ein Serial produzieren, nicht anderen Leuten ihren Beruf kaputt machen. Auch davor genau. Muss man ja gefeit sein, ja, weil natürlich sind wir auch so durch Sachen wie Sendergate in der Lage, hochbrillante Audioproduktionen inzwischen zu machen. Und wenn man sich so Sachen anhört wie Akte Aurora und was es so alles gibt, was da an Arbeit rein fließt und was da hinten rausfällt als Produkt, ja, und das machen Leute hobbymäßig. Wir müssen aufpassen, dass wir uns umgedreht auch nicht unter Wert verkaufen. Also, und dann bin ich wieder dabei, dass ich Marketinggewäsche mache und sage, was ist denn dein Produkt wert? Aber auch darauf müssen wir aufpassen. Und da bin ich dann auch nicht fies davor, einem öffentlich-rechtlichen Sender, mit dem ich sogar freundschaftlich irgendwie verbunden bin, zu sagen, Kinder, so geht's nicht. Ihr könnt jetzt nicht Leuten Geld geben, um für eure Produktion zu werben und die Podcaster machen das umsonst. Ich mache das aus bestimmten Gründen und ich habe dann eine Idee, wie ich das machen werde und wir sind euch auch freundschaftlich verbunden, aber das kann nicht der Weg sein. Seeding könnt ihr machen, wo ihr wollt, aber nicht bei anderen Audioproduzenten. Das geht nicht. Da müsst ihr bitte auf Augenhöhe oder auf Werbeebene auch argumentieren. Und da müssen wir immer alle wach sein. Und wenn ich so rüberkomme, wie nach dem Motto, ach, ist ja alles nicht so schlimm, das stimmt ja auch nicht. Sondern ich habe ganz viel Kontakte, wo ich immer wieder sage, nehmt bitte die deutschen Podcaster auch ernst in dem, was sie tun. Aber dann muss man sich auch bewusst sein, dass wir an einem Punkt stehen, wo man auch Wert schöpfen darf. Und ich finde auch sollte. Stundenlohn ist ja schon mal gekommen, Sebastian. Ne? Was investieren wir eigentlich alle an Zeit in den Kram, den wir machen. Anstand ist zu fragen, darf ich es verwenden? Und richtig cool ist halt dann auch irgendwann zu denken, das ist auch was wert. Und das sollten Podcaster auch berücksichtigen.
Ja, keine Frage. Wie gesagt, ich hoffe ja, dass wir tatsächlich irgendwie, also sagen wir mal so, die Reaktion, die wir auch über Sendegate und dann bei Twitter hatten, dass sogar die Süddeutsche Zeitung nach einem Statement fragt, zeigt auf jeden Fall, dass offensichtlich ein gewisses Gewicht innerhalb von deutschen Podcastern liegt, die sich gegen so etwas wehren. Insofern bin ich zumindest etwas optimistischer nach dieser Woche. Nichtsdestotrotz, wir werden immer wieder eben halt solche Versuche sehen, eben halt nach einem ganz klassischen Modell, was Kapitalismus nun was ausmacht, nämlich den Zugang zu Quellen zu verknappen, dann entsprechend eben halt das Produkt für sich zu vereinnahmen und dann das Monopol zu binden. Und darauf müssen wir wirklich aufpassen. Ich würde gerne eine Zuschrift aus Twitter vorlesen. Da schreibt der Märchenonkel-Podcast: Schade, dass man nicht direkt bei der Live-Schaltung kommentieren kann, sonst hätte ich einen Vergleich zu YouTube gezogen, wo anfangs alle wild waren. Dann kam das Geld und die Gleichschaltung und alle haben sich gleich geschaltet. Es geht nicht darum, ob ich dort auf der Plattform bin, während alles gleichförmig wird oder nicht. Wenn die breite Masse nur das kennt, dann glaubt sie auch, dass es sich so gehört. Da lese ich jetzt im Prinzip so ein bisschen das heraus, was Alexander vorhin sagte. Wenn alle diversen Podcast-Angebote aus solchen Plattformen rausgehen, dann bleiben im Prinzip nur noch diese Marketing- und Weltverbesserer- und Selbstoptimierer-Podcasts am Ende übrig. Also diese einfache Formel, wir gehen dahin, wo die Menschen sind. Und wenn sie bei Podimo sind, ja, dann gehen wir halt auch zu Podimo, auch wenn es fies ist. Würdest du dem widersprechen, Christoph? Machst du für dich einen anderen Weg aus? Ja, genau, das habe ich doch gerade gesagt. Was YouTube definitiv hat, ist ein gewisses Monopol eben halt auf Video. Wo auch immer das jetzt hergekommen ist, es gab vorher eigentlich auch keinen richtigen Markt für Video. Das ist die YouTube-Geschichte ist nochmal ein ganz eigenes Ding. Nichtsdestotrotz, dadurch, dass sie eben halt dieses Monopol auf Video haben, gibt es für alle keine Alternative dazu. Bei Podcasts sieht es Gott sei Dank noch anders aus. Wir haben eben halt eine Tonne an Podcatchern und deswegen glaube ich, dass eben halt dieses Ökosystem relativ gefeit davor ist. Aber es könnte sein, dass das passiert, dass alle eben halt zu Podimo müssen. Wer also, malt denn da eigentlich im Hintergrund ein Malbuch aus oder hat da einer nur diesen Großschlag? Ja, er raschelt die ganze Zeit im Hintergrund, genau, ich höre es auch. Aber ganz kurz, es gibt ja auch Vimeo und es gibt Dailymotion und alles, das guckt nur kein Schwein. Ja, genau, also es gibt wie relevant ja, es gibt wird ja, das? So. Und dann gibt es ja noch irgendwelche, irgend sowas russisch gehostet und ich habe dir schon tausendmal gesagt, ich möchte nicht, dass Huxley da läuft, ich habe es aufgegeben. Keine Ahnung, wie dieses Portal heißt, die nehmen alle Trailer von Huxley TV und die klauen auch unsere Podcast-Episoden. Da würde ich es gerne verhindern, aber egal, dann sollen sie Reichsbürger-Podcast bei sich hosten, egal. Aber spannend bei YouTube finde ich, und da bin ich bei all dem, was ihr sagt, gerade die Debatte rund um Copper. Ich weiß nicht, ob ihr das mitgekriegt habt, ich verfolge das, weil ich ja neben dem Podcasting Klemmbausteine als große Leidenschaft habe. Wir haben ein großes Problem, was YouTuber angeht, die über Spielzeug reden. Und es gibt Held der Steine, kennen wahrscheinlich alle, ne, Frankfurter Typ, der über Lego redet und da gibt es ja international ganz viele. Jetzt hat YouTube über Jahrzehnte Daten von unter 13-Jährigen ausgewertet, um denen Werbung zu zeigen, die nach Ansicht von YouTube zu ihnen passt. Das dürfen die aber nicht. Dafür sind sie verklagt worden. Mussten 127 Millionen Dollar Strafe zahlen. Das sind irgendwie 2 Tageseinnahmen von YouTube. Haben die gemacht und haben gesagt, oh, ganz schlimm. Und haben gesagt, ab jetzt sind alle Content-Creator selber dafür verantwortlich. YouTube ist nicht mehr verantwortlich. Das haben die ausgehandelt. Das heißt, die haben 2 Tageseinnahmen bezahlt und ab jetzt sind die nicht mehr verantwortlich. Und jetzt ist die Regelung, die getroffen worden ist, dass ein Video, was in irgendeiner Art und Weise Kinder ansprechen könnte. Und da geht es nicht darum, ob die Intention des YouTubers ist, Kinder anzusprechen, sondern es geht darum, ob da ein Legostein auftaucht. Lego ist Spielzeug und dann werden Kinder angesprochen. Egal, was du mit diesem Legostein machst, es werden Kinder angesprochen. Die werden demonetarisiert, du darfst nicht mehr kommentieren, du darfst dann, du kannst keine Benachrichtigung mehr schicken und es wird also demonetarisiert heißt, es gibt keine zielgerichtete Werbung mehr. Das heißt, Einbußen von 60-90%, was deine Einnahmen für Werbung auf YouTube angeht. Das heißt, es gibt YouTuber in den Vereinigten Staaten, die im Moment gesagt bekommen von so einer Plattform, du,
wir haben Scheiße gebaut, weil wir haben Daten von Kindern ausgewertet, das durften wir nicht. Die Konsequenz daraus ist aber nicht, dass wir irgendwie ein Problem haben, sondern du verlierst 90% deiner Einnahmen. So. Such mal nach Copper auf YouTube. Und das ist natürlich das Problem, wenn wir uns auf eine Plattform begrenzen. Und das ist mir so ein bisschen in der ganzen Diskussion auf Twitter auch verloren gegangen, bei all dem, was Podimo falsch gemacht hat. Wer bei Podimo ist, so wie wir mit unseren Produktionen, wir sind ja noch bei Podimo, ist ja auch noch woanders und ist frei verfügbar. Und immerhin, egal wie ich das Ende von Huxilla demnächst gestalten werde, den Hinweis, dass Huxilla für immer kostenfrei bleibt, der wird ja bestehen bleiben. Natürlich müssen wir darauf achten, dass Podcasts frei bleiben. Umgedreht, wenn ich mich entscheide, was exklusiv für irgendeine Plattform zu machen, dann ist es exklusiv, dann mache ich das auch bewusst. Wenn ich aber möchte, dann muss ich natürlich mein Risiko streuen und die Ideallösung ist eine kostenfreie Podcatcher-App ohne Werbung, auf die jeder Zugriff hat. So. Ja, das gibt's ja vielleicht auch nicht durch irgendwelche Personalisierungs- und sonstigen Advertising-Geschichten halt dann komplett eben durchtrackt ist, womit da halt natürlich bei sämtlichen Google-Angeboten ohnehin schon mal irgendwo bist. Genau, das ist das völlig falsche Ende, ne? Und da ist dann natürlich halt auch mit Podimo, ne, wo sie dann halt auch gesagt haben, ne, das war ja schön, hat man ja vorhin schön gehört, ne, Personalisierung und Algorithmen, die dahinter stecken, um natürlich das Hörerverhalten entsprechend auszuwerten und so weiter und so fort. Und da ist dann halt auch die Frage, wie willst du dich da ethisch dann halt positionieren, ne? Also willst du solche Modelle eben dann fördern, dadurch, dass du deine Angebote da halt auch noch mit reingibst? Oder eben nicht. Also ich habe jetzt zum Beispiel den Datenschutz-Podcast und meine anderen Feeds halt auch aus Stitcher und aus Spotify halt auch wieder rausgenommen. Ich hatte auch zuerst gedacht so, ja, das ist ja eigentlich genau die Leute, die es eigentlich dann wahrscheinlich brauchen könnten. Ja. Und dachte mir dann ja. So, ja, nee, ich will es einfach nicht unterstützen. Genau diese Modelle möchte ich nicht unterstützen. Da bist du natürlich mit dem Datenschutz-Podcast auch echt bestraft, ne? Also das ist so, da musst du ja tatsächlich auch noch in jede einzelne Podcatcher-App reingucken, ob die nicht auch noch irgendeinen Schweinkram machen. Also das haben wir getan, da gab es einen Talk auf der Privacy Week 2019 zusammen mit dem McLemmon, wo wir genau das gemacht haben. Ach, hey. Geil, gibt es den irgendwo online? Es gibt ihn momentan im ReLive, wenn die Releases draußen sind, werde ich das dann eh auch vertuten und vertwittern. Ja, cool. Ich glaube, ich konnte meine Frage gerade nicht richtig formulieren, die ich an Christoph eigentlich stellen wollte, weil du sagtest ja, wenn die Plattform bietet immer das Problem, wenn die Plattform weg ist, ist das Angebot weg. Und man kann ja das eine tun, ohne das andere zu lassen. Also du musst dich ja jetzt nicht exklusiv da irgendwie binden, sondern sagen, ja, mein Angebot geht über einen freien Podcatcher oder freie RSS, aber es ist eben auch bei Spotify, bei dieser, bei sonst wo, weil da eben auch potenzielle Hörerinnen und Hörer sind und denen kann ich ja möglicherweise auch noch was von der bunten Welt erzählen, die sie sonst da nicht wahrnehmen. Darauf verzichtest du dann ganz bewusst, so wie es Claudia gerade gesagt hat. Ja. Definitiv. Also die größte, geilste Plattform, die wir haben, ist das Internet. So. Und hier gibt es einen RSS-Feed. Es gibt keine Software, die ist gratis und die kann diesen RSS-Feed lesen und dann gibst du den dort ein und wirst glücklich. Du kannst dort einfach alle Podcasts, kannst sogar vielleicht sogar eine Push-Nachricht setzen und wirst sofort informiert, wenn eine neue Folge kommt. Also ganz, sorry, wir brauchen als Podcaster keine Plattform. Aber das ist doch das Ding. Das setzt ja voraus, dass der Hörer mündig ist. Ich hoffe doch, dass sie es sind. Ich traue denen schon eine ganze Menge zu. Doch, ja. Ich traue unseren Hörern auf jeden Fall eine ganze Menge zu. Mündig über das, was man kennt. Was man aber nicht kennt, wie soll man da Mündigkeit über, entwickeln? Ja. Exakt. Kommen wir wieder zu dem Problem, wie man seinen Podcast bekannt macht. Also ich sehe da nicht das große Problem. Wir haben ein gesundes Wachstum mit unserem Podcast. Es ist jetzt nicht überragend, aber wir wachsen stetig und es kommen auch und wir werden auch über die richtigen Quellen abgerufen. Ich sehe da, es ist mühsam, klar, hat auch keiner behauptet, dass es einfach ist, aber nichtsdestotrotz, es wächst so. Und wie gesagt, ich habe nicht umsonst bei mir in meiner Twitter-Bio drin stehen, Podcast-Evangelist, weil ich versuche, jeden irgendwie klarzumachen, wie es funktioniert. Jeden gehe ich damit auf die Eier. Und jeder, der einen Podcast macht, kann das auch tun. Und ich wette mit euch, das ist der Weg
zum, oder auf die Eierstöcke, meinetwegen. das ist der Weg halt meiner Meinung nach zum einem vernünftigen Erfolg und zu einem vernünftigen Ergebnis. Ich meine, nicht umsonst mache ich Sticker, ich mache RFID-Visitenkarten, womit die Leute einfach nur ihr Handy dran bömmeln können, dann wird sofort irgendwie der Feed geöffnet. Hammer. Es ist teuer, aber geil. Meint ihr Sticker sind was? Also Huxilla, ich habe ja sowas alles nicht. Ich bin ja immer völlig fasziniert, wenn ich auf irgendwelche Podcast-Meetups gehe und diesen Merch oder wie auch immer seht. Ich habe das ja alles überhaupt gar nicht. Weil gibt keine Huxilla-Tassen und Unterhosen? Nein. Ist ja ein Ding. Nein. Nein. Ich muss mir meine selber malen. Kann. So mit so schwarzen Augen drauf. Ja. Schickst du mir nachher ein Foto davon? Das würde mich, glaube ich, ein bisschen erregen. Oh, yeah. Hashtag TMI um 21.59 Uhr. Mist, 2 Minuten zu früh. Verdammt, für die Kinder. Dann zähl mal die Schnittmarke. Ja. Was ich spannend finde, ist, um das ganz kurz noch einmal zu sagen, der Sascha Erler, zu diesem Podcast Imperium, ich steige da ja mal nicht durch diese Cluster, ich habe mit dem in Babylon 5 mal gepodcastet, Babylon 5 Podcast, der hat in dieser ganzen Diskussion immer irgendwann reingeschmissen, dass der einen eigenen Spotify-Feed macht, der alle 15 Minuten unterbrochen wird, schlechter encodiert ist und da heißt dann, wenn du das in geiler Qualität hören willst, dann komm auf unsere Homepage. Geile Idee. An sich eine geile Idee, wäre mir einfach zu viel Arbeit. Ich bin ja froh, dass ich meine normale Folge irgendwann ans Netz kriege. Aber auch das ist natürlich eine Geschichte, wo man natürlich Hörer irgendwie erziehen kann, von den Plattformen wegzugehen. Da muss ich einfach sagen, mir fehlt da die Zeit für. Aber die Idee finde ich lustig, einfach das Ding runter zu enkodieren und zu sagen, klingt halt scheiße, komm bitte dahin, wo es gut klingt und geh also raus. So eine Art trojanisches Pferd, ne? Ja, ja. Genau. Hä? War das Marc Litz? Marc? Nein, das bin ich nicht. Achso, ja, dann bin ich beruhigt. Das ist eine Erscheinung. Das Hologramm. Wir haben so ein Marc-Hologramm. Das ist so eine AI. Wo ich gerade am Träumen bin. Marc, was macht denn der Film? So, schön, dass Alexander da war. Schwupps, da ist er weg. Über was unterhalten und wir warum uns bin ich nicht im Trailer gewesen? Ach, verdammt. Viel schlimmer. Ja, weil ich, 8 Stunden ich möchte ja, Aufnahme dass Leute, ich möchte ja, dass Leute noch in den Film kommen, weißt du? Da kann ich dich nicht, ja. Ich darf ja nicht pöbeln. Entschuldigung. Doch, jetzt schon, nach 22 Uhr, so. Ah. Okay, ich merke so, langsam ist alles gesagt, was man eigentlich zu dem Thema sagen kann. Doch, und eine Sache wollte ich halt noch sagen. Ja. Was klingelt da? Ein Wecker? Achso, ja, das ist mein Wecker. Egal. Wir haben schon dran. Was ich eigentlich sagen wollte, Martin schläft während der Sendung gelegentlich mal ein. Worauf ich eigentlich nur hinaus wollte, ist, was so mein kleiner Traum wäre tatsächlich irgendwie mal eine App zu haben, wo so das direkte Spenden möglich wäre. Das wäre cool, wenn es irgendwie eine Möglichkeit gäbe, tatsächlich einen Feed, irgendwie eine PayPal-Adresse oder eine IBAN einzulegen und zu sagen, und dass die App, die quasi das Ding aussieht, sagt, ah, guck mal an, und dann gibt es da ein Eurozeichen und wenn man da draufklickt, sagt man, hey, überweis bitte mal 2 Euro oder so. Das wäre cool. Gibt es leider nicht, aber das wäre doch mal ein Weg, den man wirklich mal beschreiten könnte, anstatt andauernd irgendwelche scheiß Plattformen zu machen. Und wenn sie schon dabei sind, dann können sie auch gleich noch einbauen, dass daneben vielleicht noch ein kleines Mikrofonsymbol für Audio-Feedback. Oh ja, genau. Das wäre richtig geil. Ja, so mit, geht dann direkt so an den Podcaster, die Podcasterin und man kann es für die nächste Folge halt einbauen. Das wäre auch total genial. Also beides bitte. Das ist aber, ich sag das mal gerade, das ist aber auch von der Hörerzahl abhängig, ne? Also wenn du ab einer gewissen Hörerzahl X 50 Audiokommentare pro Folge bekommst, ist ja dann irgendwann auch die Frage, wie interessant das für die Hörer ist, ob die dann die Hörerkommentare hören möchten oder die Podcaster hören möchten. Ideentechnisch bin ich ja ganz bei dir und ich habe tatsächlich, darf das mal sagen, für die 250. Folge jetzt schon was bekommen ungefragt, wo jemand gesagt hat, guck mal hier, ich habe was gebastelt und natürlich baue ich das ein, aber es ist natürlich auch gefährlich. Also solange wie du unter 1000 Hörer hast und davon dann so diese klassische Prozentzahl dann irgendwie 3-4 Interesse haben, Audio-Feedback zu geben, ist das gut. Ich habe ja immer das Gefühl, so alle, die irgendwie selber podcasten, sprich gutes Equipment haben, kennen Huxilla und hören das auch gelegentlich, auch wenn sie mich wahrscheinlich zunehmend scheiße finden. Wenn die alle nach jeder Folge einen Audiokommentar abgeben würden, hätte ich ein Problem.
Ja, aber das wird tun sie ja nicht. Ist aber was tun mal sie ja nicht. Erfahrungsgemäß, Entschuldigung, ja? Nein, aber die Folgen, die am allermeisten gehört werden, also jetzt bei mir, das sind die, wo ich am wenigsten Feedback kriege. Ich kriege eher echt Feedback auf Folgen, wo wenig Leute waren, also eher so diese Nischenfolgen. Also kann ich jetzt nur von meinen Feeds jetzt sagen, aber grundsätzlich glaube ich nicht, dass man jetzt komplett überrannt wird, und abgesehen davon kannst du es dir ja dann auch immer noch aussuchen, ob du es dir anhören willst oder ob du die Zeit dafür hast, aber einfach mal die Möglichkeit zu geben, wäre ja schon mal geil. Aber ist doch unsexy, oder? Wenn 50 Leute dir was schicken und dann publishst du das nicht? Ist ja, also akademische Diskussion. Im Grunde genommen bin ich bei dir und ich finde es auch super, wenn Leute mir Audio-Content schicken. Und in der Regel, wer mir Audio-Content schickt, hat auch eine sehr, sehr große Wahrscheinlichkeit, in der Sendung zu landen. Außer Impfgegner und Leute, die glauben, dass man autistischen Kindern Einläufe geben muss. Die landen nicht bei mir in der Sendung. Mhm. Macht's nicht. Schickt mir das nicht. Mal ganz kurz nochmal zurück auf diesen Wunsch von Christoph mit dem Player, mit dem Spenden-Button. Da hat jetzt der warte mal, was bist denn du dann, Max Snyder? Pöbler Nummer 2, weil Pöbler Nummer 1 ist hier der Alexander. Castro hat einen Spendenbutton. Habe ich mir noch nicht angesehen, aber. Mit SEPA? Geht das direkt auf SEPA? Keine Ahnung. Also ich kenne das jetzt nur von Overcast, darum geht es eigentlich in dem Sendegate-Artikel. Ist es so, da kannst du quasi im Feed definieren, wo deine Spendenseite ist, und dann taucht quasi in Overcast ein Button auf, der dann zu diesem Link führt, und dann kann man da auf PayPal spenden oder was auch immer hinterlegt ist. Ah, okay. Mhm. Ach, verstehe. Was. Spannend. Ja, ist ja auch schon nicht mal ein Schritt in die richtige Richtung. Genau. Ja, so. Und, wo habt ihr das gehört? Im Sendegarten. Wunderbar. Ich würde den Blog gerne so langsam abschließen, aber noch zwei, wie ich denke, interessante Hörbeispiele noch geben. Das erste ist, die Dotti, die Hörmuffel, hat mir heute Nachmittag reingereicht, dass sie eine Werbung für Podimo in einem Podcast gefunden hat. Also die Plattform, die eigentlich Podcaster Werbung für Podcasterinnen und Podcaster Werbung machen soll, die macht jetzt erstmal Werbung für sich in Podcasts. Und nachdem wir jetzt so hin und her und rauf und runter diskutiert haben, denke ich mir, es macht durchaus Sinn, sich das einfach mal in Ruhe anzuhören und gucken, wie ihre eigene Selbstdarstellung ist. Hören wir doch einfach mal da rein. Da warst du mir jetzt etwas zu schnell, ich muss mal gerade suchen. Ja, das macht nichts. Macht nichts. Atemlose Spannung. So, jetzt geht's los. Irgendwie muss man den Scheiß ja finanzieren. Die Werbung. So, als nächstes habe ich nicht nur einen Werbepartner, der neu ist bei Fide Gastro, sondern eine echte Win-Win-Situation. Und zwar präsentieren wir Podimo. Podimo schreibt sich P-O-D-I-M-O und unter podimo.de/Fide könnt ihr einfach mal erfahren, was dieses Produkt alles kann und was es überhaupt ist. Denn wenn ihr ab sofort über Podimo eure Lieblingspodcasts hört, tut ihr vor allem den Podcastern was Gutes, denn die verdienen in dem Moment ein bisschen was daran. Ihr könnt auch was verdienen, nämlich 2 Monate kostenlosen Zugang zum gesamten Premium-Angebot von Podimo. Einfach jetzt auf podimo.de/Fiete gehen und diese 2 kostenlose Monate absahen. Und dann gibt es natürlich auch noch ein paar Exclusives von Podimo mit on top in diesem exklusiven Premium-Angebot. Und dann sind wir doch am Ende des Tages alle glücklich. So eine Art Win-Win-Situation. Das, was ich sage. Wer es glaubt, wird es eh nicht. Also da war ja wieder dieses Versprechen drin. Schlecht. Da war das wieder dieses Versprechen drin. OMR. Ich sag nur OMR. Alle haben am Ende was davon, und das, die Frage ist berechtigt, ob das wirklich stimmt. Was ja auch noch interessant ist, Podimo will ja auch Originals oder hat schon Originals, also Sendungen, die sie selber produzieren, drin, und das finanzieren sie natürlich durch die Einnahmen, die quasi übrig bleiben, wenn man das noch so nennen darf, die quasi reinkommen, und verdrängen da natürlich auch dann so gesehen die anderen Angebote ein bisschen damit. Ja, klar. Was ja sehr lustig war, ist, wir haben ja eine Zeit lang eine Kooperation mit Audible gehabt, wo wir dann Werbung für Audible gemacht haben. Der eine oder andere wird sich eventuell daran erinnern. Und mir war es ja wichtig, dass wir machen konnten, was wir wollten. Hauptsache, wir erwähnen irgendwie Audible. Und was wir ja damals gemacht haben, für alle, die es nicht kennen, ist, dass wir immer gesagt haben, also wir haben immer 2 Podcasts erwähnt am Anfang der Sendung. Wenn ihr das schon alles gehört habt und alle Folgen davon gehört habt, dann wäre Audible eine Alternative.
Und das Lustige war, dass es dann sehr viele Podcaster gab, die uns angeschrieben haben und die dann gesagt haben, könnt ihr uns nicht in eure Audible-Werbung einbauen? Das fand ich sehr lustig. Also das war für mich so das Signal, okay, Werbung ist generell ja irgendwie doof, finde ich ja auch. Aber es war halt, die Leute haben verstanden, dass wir die Audible-Werbung dafür genutzt haben, andere Podcasts auch zu bewerben. Und ich könnte das jetzt dokumentieren, mache ich natürlich nicht, ich sage auch nicht, wer das war, aber es gab Leute, die gesagt haben, kannst du nicht uns bitte oder meinen Podcast bitte in deiner Audible-Werbung erwähnen? Und das fand ich halt sehr amüsant. Und da habe ich gedacht, okay, mit der Variante von Werbung kommst du irgendwie durch, weil es irgendwie immer noch ein bisschen authentisch ist. Ich würde aber in Huxilla niemals langfristig ernsthaft über irgendwas reden und das anpreisen, das funktioniert nicht. Wenn ich das machen würde, wäre Huxilla so voll mit Werbung, mit so viel Zeug. Ich hätte so viele Angebote. Aber das will ich halt nicht, weil das passt nicht. Aber Audible war halt lustig und da gab es dann auch durchaus Podcaster, die man jetzt nicht so einordnen würde, die gesagt haben, mach mal Werbung für uns. Das fand ich einfach amüsant. Wobei natürlich irgendwie Empfehlungen innerhalb vom Podcast immer super sind. Also wir profitieren auf jeden Fall davon. Ne? Sowieso. Also ich meine, mach ich auch immer nach. Und Propaganda ist immer schön. Okay, sowieso. Machen wir das, was ich gerade schon versucht hatte, nämlich in eine Klammer zuzumachen und mit diesem Thema, mit der Gartenbank sozusagen. Wer Lust hat von euch beiden, bleibt ganz gerne hier und macht mit uns den Rest der Sendung. Wir haben gleich noch so ein Ding, wo man sich ein bisschen an den Kopf fasst, aber okay. Schauen wir mal, was da ist. Ich habe noch einen Blütenschatz, den will ich sicher auf jeden Fall noch loswerden. Auf jeden Fall. Möchtest du den jetzt loswerden und dann weggehen? Nein, oder ich bleib noch dran, ein bisschen. Nein. Du kannst ja, noch ein bisschen. Gut, super. Ja. Ich habe nämlich, also wie gesagt, wenn ihr ein bisschen Podcast in der Landschaft so hört, im Moment ist quasi, hat jeder irgendwie eine Episode mehr oder weniger zu dem Thema Podimo irgendwie gemacht. Und so auch der Sunday Morning Cast, der Sunday Morning Podcast. Und da hat der Herr Zweikatz, wie er heißt, also Eris Two Cats, hat aber, wie ich finde, also die haben lange darüber gesprochen, hat einen schönen Satz gesagt, eine Minute lang, den habe ich rauskopiert und ich denke, zum Abschluss können wir uns den einfach anhören. Ich glaube, der tut dann einfach auch mal gut. Was wir hier halt noch stärker in der Kultur verankert haben, das ist auch so ein bisschen der Gedanke des Gemeinnützigen. Ich glaube, Leute, die da draußen einen Podcast machen und vielleicht auch Leute, die hier bei uns einen Podcast machen, die sehen das gar nicht als den Missstand an, ich versuche die ganze Zeit irgendwie dadurch reich zu werden oder so und es klappt einfach nicht. Da sind halt viele Leute bei, wo ich einfach sehr wo ich sehr zufrieden bin und sehr glücklich bin, dass sie nicht dass reich die werden. Dass die einen Weg ist auch. Aber näher fällt mir konkret ist aber keiner ein. Nee. Aber wirklich Leute, die sagen, okay, wenn ich das Ding jetzt wirklich mal vermarkten würde und ich müsste mir da einen Werbegeber für suchen und dann müsste ich halt aufpassen, was ich sage, was ich nicht sage, sondern beispielsweise so Formate hier wie What's in Your Pants. Da würdest du einfach keinen finden, der sagt, da zahle ich dir ein Monatsgehalt für, das finde ich super. Gut, machen wir damit aber die Karte zu. Ist bitte? Aber doch schade, oder? Ich sage halt, ist aber doch eigentlich schade. Dass es keinen gibt, der dafür bezahlt? Ja. Ich finde, also dass die Motivation eine nicht monetär getriebene ist, finde ich nicht schade. Wenn da Enthusiasmus und Podcast-Liebe die Triebfeder ist, finde ich das gut. Aber ich finde das doch super, wenn jetzt irgendwer, also gerade What's in Your Pants, also Bundeszentrale für irgendeine Aufklärung, keine Ahnung, wenn die sagen, pass mal auf, Kinder, das ist super, Bildungsministerium, was ihr macht, ist großartig, hier ist das Monatsgehalt. Das finde ich doch aber cool. Also, weißt du, was ich meine? Leute, die relevante gesellschaftliche Inhalte haben. Nehmen wir mal hier Katrin Rönnecke mit ihrem Haus 1, mit vielen hochspannenden Themen, Migration, was auch immer. Dass wir dafür in einem Land wie Deutschland keine Kohle haben, ist doch eigentlich bedauerlich. Nicht die Intention, ich mache das, weil ich die Kohle haben will, aber umgedreht, wenn es das Format gibt, müsste es doch eigentlich Leute geben, die sagen, das ist so gesellschaftlich relevant, das müssen wir mal unterstützen. Ja, Förderprogramm. So schön ist es, dass es Leute gibt, die das kann ich mir gut vorstellen, ja. Ja. Aber darauf will ich hinaus. Ich bin da ganz bei Martin halt auch, ihm zu sagen, es ist trotzdem wunderbar, dass es Leute gibt, die es dann trotzdem machen. Das ist einfach großartig. Zum Glück haben wir genau diese Kultur in Deutschland.
zum Glück. Absolut. Ach, ha, scheiße, eigentlich wollen wir streiten. Jetzt sind wir uns alle einig am Ende. Ist ja wieder. Ach nö, ja, wir haben ich habe Feierabend, ich bin schlauchig. Lasst uns mal ins Querbeet gehen, mal gucken, was da gewachsen ist. By the way, hat irgendjemand ein 36C3-Ticket geklickt? Ich habe gar nicht mehr daran gedacht, wie es bei der ganzen Diskussion. Ich bin bei Position 4800, war dann Schluss. Also da wurde der Verkauf beendet. Ja. Ja, komm, das macht nichts. Wer keins hat, also, der kriegt 1000%ig noch über Twitter oder so. Also ich hätte es für andere Leute geklickt, ich selber bin versorgt. Entschuldigung, ich habe dich nicht verstanden. Ja. Na, der Schiller hat geschrieben, er hat eins bekommen. Yay! Glückwunsch! Yay! Super. Habe ich gar nie gesehen. Super, super, super. Cool. Wir hatten letztes Mal Gott sei Dank Glück. Ja, einer kam durch. So, wir haben ein schönes Thema. Wir haben ja keine Werbung, aber Markennennung. Es gibt den Zoom H6 als die eierlegende Wollmilchsau, die fast irgendwie überall herumliegt. Und da gibt es gelegentlich auch mal Firmware-Updates. Der Lars hat was gefunden, was er mit uns teilen möchte. Ja, das ist brandaktuell vom Februar 2019. Ich bin da zufällig bei meiner Mischpult-Recherche auf der Homepage rumgeeiert und habe dann gesehen, oh, ein Firmware-Update, das ich noch nicht kannte. Es ist jetzt nicht weltbewegende Technik, die sich ändert, aber es gab einen Bug in der Backup-Aufnahme. Also das Gerät kann so eine Backup-Aufnahme anfertigen, wenn man das möchte. Und bei der Backup-Aufnahme konnte eben die Phase invertiert werden und das hat man mit der aktuellen Version eben in Ordnung gebracht. Und ja, das war es eigentlich auch schon. Welche Nummer haben wir da? 2.2 oder was ist das? 2, boah, da, jetzt hast du mich erwischt. Das oh, ist, pardon. Ich glaube 2.3. 2.3 ist es jetzt, okay. Und ja, wenn ich jetzt an meinem Rechner hier an meinem H6 rumspiele, dann das fasse ich lieber nicht an, das gibt wieder ein Problem. Ich weiß gar nicht, was ich habe. Ich glaube, ich habe 2.2, deshalb habe ich diese Zahlenkombination so vor Augen. Ja, also das lohnt sich schon auch gelegentlich mal auf den Webseiten von den Herstellern nachzugucken, ob sich da vielleicht was getan hat. Also nicht nur bei den Geräten, die wir letztens alle besprochen haben und die wirklich in kurzer Abfolge auch neue Funktionen bekommen, sondern auch so die Traditionsinstrumente. Okay, dankeschön. Dann hat der Schasen hat getwittert die Tage, dass es jetzt einen 36C3 Sendezentrum Call for Podcasts gibt. Ich glaube, er war das, ne? Oder habe ich das woanders her? Keine Ahnung, es gibt einen Fahrplan. fahrplan.das-sendezentrum.de/36C3/CFP, also Call for Podcast. Das heißt, die Slots für Bühne und Podcast-Tisch sind definiert und man kann sich dort bewerben und sagen, ich hätte gerne da und dann zu der und der Zeit die Möglichkeit, dort zu produzieren oder was auf die Bühne zu bringen oder so. Also wer da Interesse hat, kann sich da auf jeden Fall eintragen. Und das ist ja auch ganz gut, weil die Planer und Planerinnen natürlich irgendwie auch mal wissen wollen, was haben wir denn eigentlich und wie müssen wir die Bausteine so hin und her schieben, dass es möglichst optimal passt. Die Bühne wird, nachdem, was ich gehört habe, werden wir uns wieder teilen mit Deutschlandfunk. Die machen im Prinzip Tagesprogramm und die Sendezentrum macht dann das Nacht- und Abend- und Nachtprogramm. Und ich glaube, da kommt noch, ist das schon spruchreif, noch irgendeine große Computerzeitschrift, die will da auch irgendwas machen, aber das wird alles, glaube ich, irgendwie ganz gut da reinpassen. Schauen wir mal. Also, fühlt euch angesprochen, euch da einzutragen, wenn ihr Lust habt dazu. Und dann kommt der Knaller. Den hat auf jeden Fall der Schas noch eingereicht. Das weiß ich mit Sicherheit. Nämlich gestern oder heute? Gestern erst. Es gibt, und jetzt habe ich leider keine Fanfare hier, einen Podcastpreis. Und zwar den Deutschen Podcastpreis. Endlich. Was haben wir lange darauf gewartet, dass es endlich einen Preis gibt. Der Deutsche Podcastpreis wurde von
13 führenden Akteuren aus der Audiobranche ins Leben gerufen. Der Preis ist prämiert in insgesamt 7 Kategorien, die besten Formate der deutschen Podcast-Landschaft und schafft so mehr Aufmerksamkeit für die Menschen hinter den Mikrofonen. Ausgezeichnet werden die Macherinnen, die mit Leidenschaft und Know-how das gesprochene Wort zum Hörerlebnis machen. Denn diese Köpfe sind die treibenden Kräfte hinter der neuen Faszination für Audio. Stattfinden wird die Verleihung des Deutschen Podcastpreises am Abend des 19. März 2020 in der Medienstadt Berlin, natürlich, wo auch sonst. Das ist eine Webseite, die heißt auch einfach deutscher-podcastpreis.de. Da habe ich mal geguckt, wer steckt denn eigentlich dahinter? Verantwortliche im Sinne des Rundfunkstaatsvertrages steht hier die Geschäftsführenden der Radiozentrale GmbH. So, es ist also aus einer Marketing-Ecke des Radios ein Angebot für Podcastende. Sie können sich da also prämieren lassen. Da steht die Jury, zur Jury steht, dabei sind ausdrücklich auch Podcasterinnen Teil der Jury, denn der gegenseitige Respekt für die Leistung der anderen ist einer der wichtigsten Faktoren für die stetig wachsende deutsche Podcast-Szene. Dann habe ich mir den Satz dreimal durchgelesen und dann habe ich festgestellt, wenn da steht, wenn die Leistung der anderen, das sind ja wohl dann die Podcasterinnen, mit Respekt betrachtet werden soll, wer sind denn dann die einen, die auf die anderen gucken? Das sind dann wohl die, die den Podcastpreis vergeben. Also die einen sollen gewürdigt werden von den anderen, die den Podcastpreis vergeben, aber zu den Vergebenden gehören dann auch die Podcasterinnen. Irgendwie ist das... sprengt das die Logik meines Hirns. Aber wir freuen uns total. 7 Kategorien. PR-Sprache. Ja. Mhm. Ach so, nett. So, ja. Ich finde das immer nett, wenn irgendwer irgendeinen Podcastpreis, ich weiß nicht, wie viele deutsche Podcastpreise es inzwischen gibt, und das hört für mich in dem Moment auf, wo ich selber dann einen Zuschnitt meiner eigenen Sendung einreichen muss. Also wenn eine Jury... wenn ich einer Jury meinen eigenen Podcast wie Sauerbrot anbieten muss, dann hat sich das auch schon erledigt. Aber das Medium-Podcast kriegt ja Aufmerksamkeit dadurch. Und Podimo hin, Podimo her, dem Medium darf ja Aufmerksamkeit durchaus zuteil werden. Und ich glaube, es wird heute mehr über das Medium-Podcast gesprochen, als das 2010 der Fall war. Damals, wir hatten ja nichts. Und das ist ja gut. Und dann sollen die das machen und dann ist da auch Axel Springer dabei und Spotify dabei und Audible dabei. Kernkompetenzen im Podcasting ist doch super. Und Deutschlandfunk, Bayerischer Rundfunk, alle sind da irgendwie dabei. Und der Podstars habe ich noch nie gehört, aber ist doch schön. Ja. Dann so. Und dann soll auch jeder übrigens bei der Gelegenheit, wer meint, dass er das einreichen möchte, sein Produkt, der soll das tun. Also das ist mir alles so hoch wie breit. Ich werde nicht Huxela zusammenschneiden und da hochladen und sagen, guck mal hier, ich mache einen geilen Podcast. Ich erwarte von einem Preis, dass es eine Jury gibt, die das aktiv selber auswählt und identifiziert. Und wenn das nicht der Fall ist, dann ist das nicht der Fall. Und jeder, der da gewinnt, freue ich mich und schreibe. Sehe ich auch so. Ich sehe das auch völlig entspannt. Es ist eine interessante Sache, um mal Podcasting auch noch ein bisschen mehr Öffentlichkeit zu bekommen, wo wir dann wieder alle schreien können. Aber der Punkt ist einfach, der Preis, der vom Podcast-Verein verliehen wurde oder wird, gibt es den noch? Den gibt es noch? Okay. Den zumindest ist er 2019 noch verliehen. Ah, okay, gut, hab ich Herrn Runte, ja, genau. Das ist ja ein... Thorsten Runte, ich grüße Thorsten Runte im Sendegarten. Wahrscheinlich werde ich dafür jetzt rausgeschmissen aus der Konferenz, aber Thorsten, schöne Grüße. Jedenfalls, Warum? Was ich eigentlich sagen wollte, der einzige Kulturpreis, den ich einigermaßen ernst nehme, ist einfach der Grimme-Preis, weil die machen es eigentlich richtig mit ihrer Jury und dem Blick auf online. Ich hätte jetzt gesagt, den einzigen Preis, den ich akzeptiere, ist Udos Podcastpreis. Da kann man einfach hinschreiben und sagen, ich hätte gerne einen, dann bekommt man ihn. Udo mixt mir immer Drinks, das reicht auch für die Fernsehmüll. Wenn Udo an der Bar ist, ist es einfach am besten. Das Schöne ist, wir alle schaffen Kultur. Das ist einfach das Schöne dabei. Und ob das dann prämiert sein muss, sei mal dahingestellt.
ja, es sind die Spielregeln irgendwie. Irgendwie gehört es dann auch einfach dazu und dann wird halt dieses ganze, wird das ganze Besteck ausgepackt und dann muss man halt das feiern. Und ja, wer Spaß dran hat, der soll es auch tun. Ich bin immer froh, wenn das weit, weit weg von mir ist, jedenfalls. Ja. Aber ich finde es halt witzig, dass man auch mal wieder an der Stelle keine Referenz hat auf das, was vorher schon gewesen ist. Also dieses Festival letztes Jahr, das erste Podcast-Festival da irgendwo in Brandenburg auf so einer Wiese, wo wir dann auch gesagt haben, Moment mal, Festival und Podcast war da nicht was? Ich bewundere im Prinzip diese Kaltschnäuzigkeit, sich irgendein Feld zu nehmen, also nicht nur jetzt das Stoppelfeld, das tatsächlich in Brandenburg, sondern tatsächlich ist irgendein Themenfeld zu nehmen und einfach sagen so, ich bin jetzt hier der Erste, war noch und hat sich mit der Materie null auseinandergesetzt, nur weil die Person glaubt, dass sie die Erste ist, wagt sie dann auch, das einfach mal freischnauze überall zu behaupten. Und diese Chuzpe, also einerseits finde ich es ganz furchtbar und andererseits denke ich immer, wie abgebrüht muss man eigentlich sein und wow, so geht Marketing, Glückwunsch. Ich fand ja diese Radio. Ich habe ganz viele Leute jetzt in Frankfurt auf dieser Buchmesse getroffen, weil jetzt ja halt auch Podcasts für Autoren und für Verlage und für Autorinnen natürlich auch, ja, und überhaupt, wir brauchen jetzt alle Podcasts und die wussten tatsächlich nicht, dass es überhaupt diese Community gibt, dass es Sachen gibt, wie hier Studio Link, wie das Sendegate, wie alle möglichen Sachen, die halt aus dieser Community rausgekommen sind. Ja, das wussten die einfach nicht. Das war denen komplett neu. Und ich war wirklich erstaunt. Umso wichtiger, den Leuten es immer und immer und immer wieder zu erzählen. Je häufiger, desto besser. Ja, klar. Aber die Wahrscheinlichkeit, dass irgendjemand sich da hinstellt und sagt, ich mache jetzt hier mal Podcast-Festival, dass die Person das vorher tatsächlich nicht wusste, ist durchaus gegeben. Ja, aber einmal Google angewerfen. Ja, aber sich mal hinzusetzen an einer Suchmaschine eigener Wahl und einfach mal die beiden Worte Podcast und Festival einzugeben und mal gucken, was diese Suchmaschine ausspuckt, das ist doch jetzt irgendwie, also ist das nicht das kleine Einmaleins? Naja, gut, da kommt aber dann wieder der PR-Bereich rein. Ich habe das jetzt gerade gemacht, Pass auf, ich habe das gerade gemacht und ich kriege unter den ersten Treffern erstmal das Philadelphia Podcast Festival angezeigt, dann das Brooklyn Podcast Festival, das True Crime Podcast Festival und jetzt ist die Frage, wann irgendwann mal irgendein deutsches Podcast Festival auftaucht. Also wir sind uns einig, alles was auf Seite 3 von Google auftaucht, existiert ja nicht. Das ist ja schon Darknet, da sind wir uns ja einig. Ja, ist doch so. Well. In Journalistenkreisen beginnt das Darknet ab Seite 3 auf Google. Also, sorry, also wer was anderes glaubt. Das ist doch genau das Ding. Und da dürfen wir uns alle nicht narzisstisch gekränkt sehen. Und wenn ein Radiopodcast auf die großartige Idee kommt, oder ein Radiosender auf die großartige Idee kommt, einen Podcast zu machen, der kritisch sich die Podcast-Szene anguckt, dann kann ich verstehen, wie sowas wie der Sendegarten sagt, das machen wir ja auch schon ein paar Tage. Ich habe das ja kommentiert mit hebt eine Augenbraue. Ich finde es einfach spannend, dass irgendwer sagt, Mensch, lass mal über Podcast reden. Weil im Grunde genommen, und deswegen habe ich das anfangs der Sendung gesagt, hören Sie es bitte zurück, Sendegarten immer ganz positiv, Setzlinge, Blüten, positiv. Kritik ist immer Kritik, da will man was Negatives sagen. Das braucht kein Mensch. Und Radio sollte nicht über Hobby-Podcaster reden. Die sollen sich Themen suchen, Kino, Fernsehen, keine Ahnung, Menschen, die viel Geld dafür kriegen, dass sie irgendwas auf die Kette kriegen. Da darf man auch Kritik üben. Aber Hobby-Podcaster sich anzugucken, und was sie machen, ist ja nicht, dass sie Hobby-Podcaster sich angucken, sondern sie gucken sich die Produktionen an, die von Medienschaffenden gemacht werden. Und da gibt es ja ganz, ganz viele davon, wenn man iTunes sich anguckt. Ich höre nichts davon, ich kenne nichts davon, was in den iTunes-Charts gerade oben ist oder sonst wo in den Charts, aber lass sie doch da oben sein, ist doch gut. Und das sind ja, viele... Ich wundere mich halt nur, was mich so ein bisschen irritiert, ist tatsächlich diese Scheuklappen-Mentalität. Also kenne ich nicht, gibt es nicht. Ich habe jetzt gerade mal auf meiner Suchmaschine habe ich die Worte Deutsch, Podcast und Festival eingegeben. Deutsch. Und auf Seite 1 schon in der 10., na gut, es ist erst der 10. Treffer, aber ja, da steht dann auch Podstock.
Ja, immerhin in der Seite 1, noch nicht im Darknet, ja? Immer noch in der weißen Seite. Treffer, Treffer 10 ist aber auch schon dicht dran. Dicht dran. Ja, die ersten Treffer sind und du hast doof. Deutsch hinzugenommen. SEO-Schleudern. Was ist aber geil ist auch, wenn ich bei genau. mir in Google Deutsch Podcast Festival eingebe, bei mir, ist der erste Treffer ein Twitter-Account Dublin Podcast Fest. Wie hast du dein Google trainiert? Deutsch okay. Ja, genau. Hast du eine irische Assoziation? Ich werde morgen eine Mail an Herrn Google schreiben, um mich so, zu beschweren. So, richtig. So macht man das. Das soll er immer bitte. Ich glaube, das ist eine Frau. Frau Google und Herr B. Genau. Glaube ich, aber ich weiß es nicht genau. Hab ich da falsch gegendert. Ach, herrje. Ja. Naja, jedenfalls, wir schauen da wieder, also ich jedenfalls schaue da mit Interesse hin oder mit halbem Interesse. Ehrlich gesagt, in halbem Interesse. Und aber ich sage das nochmal, wer meint, er muss seinen Podcaster einreichen, ja, und macht auf jeden Fall. Lasst euch nicht entmutigen von Leuten, die sagen, das ist doof. Ist auch egal, reicht's ein. Und wenn du gewinnst, ich freue mich mit dir. Gib einen aus. Ich bin da so leidenschaftslos. Ja, nee, ausgeben, das ist, dafür zahlt mir Polino nicht genug. Nein, also definitiv. Das kommt noch. Das ist es völlig. Das kommt noch, wenn die durchsteigen. Ja, also ich denke auch, also reicht was ein. Das ist bestimmt auch lustig. Da gibt es bestimmt eine geile Feier und ein paar Schnittchen. Und ich würde auf jeden Fall was einreichen wollen, ja. Wenn ich dazu Bock hätte. Bevor da der nächste Dienst Tesla ausgelobt wird, bekommst du wahrscheinlich mehr Geld bei Podimo. Das kann sein. Ja, aber du kannst doch die Gratis-Schnittchen mitnehmen. Also. Ja. Ja. Noch eine Tupperdose irgendwie mit. Ja. Mhm. Das finde ich immer am allergeilsten. Du kriegst halt als Autorin eine Einladung zu einer Lesung. Also irgendein Veranstalter möchte halt was veranstalten und zwar eine Lesung. Und du bist die Hauptattraktion, ja. Also die Autorin, die liest, ja. Dann wird halt Geld ausgegeben für, keine Ahnung, Catering und es wird Geld ausgegeben für alles Mögliche, ja, und dann nehmen sie halt auch noch Geld von den Leuten, die da hinkommen, ja, also so Eintritt, ne, keine Ahnung, 5 Euro, 7 Euro, 10 Euro. Und dann sagen sie dir, ach so, sie kriegen übrigens kein Geld, aber sie dürfen sich am Buffet bedienen. Das ist ja auch Werbung für sie. Wie? Dass sie auch danke. Mitnehmen. Oh Mann. Ich lese meine Tupperdose. Für morgen. Ja, genau. Für genau. Das sind ja boah, übrigens das Veranstaltungen. Das ist ja hart. Das sind übrigens Veranstaltungen, das ist völlig die ablehnen. Ja, aber das lehnen wir ja, ich auch. Ab. Ich auch. Und bitte alle Autoren, lehnt es ab. Und wenn ihr einen Verlag habt, der sagt, du musst jetzt auf der und der Plattform so und so viele Stunden deiner eigenen Zeit für Werbung verbringen, weil wir können dir das nicht bezahlen, aber wir verlangen das von dir, lehnt das ab. Also das ist doch Bullshit. Entweder will der Verlag dich nach vorne bringen oder nicht, aber das geht nicht. So geht's ja nicht. Entschuldigung. Ich mach das ja sicher aus. So geht's aber los. Nicht. Ralf Ruther hat mal ein YouTube-Video dazu großartig produziert mit dem Titel Das ist doch auch Werbung für dich. Ja, genau. Ja. Genau. Ich das hab das sehr trifft gefallen. Es eigentlich sehr, sehr, sehr absolut schön zu diesem Thema. Das war ja beim Seeding, war es nicht der Satz Werbung für dich, der mich getriggert hat, sondern der Satz, das ist eine Win-Win-Situation. Oh. Das mir ich da habe ich dann ein bisschen rot-rot ja, zu Recht. Also ich wollte auf einen Stock beißen. Ja. Also es ist wirklich. Ja, das Problem ist einfach, dass ich auf die 50 zugehe und dann anfange zu dozieren und zu sagen, pass mal auf, junge Frau. Win-win man gar nicht. Das fand die jetzt nicht gut, das Telefonat, ab dem Moment, wo sie den Begriff Win-win benutzt hat. Schönen Gruß an der Stelle, ich mag euch immer noch vom Sender. Ihr wisst, wen ihr meint und alle anderen wissen es ab dem Wochenende. Aber das war einfach der falsche Satz zu sagen, das ist auch eine Win-win-Situation für Huxley. Ich habe gesagt, pass mal auf. Ich habe X Hörer und Win-Win geht anders. Die Geschichte im Podcast findet ihr bestimmt auch spannend. Machen wir noch Setzlinge? Darf ich nachher noch was empfehlen? Bei der Gelegenheit? Wir kommen nach dem Setzlinge. Achso, okay. Dann kommen wir zu den Setzlingen. Jetzt gehen wir erstmal zu. Jetzt bringt uns der Lars erstmal auf den Stand. Was gibt es denn eigentlich so im Podcastland? Also in unserer Blase der Hobby-Podcasterinnen und Podcaster. Was ist denn da so los in der nächsten Zeit? Im Righteous Podcasting. Ja.
Ohne viele Worte von meiner Seite, der Lars. Aber es gab Worte. So hat das doch ganz prima hingehauen. Und ich hatte noch schnell Zeit, das Dokument zu öffnen. Sehr, sehr gutes Timing. Diesmal. Sebastian war, hat ja länglich geschnitten an der Stelle beim letzten Mal. Ja, also hier die Podcast-Termine der nächsten 3 Monate, wie immer aus dem Sendegate. Und es ist nicht nur Hobby-Bubble dabei, das merkt man schon direkt bei den ersten Terminen. Da geht's nach Berlin, da haben wir 2 Veranstaltungen des Berlin Podcasting Meetup. Los geht's am 24. November mit dem nächsten Workshop mit dem Titel Marketing and Monetizing Your Podcast. Also irgendwie passt das Jehova. Gut. Und vielleicht ist das ja eine Win-Win-Situation. Der Monetarisierung gesagt. Auf jeden Fall geht es um 11 Uhr los und diese Veranstaltung kostet Geld und benötigt eine Anmeldung. Also alles dabei heute. Veranstaltungsort ist die Steady Media GmbH. Und dann gibt es noch das Berlin Podcasting Meetup in der November Edition. Das ist am 27. November ab 18.30 Uhr in The Venue Berlin. Dann geht's nach Leipzig zum Podcast Meetup Leipzig. Am 27. November ist das. Los geht's hier um 20 Uhr im Bayerischen Bahnhof. Dann ist am 29. November außer der Reihe das Podruhr, ein Treffen für alle Podcast-interessierten Menschen. Das findet statt im Unperfekthaus in Essen, dieses Mal in Raum 104 und es geht um 19 Uhr los. Am gleichen Tag, also auch am 29. November, ist dann der Podäppler. Das findet statt im El Pacifico in Frankfurt am Main. Los geht's hier um 20.30 Uhr. Dann gibt es vom 27. bis zum 30. Dezember den 36C3, den Chaos Communication Kongress und der ist auch dieses Jahr wieder an der Leipziger Messe. Am 26. Dezember gibt es wieder einen Aufbautag. Dann geht es ins neue Jahr, am 3. Januar 2020 geht es wieder ins Unperfekthaus nach Essen zum Podruhr. Los geht's um 19 Uhr, auch dieses Mal nochmal in Raum 104. Am 14. Januar gibt es dann das Podcasting Meetup Franken. Los geht's da um 18 Uhr. Wer den Veranstaltungsort wissen möchte, muss Mitglied der Meetup-Gruppe werden. Den Link gibt's im Sendegate, wenn ich mich recht erinnere. Dann gibt's wieder das Podcast Meetup Leipzig. Das findet statt am 22. Januar. Da mache ich mal eben Einschub. Der Termin am 25. Dezember ist verschwunden. Also da würde ich dann nicht mehr extra hinfahren. Veranstaltungsort ist für den 22. Januar der Bayerische Bahnhof. Los geht's um 20 Uhr. Und jetzt nicht gerade aus der Hobby-Ecke, geht's zum Schluss noch in die Schweiz, genauer gesagt nach Bern. Da gibt's vom 21. bis zum 23. Februar 2020 das 10. Sonor Radio- und Podcast-Festival. Dazu gehören Wettbewerbe und Workshops. Veranstaltungsorte sind das Kino Rex und das Museum für Kommunikation. Wie schon erwähnt, Links und weitere Infos zu den Veranstaltungen, auch der Kalender für 2020 inzwischen, gibt's alles im Sendegate und da es ein Wiki ist, ist das offen für weitere Einträge. Wenn also Veranstaltungen hier mal genannt werden sollen, dann gerne dort eintragen, dann nehme ich die mit auf. So viel dazu. Super. Jetzt habe ich nicht aufgepasst, weil ich im Tweet gelesen habe, im Twitter rumgelesen habe. Hast du den Podcast Takil genannt? Nee, ne? Ja, der ist auch ein bisschen arg weit schön weg. Ja, aber warum nicht? Ne? Wir haben ja schon fast alle 2020er Kalender irgendwo rumliegen. Dann macht doch, Christoph, mach doch mal ein bisschen Werbung. Podcast-Tag Kiel, ja. Kommt auf jeden Fall alle vorbei. Scheiße, das habe ich mich hier vertippt. Es ist, glaube ich, der 19.9. Hilf mal kurz. 10. Oktober? Kiel ist so September. Weit weg. September? Was? 9. Okay. September, ich glaube 19. September. Warte mal, ich guck mal kurz nach. Was? Kiel. 10. Kiel, Oktober? So weit. Nein, 19. Da gibt es auch so ein Wiki im Sendegate. Ich weiß, warum wir nicht bekannt und berühmt sind, weil wir es einfach nicht hinkriegen. Also, Podcast-Tag. Am 19.09. 19.09.2020. Genau. Im KeimTV so. In der Ringstraße Kiel. Richtig, zumindest jetzt. Aktuell. Ja, das ist auch schon der 4. Der findet immer im Rahmen der digitalen Woche Kiel statt. Das ist quasi so eine ganze Themenwoche in Kiel, wo es nur um Digitalisierung geht. Und weil, als es angefangen hat vor 4 Jahren, Dani meinte, es gibt nichts zu Podcast, lass uns einen Podcast-Tag machen. Und ich sagte, okay, gibt es jetzt diesen Podcast-Tag jedes Jahr. Kommt vorbei. Wow. Ja. Und ihr habt technisch nachgelegt. Ihr habt doch diese. Ich
Also diesmal habe ich es mir direkt nochmal mehr vorgenommen als beim letzten Mal. Ich möchte so gerne. Vor allen Dingen, weil ihr jetzt genialen Hörhilfen habt. Ja. Diese Silent Podcasting-Dinger, die werden dann 2020 genau, auch wieder Disco dabei sein. Also geplant ist das auf jeden Fall. Also ich fand das Feedback extrem positiv. Es ist natürlich nicht ganz billig, aber wir konnten tatsächlich dieses Jahr ohne Probleme das finanzieren. Ja, wir haben eine Silent Disco uns geliehen, 40 Kopfhörer. Und haben darüber dann einmal den Seminarraum gehabt, sodass die Leute dort beim Seminar zuhören konnten. Also irgendwelche Workshops zum Thema Ultraschall oder zum Thema Podcasting an sich. Und dann hatten wir noch die Live-Strecke, wo eben halt gepodcastet wurde, unter anderem Fotophonie, wie heißt der Heavy Metal Podcast noch? Was ein Krach, genau. Man möge es mir verzeihen, es ist schon spät am Abend. Was ein Krach war da letztes Jahr, dieses Jahr, ESC-Schnack und Green Room natürlich auch wieder. Also es war wirklich schön, die konnte man parallel hören. Also wenn man beim Live-Podcasting war, konnte man umschalten, um nochmal kurz irgendwie in den Seminarraum reinzuhören und umgekehrt. Oder man konnte sich komplett zurückziehen und irgendwie frühstücken und dabei weiterhin trotzdem der Veranstaltung folgen. Das war wirklich ein großer Erfolg. Cool. Habe ich das richtig gehört? In Discos ist das manchmal so, dass so zwei DJs oder DJs gegeneinander auflegen und dann, weil man ja dann an der Lichteinstellung an Kopfhörer sehen kann, welcher Kanal gerade gehört wird, dass das genau. Auch so eine Art Wettbewerb ist. Also wer jetzt mehr Blau, mehr Rot, das könnte man ja durchaus bei Podcasts auch mal einsetzen. Ja, das Podcast-Battle, ja, das wäre ganz cool. Ja, genau. Könnte man drüber nachdenken, ob das mal vielleicht auch mal eine Option ist für so eine Abendveranstaltung oder so. Also wir haben es halt in erster Linie gemacht, um den akustischen Problemen, die wir da einfach in den Räumlichkeiten haben, ein bisschen näher zu werden. Weil dort irgendwie Sachen aufzubauen oder Sachen abzuhängen ist zwar möglich, aber würde einfach momentan den Aufwand extrem sprengen. Was ist das für ein technischer Aufwand? Musst du das irgendwie, muss man die laden und justieren und ist das alles filigran oder ist das relativ? Nein, das ist sehr robust. Also du kriegst, zumindest bei dem Anbieter, wo wir waren, kriegst du eine riesige Curverbox, in der das verschickt wurde, super stabil, da waren die 40 Dinger drin und dann gab es 4 Sender, also einen zur Sicherheit, wenn der abraucht oder nicht richtig funktioniert und die waren alle fertig geladen, du packst sie auch rein, so wie sie gehabt hattest und ohne, dass du sie nochmal aufladen musst oder so. Und und dann stöpst du einfach. Wie lange halten die denn, die Akkus da? Also bis zu 10 Stunden. Das reicht. Okay. Mhm. Also das reicht. Also für den Podcaster reicht es locker. Jedenfalls steckst du einfach nur den Sender ins Pult oder an irgendeinen Ausgang von deinem Interface und dann sendet er von dort einfach los. Und es hat wunderbar funktioniert. Sehr reizvoll. Also das ist ein zusätzliches Argument, um euch mal zu besuchen. Ja. Für mich jedenfalls. Weil das mit dem Hören wird nicht besser bei meinen kaputten Ohren und da ist mir jede Verstärkung gerecht. Ah ja, guck. Ach ja. Ja, dankeschön. Schöne. Ja, kommt alle vorbei, 19. September in Kiel und zur digitalen Woche. Ihr könnt auf jeden Fall auch einfach mal gucken, was sonst noch zur digitalen Woche los ist. Es ist eigentlich immer ein schönes Bundesprogramm. Steht schon im Kalender. Ja, sehr schön. Kiel fahren die großen Schiffe direkt aus der Stadt ab. Das ist einfach toll. Mhm. Ja, ich weiß, in Hamburg auch, aber Kiel noch mehr. So. Was haben wir jetzt? Wir kommen zu den Setzlingen. Gerade schon angesprochen und gefragt. Setzlinge jetzt. Ich habe jetzt 2 auf dem Zettel und dann hängen wir einfach die anderen, die da spontan kommen, noch hinten dran. Der eine ist eine Ergänzung oder eine Weiterführung zu dem, was wir beim letzten Mal angeteasert hatten, nämlich der Twin Think Podcast. Der war ja angekündigt für irgendwie 19., 17. oder so, 12., aber sie sind dann schon ein paar Tage vorher rausgekommen und dann hat sich auch herausgestellt, warum der Lars mehr wusste, als er uns beim letzten Mal sagen wollte, nämlich Lars ist der Moderator, der Anmoderator sozusagen dieser Episode und sie macht großen Spaß zu hören und ich hoffe noch auf viel mehr. twinthink-pod.de. Vera und Inga erzählen aus ihrem Leben als doppelte Lottchen sozusagen, als Zwillinge. Und Lars, toll. Richtig schön. Ja.
ist sehr kurzfristig und spontan entstanden in unserem Wohnzimmer. Das meistens die besten. Oh, und ja, die Seite ja. Und gepublished wird das Ganze mit einem Fiat, sehe ich gerade. Mhm. Ja, damit habe ich allerdings nichts zu tun. Ja, ist trotzdem. Sofort mal sagen, wenn da was nicht funktioniert. Ich hoste da ja für so einen Heini, so einen Firz, aber der ist es nicht. Übrigens, ach so, nochmal bei dem twinthink-port.de, Inge und Vera wollen vor allen Dingen Fragen beantworten, die von der Hörerschaft eingereicht werden. Also es macht ihnen, das ist für sie leichter, wenn sie einfach darauf eingehen können, was andere wissen wollen. Ne, die klassischen Zwillingsfragen, was auch immer da euch so gerade einfällt. Also die freuen sich auf Fragen, die sie dann beantworten. Ja, wer ist der gute, wer der böse Zwilling? Sind die beide gut oder beide böse? Gute Frage. Haben Sie immer gemeinsam Hunger? Muss ich gleich mal hinschreiben. No. Genau. So, und das andere, das hat jetzt unmittelbar mit dem Thema von heute zu tun, ist kein echter Setzling, aber es ist doch was Angefangenes. Der Jörn, also unser Schasen, hat eine Podimo-Kuration auf Füt eingerichtet. Ich habe mal eine Füt-Kuration angelegt, in der ich Podcast-Episoden sammeln möchte, die sich mit der Causa Podimo befassen. Bitte gern Bescheid sagen, wenn ihr was seht, dann nehme ich es auf. Also man kann ja solche Kurationen dann auch abonnieren, das heißt im Podcatcher quasi dem Podcatcher sagen, bitte nimm alles, übernehme alles, was da in diesem Kurationsfeed ankommt, und dann kann man sich mit über alle Angebote, die sich mit dem Thema irgendwie beschäftigen, dann vollständig informieren, falls das heute immer noch nicht gereicht haben sollte. Ja, schöne Aktivität. Ja? Ne, mach den Satz erstmal zu Ende. Ich war zu Ende. Ich wollte sagen, dass Jörn anteilig für die runtergeladene Episode Geld bekommt. Ach so. Ja, dann. Das dann unbedingt das noch mal. Dunkle Geheimnis von Füt. Ach so. Herr Bettnare gibt Geld. Schattenwirtschaft. Hast du das richtig verstanden? Ich muss mal hier gleich eine E-Mail schreiben. Vielen Dank für den Hinweis, Lars. Das ist sehr gut. Jetzt kommt's raus. So, jetzt Feuer frei. Was habt ihr denn noch für Blütenschätze? Ich habe doch gerade schon irgendwas gehört, gefragt. Ja, Alexander, hattest du? Ach nee, Christoph. Gut. Nee, Alexander hatte noch einen Setzling. Ich hätte mehrere, aber ich dränge mich immer vor. Christoph, mach du mal erst. Ja gut, ich habe, es liegt auf der Hand, würde ich einfach mal sagen. Jetzt sind wir bei Setzling, nicht bei Blüten. Setzling habe ich nicht, bin ich raus. Gut, dann siehst du, dann bist du auch, drängelst er sich nicht vor. Setzling ist neuer Podcast oder generelle Empfehlung? Neuer Podcast. Oh, schwierig. Wie mache ich das jetzt? Können wir zur nächsten Kategorie übergehen? Nee. Minutes Before Sunrise ist ja noch relativ neu, würde ich gerne empfehlen. Auch wenn Alexa und ich da nicht mitgemacht haben und Tim da furchtbar enttäuscht haben, das tut mir furchtbar leid. Aber schöne Idee, schöne Entwicklung des minutenweise Konzeptes, das jetzt mit vielen Leuten zu machen und mit Pärchen zu machen zum Thema Beziehungen. Hochgradig spannend. Ich kann aber nicht Minutes Before Sunrise erwähnen als minutenweise Podcaster, ohne zu sagen, dass es auch noch 60 Sekunden Alien gibt, die schon bei Folge 115 sind. Ganz frisch neu dabei. Ist ein Setzling, finde ich gut. Und Akira Akkurat gibt es auch, die gerade bei Folge 42 sind, die den Film Akira besprechen. Ich finde einfach dieses Format minutenweise als Setzling ganz, ganz spannend und lege das allen möglichen Menschen ans Herz. Wenn ihr die Zeit und die Lust habt, dieses minutenweise Konzept ist einfach cool. Und ich würde mich einfach freuen, wenn ganz viele Podcaster Lust haben, Filme minutenweise zu besprechen, weil ich finde es spannend. Ich habe es jetzt einmal durch. Wir machen was anderes. Werkgetreu James Cameron, erwähne ich jetzt nicht. Aber minutenweise Podcast. Du warst sehr genau, geschickt, wie es nicht geht. Erwähnt. Ja, ja. Ja, ja,
Ja, bitte Werbung kann das raus. Ja. Nein, mach das mit und ich bin auch jederzeit bereit, bei Minutenweise Podcast mitzumachen, weil ich da voll Bock drauf habe. Muss mir viel, viel mehr geben. Danke. Gerne. Also schöne Empfehlungen von Alexander in den Sesslingen und dann kommen wir damit zu den Blütenschätzen. Boah, was ist denn heute los? Ja, ist ja fast, hat ja jeder irgendwie was eingereicht. Na, super, super, super. Dann mache ich es mir mal leicht. Ich fange einfach mal mit einem Blütenschatz an, den ich eigentlich mir schon eingetragen hatte. Und dann hat der Sascha gesagt, das ist mein Blütenschatz auch. Und es ist die Episode Anerzählt 982. Frage und Antworten von, wie, hey, das ist noch jemand? Der Dirk Prims. Der den Anerzählt-Podcast macht, der ja, Anerzählt-Podcast, der hat sich mal mit seiner Frau hingesetzt, Frau Susanne, und hat so ein bisschen resümiert auch, was so letzte Zeit gewesen ist. Und Susanne hat ein so erfrischendes Lachen und hat ihn so oft so aus dem Konzept gebracht, dass ich es richtig mitgefeiert habe. Und dann hat der Sascha gesagt, ja, das ist auch mein Blütenschatz. Und das ist jetzt also der Blütenschatz vom Sascha und ein bisschen auch von mir. anerzählt.net/fragen-antworten-981 Susanne und Dirk Prims gemeinsam am Mikrofon. Könnte es echt mehr von geben, Dirk. Und Susanne, war richtig klasse, danke. So, dann also, habe ich noch einen eigenen. Der Anerzähler ist mein Blütenschatz auf jeden Fall einfach mal generell, weil Stand heute, Tag der Aufzeichnung 21.11.2019, sind es nur noch 11 Folgen bis zur 1000 und dann hat sich das mit dem Anerzähler leider. Mhm. Also von daher auf jeden Fall mal von der 1 bis zur 1000 dann mal durchhören. Jetzt habt ihr die Chance. Aber hast du gehört, was er dann danach macht? Was er sich ausgedacht hat? Er hat Zufallsmechanismus. Genau, ja, ja. Genau. Eine Automation am Laufen. Aus den 1000 wird dann zufällig irgendeine Episode rausgeworfen und dann in den aktuelle Folge sozusagen wieder angeboten, weil die Themen zeitlos sind, war seine Begründung. Also genau, Max Snyder fragt gerade nach 1000 ist vorbei. Jupp, nach 1000 ist vorbei. Ja, aber vielleicht macht er damit Susanne und Dirk, also Susanne und Dirk was anderes. Das wäre also, cool. Wer weiß. Ja, ich freue mich auf jeden Fall drauf. Ich höre ihn wahnsinnig gern. Ich habe ihn ja, Gott sei Dank auch mal kennenlernen dürfen und er war auch beim Podcast-Tag dabei und es war einfach, es ist immer wieder eine Freude, ihn zu sehen und zu hören. Ja, ja, genau, richtig. So, und der Schiller sagt gerade hier im Chat, er hätte gesagt, nur wenn kein anderer den Blütenschatz hat, dann würde er ihn haben. Ja, du, ich hatte ihn dann sozusagen nicht mehr, Sascha. Jetzt hast du ihn. Es ist jetzt deiner. So. Und dann habe ich aber heute noch, ich kann jetzt wirklich sagen, es ist ganz alleine deiner. Ich habe heute Morgen frisch auf dem Weg zur Arbeit, habe ich einen Rant gehört. Und zwar vom Thomas Brandt. Das ist der Politikunterrichtlehrer von Vrindt, also der Holgi den Politikunterricht macht. Ich kann diesen Beschreibungen bei Holgi nicht immer so richtig gut folgen. Ich habe manchmal so ein bisschen auch so, werd manchmal nicht so richtig warm mit dem, was er da sagte, aber heute Morgen, ich hätte ihn so umarmen können. Es war wunderbar. Er hatte irgendwie aus Anlass eines Feiertages hatten sie in der Schule eine Medienkompetenzberatung oder so. Und es muss unterirdisch schlecht gewesen sein. Also er hatte kaum Worte, um zu beschreiben, wie unterirdisch schlecht er diesen Dozenten oder Dozentin, er hat es ganz offen gelassen, also man kann überhaupt keine Person erkennen, wer es war, aber diese Schulung ist bei ihm so schlecht aufgestoßen und es war herrlich. Er hat dann 45 Minuten, glaube ich, hat er nur geschimpft und so richtig ausgeholt und ich habe heute Morgen im Auto gesessen und kam von einem Kichern ins nächste und es war großartig. Ganz schöne, wunderbare Episode, Thomas. Also das ist echt gelungen. Es heißt advi.de, also ADV ist sein Advi, ist sein Twitter-Handle oder sein Nickname. Und dann heißt die Episode, sagen wir mal, 116 Rücksturz in die Medienpädagogik. Ein Rant. Herrlich, ganz herrlich.
Und interessant, er ist ein Verfechter der Technik, er findet Technik toll, bezeichnet sich mehrfach als Hacker und zieht aber auch ganz klar die Grenzen und sagt, also hier, also was soll ich hier einen Versuch auf dem iPad machen, den ich genauso gut mit einem Stein und einem Meterband hier direkt vor mir und in analog machen kann. Das ist wesentlich besser. Und die grüne Tafel mit Kreide hat auch noch lange nicht ausgedient aus seiner Perspektive. So schön so Smartboards auch sind, aber es kommt drauf an, was man damit macht. Nur so ein Ding da hängen zu haben, reicht einfach nicht. Also, ne? Toll. Hat mir total aus dem Herzen gesprochen. Großartig. So, die Reihenfolge. Claudia, was hast du mitgebracht? Ich habe tatsächlich zwei Sachen mitgebracht. Das erste ist eine Podcast-Serie The Dream. Ich muss mich jetzt eigentlich auch gleich schon wieder schelten, weil das ist, glaube ich, so eine Stitcher-Produktion, wenn ich es richtig weiß. Genau, es ist ein amerikanisches Format. Ich fand es aber inhaltlich unglaublich spannend. Und zwar geht es um Personen, die aus so einem Schneeballsystem ausgestiegen sind. Es kam über eine Empfehlung von der Mela Eckenfels über Twitter zu mir. Und ja, also ich fand es halt unglaublich interessant. So die ersten Folgen hat man noch so, ja, und wie Leute halt da irgendwie reingeraten mit, ja, kannst schnell viel Geld verdienen und so weiter und so fort. Und dann halt wird das halt auch wirklich ziemlich genau aufgearbeitet, wie diese Systeme funktionieren, was halt auch in den USA schon rechtlich versucht wurde, sowas zu unterbinden und wie es halt Leuten geht, die eben nicht erfolgreich sind da drin, weil das eben tatsächlich nur für so das obere 1% eben klappt. Ja, also fand ich sehr, sehr spannend und wäre halt auch eine Hörempfehlung, um bei solchen Sachen wie, ich glaube so die Avon-Leute oder hier Amway oder sonst was, haben wir alle irgendwie schon mal im weiteren Umfeld sicher mal irgendwie gehabt, wage ich jetzt mal zu behaupten und das dann halt irgendwie auch einschätzen zu können, was da tatsächlich an Maschinerie hinter ist, fand ich halt schon sehr beeindruckend. Genau. Ich habe auch noch einen zweiten Blütenschatz mitgebracht und zwar diesmal wieder ein Buch von Shoshana Zuboff, The Age of Surveillance Capitalism oder Das Zeitalter des Überwachungskapitalismus, gibt es auch schon übersetzt. Fand ich höchst interessant. Also ich bin jetzt ungefähr bei der Hälfte und es ist wirklich sehr gut aufgearbeitet. Nicht nur, wie die Maschinerien von Google, von Facebook, von Microsoft und so weiter funktionieren, sondern halt auch mit historisch, also historisch, ja, also das ist die ganze Diskussion, die gibt es ja schon ewig, ja. Also die ersten Versuche, Cookies zu verbieten, waren ja 1996 schon. Und tatsächlich auch, wie sich das funktioniert. Total. Es war übrigens Google, die es dann da sehr gegen gewettert haben und die das hinterher halt auch wieder aus der Schublade geholt haben. Da hieß ihre Unterzeile noch Don't be evil. Ja, genau. Das ist ja auch weg, ne? Hat sich erledigt, warum, ja. Warum nur? Weiß ja. Ich nicht, aber sie versuchen es mittlerweile mit Be excellent to each other. Schauen wir ja, mal. Richtig, ja, richtig. Wo haben sie den denn nur her? Komisch. Ich weiß es nicht. Es macht mir ein bisschen Sorgen, dass das nach dem Camp aufgetaucht ist. jedenfalls dieses Buch, Shoshana Zuboff, Das Zeitalter des Überwachungskapitalismus, ganz große Leseempfehlung. Allein dieses Wort Überwachungskapitalismus, da steckt so viel, also da assoziiere ich sofort ganz viel schlechte, furchtbare Dinge dran. Das ist überhaupt nicht gut. Es wird auch beim Lesen nicht viel besser, aber es jetzt auch völlig unabhängig davon, wie man selber eben Google, Microsoft, Apple, Facebook, wie auch immer eingestellt ist, ja, also völlig unabhängig davon, ist es trotzdem sehr interessant, einfach sich die Geschichte davon einfach auch mal zu geben. Also wie sich das entwickelt hat, ja, also von kleinen Anfängen und so weiter und wie das System dann halt letztendlich die Persönlichkeitsrechte eigentlich nach und nach unterminiert. So, ne? Also es ist wieder eine kleine Änderung und wieder eine kleine Änderung und jetzt mal eine größere Änderung. Oh, jetzt beschwert sich wer, ach, wir gehen ein bisschen zurück und jetzt wieder eine kleine Änderung. Ne? Und sehr, sehr, sehr gut geschrieben halt auch.
auf Englisch nicht ganz einsteigertauglich, aber wie gesagt, es gibt auch mittlerweile schon Übersetzungen. Ist aber dystopisch dann auch, ne, irgendwie. Weil das ist ja leider so. Was soll ich sagen? Ich schreibe selber gerade ein Datenschutzbuch. Es wird nicht besser. Okay. So. Wo bleibt das Positive? Um mal mit Alexander zu fragen. Ja, genau. Mir schießt gerade durch den Kopf, was gestern und heute Blade Runner spielt. Also zum Thema Dystopie. Also 20.01. Danke, das hilft ja sehr. 2019. Oh, ich weiß nicht, welche Dystopie mir besser gefällt. Die, in der ich gerade lebe, oder die, die mir der Film gezeigt hat. Ja, so ein Produktivsystem sollte das hier nie werden. Oder? Also es ist schon faszinierend, dass Blade Runner gestern und heute spielt, wo wir das aufzeichnen. Entschuldigung. Das hat bestimmt was zu sagen. Gibt irgendwelche morphischen Felder, die das zusammenhalten. Wer weiß. Oh, morphische Felder. Darüber müssen wir eine Huxilla-Folge demnächst machen. Aber ja, danke fürs Stichwort. Gerne, vielen Dank. Sollst du was davon haben, dass du hier gewesen bist? Ach, habe ich immer. Ich müsste viel im Sendegarten sein. Ja, warum nicht? So, dann kommen wir zum Lars. Lars hat auch einen Blütenschatz mitgebracht. Ja, ich bin mutig. Nicht wegen keinem Blütenschatz, sondern ich habe den gleichen wie letztes Mal. ich nehme nochmal den High Alarm Podcast, weil der mir über ein paar recht intensiv stressige Wochen tatsächlich ein wunderbar seichter Ausgleich waren und parallel auch dazu geführt hat, dass ich im Moment meine Profile in den Streaming-Plattformen mit furchtbaren Trash-Filmen versaue. ich habe heute einen Film über Killer-Donuts gesehen und was soll die Suchmaschine von dir denken? Ja, das ist wirklich, wenn man jetzt sieht, empfohlen, weil sie das und das gesehen haben, es wird nicht besser im Moment, aber weil ich auf so vielen Ebenen daran Spaß habe, nehme ich da nochmal Danke an den High Alarm Podcast für das Versauen meiner Profile indirekt. Also die Killer Donuts Teil 2, ja, jetzt auch nach der Verdauung. Ja. Bis auf ein paar äußerst niveaulose Szenen da drin, war der überraschend gut. Ja, wirklich? Ja, also ich hab tatsächlich viel Spaß an dem Ding gehabt, muss ich zugeben. Klar, also manche High-Filme waren langweilig. Okay, wenn schon Trash, dann aber richtig, ne? Das ist aber das, richtig, das richtig drauf los. Donuts mit Zähnen. Schön. Klasse. Also der High Alarm, der bringt dich auf solche Ideen. So. Ja, ich wollte eigentlich nach einem blöden High-Film suchen und bin dann auf die Donuts gestoßen. Da konnte ich nicht widerstehen. Ja, warum auch? Warum auch? Ich sehe, der Sebastian hat einen Blütenschatz. Ich nehme jetzt einfach mal alle Sendegärtnerinnen vorweg und dann kommen die Gäste zum Schluss, zum großen Finale. Was hat denn der Sebastian mitgebracht? Ja, ich habe ja heute schon mal ein bisschen einfache Mathematik angewendet. Jetzt geht es um ein bisschen weitergehende Mathematik und zwar von Professor Dr. Christian Spannagel. Der hat das Konzept Flipped Classroom. Darum geht es im Prinzip darum, dass er quasi sein Unterrichtsmodell an der Hochschule Heidelberg ist es, glaube ich. Genau. So ein bisschen umdreht, indem er sagt, er hat irgendwie alles schon mal im Vortrag aufgenommen und auf YouTube gestellt. Und im Prinzip ist das Material, was sich dann die Studenten und Studentinnen anschauen können. Und da es online ist, ist es auch der Allgemeinheit zur Verfügung, auch die weiteren Lernmaterialien. Und seine Videos sind auch relativ gut zu konsumieren. Also er setzt da auch keine sehr hohen Anforderungen an, sodass man da auch gut einsteigen kann, quer einsteigen kann. Und bis hin alle Themen im Bereich Verschlüsselung sind auch abgedeckt. Und fand ich sehr spannend und finde ich ein sehr schönes Konzept. Thomas Brandt, den erwähnte ich ja gerade, der hat sich gerade über den Flipped Classroom, zumindest in der Schule, extrem negativ geäußert. Das ist ungefähr das roteste Tuch, was man ihm vorhalten kann, glaube ich. Aber vielleicht hängt es auch ein bisschen davon ab, wo und wie man es einsetzt. Also in der Hochschuldidaktik kannst du das auch nicht mehr hören. Also wenn ich irgendwem was von Flipped Classroom erzähle, wäre ich erst noch kaum rausgeschmissen an der Uni, aber... Egal. Und aber du, Sebastian, du lernst ja jetzt Mathematik. Hast du dir irgendwas vorgenommen?
Naja, es gibt halt immer wieder so Sachen, ich habe ja nie studiert und es gibt halt in der Informatik die seltenen Fälle, also meistens kommt man ganz gut mit den einfachsten Sachen irgendwie klar, aber es gibt klar Algorithmen, Verschlüsselungstechniken, wo man einfach ein bisschen mehr tiefergehendes Wissen in dem Bereich braucht und da fand ich jetzt gerade Seins sehr zugänglich und sehr gut aufbereitet. Also mir geht es jetzt gar nicht so sehr um das Flipped Classroom-Konzept. Ich kannte das jetzt auch gar nicht. Ja. Und das fand ich aber eigentlich schon sehr sinnvoll. Also dass man jetzt nicht jedes Mal immer wieder das Gleiche erzählt und dann sich eigentlich in den dahinterstehenden Kursen dann nur noch um die Fragen explizit kümmert. Ob das dann gut funktioniert oder nicht, ist jetzt mal didaktisch dahingestellt. Das ist das Problem anderer. Es kommt ganz drauf an, was, wie man es drauf macht. Genau, wenn der Inhalt gut ist, ist die Methode egal. Genau. Das sowieso. Aber da bist du bei diesem Bullshit-Bingo, dass du einfach, wenn du viel mit dem Zeug zu tun hast, gewisse Begriffe nicht mehr hören kannst. Aber wenn der Inhalt gut ist, ist der Inhalt gut. Was, glaube ich, was oft wohl fehlt, ist die Frage, warum machen wir das jetzt eigentlich? So, vielfach wird irgendeine Technik blind übernommen, weil die irgendwie angepriesen wird und dann wird einfach irgendwie, werden alle diese Elemente, die diese Technik irgendwie bereithält, werden dann auf die Schüler oder Studierenden oder was mal rausgeworfen und die Frage, es ist überhaupt kein roter Faden erkennbar, wo das denn eigentlich hinführen soll. Dann hat man zwar alles gemacht, aber es ohne Sinn und Verstand. Also dieses Digital First, Bedenken Second. Ne? Okay. Und vielleicht sollte man es doch andersrum machen. Alles klar. Digitalisierung der Schule. Also allen Kindern ein iPad geben, aber nicht beibringen, wie man damit umgeht. Also keine Quellenkritik im Internet beibringen, aber Hauptsache digital. Das ist das beste Beispiel. Okay, das kennen wir in der IT ja auch. Also so Agilität und Scrum-Techniken werden auch immer als Buzzwords benutzt und sind, wenn man sie nicht richtig verstanden hat, auch so, nur weil das Management sagt, wir machen jetzt agil, natürlich genauso das Gleiche in Grün. Ja. Mit Mitarbeiterversammlung, wo dann einer vorne steht und sagt, Kinder, ab heute sind wir agil. Gibt nichts Schlimmeres. Aber ja. Genau. Aber eigentlich kann man eine Firma sowohl agil als auch per Wasserfall vor die Wand fahren und die Motivation der Mitarbeitenden kaputt machen. Ist ganz egal, ne? Motivation der Mitarbeiter. Jetzt kommst du aber mit Dingen um die Kurve. Motivierte Mitarbeiter. Wovon träumst du denn nachts? Ja, ich fände das schon, also das ist schon so eine Idealvorstellung. Ich bin wieder zynisch, Entschuldigung. Ich muss immer sagen, Zynismus. Fällt gar nicht auf. Okay, so, dann Dankeschön, Sebastian. Also, auch wenn ich jetzt über Flipped Classroom gesagt habe, dass das irgendwo kritisiert worden ist, das heißt ja nicht, dass dein Blütenschatz nicht taucht. Ne? Schön. Vielen, vielen Dank dafür. So, jetzt kommen die Gäste. Moment, darf ich noch kurz was zwischenreichen? Aber natürlich. Jetzt habe ich nämlich nicht aufgeschrieben gehabt, aber es fällt mir gerade nämlich wieder ein. Eigentlich ist es quasi ein Setzling und hat auch mit der Podcast-Szene zu tun. Und zwar gab es heute, also 21. November 2019, das erste Treffen oder halt Online-Treffen von Menschen, die Funkwhale in Richtung Podcast weiterentwickeln wollen. Das ist so die Fediverse-Alternative zu SoundCloud. Und damit soll jetzt quasi das Fediverse auch eine Podcast-Abteilung kriegen. Fediverse, wie gesagt, das wissen vielleicht schon viele, aber noch nicht alle, ist jetzt die Open Source und freie und föderierte und alle reden mit allem Variante und eben die nicht kommerzielle Schiene. Und es wird ziemlich spannend sein, sich das Projekt dann vielleicht auch mal näher anzuschauen und weiter zu verfolgen. Das klingt auch interessant. Ich hatte das, glaube ich, auch vertwittert und dann kam sofort die Rückfrage vom Schasen auf. Was ist das eigentlich? Könnt ihr das mal erklären? Oder, natürlich nicht. Keine Ahnung, was ich da vertwittert habe. Ich habe das dann versucht auf Mastodon in Kurzfassung, aber die Details, wie sie das jetzt dann alles umsetzen wollen. Also ich war jetzt heute auch nicht bei diesem Online-Treffen dabei, aber werde ich mir auf jeden Fall auch mal die Details nochmal anschauen, wie das Ganze dann wohl werden soll. Immerhin habe ich gelesen, Community-Driven und Open Source nicht, aber irgendwas mit Open.
irgendwas, ja. Klang gut. Genau. Aber man muss erstmal genauer hingucken. Also ich falle natürlich damit auch sofort auf so Buzzwords rein. Man hängt mir irgendwas mit Open Community hin und ich so. Siehst du, es funktioniert, so. Alles super. Das, wie war die Promotion, das Animalische in den Menschen? Ja, genau. Ja, ja. Wenn zum Fisch hin, kommt die Katze gelaufen. So ist es. Da ist so, was jetzt dran, leider. Ja, genau. Wir sind ja halt auch Tiere irgendwo. Es ist ja nicht so, dass wir das ganz abstreifen können. Nee. Wir sind Tiere in erster Linie. Und dann kommt vielleicht noch ein bisschen Verstand hinzu. Genau. Ich bin froh, dass du das so sagst. Ich traue mich das nicht. Ich habe das letztens irgendwie gesagt, dass in allen uns, in uns allen ist irgendwie so, ich habe es das Bestie genannt, das wurde mir dann sehr angekreidet, aber dass wir im Prinzip das, was wir Kultur nennen, ist eigentlich diese Bestie im Zaum zu halten. Eigentlich würden wir gerne mit der Keule durchs Dorf laufen und allen einen aus den Dez hauen sozusagen. Und wenn zum Beispiel Streit ist, also ehrlich gesagt, wenn ich mich streite, dann ist mir der Impuls, die Faust zu ballen, näher, als nach dem nächsten guten Argument zu überlegen. Das ist auch doof. Okay. Also lieber nicht mit Warten anlegen. Was macht denn so ein Streit mit dir? Lieber. Nein. Tatsächlich ist es aber so, dass Entscheidungen mitnichten rational sind. Also wenn wir jetzt in einem anderen Podcast wären und ich nüchtern wäre, könnte ich sehr ausführlich darüber reden. Dass, haben wir Glück? Entscheidungen nicht rational, sondern sehr bauchgefühlabhängig sind. Aber das ist ein anderes Thema. Aber ja, nee, wir sind Tiere und wer das wegdeuten möchte, macht einen Fehler. Man sollte sich dessen bewusst sein, dass wir Tiere sind. Sehr schön. So, Alexander, du hattest einen ganzen Sack voll Empfehlungen, habe ich jetzt so gehört, ne? Dann lass ich mal bin los. So, ja, das ist ganz schlimm. Ich würde jetzt empfehlen Auf Distanz, großartiger Podcast mit einem Sprecher, der eine wunderbare Stimme hat, aber das darf ich ja nicht, weil der beteiligt ist. Die sind ja ausgenommen, das steht in AGBs des Sendegartens. Das ist aber keine Lotterie hier, kein Glücksspiel. Ja, ich darf. Rechtsweg ist ausgeschlossen und so. Der Lars Naber ist gut zum Kuscheln und gut zum Anhören. Ich sag das mal. Ich habe den auch schon körperlich an mir gespürt und er hat coole T-Shirts. Es gibt Fotos. Das stimmt. Das stimmt. Und er isst gerne Döner. Den Sendegarten zu empfehlen, wenn ich in der Sendung bin, ist auch Bullshit, aber ich mach's trotzdem. Nein, was ich empfehlen muss, das ist wieder so ein Ding mit Marketing und rechtlich gebunden ist, und dann nicht Podcast, in dem man selber vertreten ist, zu empfehlen, ist gerade für mich sehr schwierig. Ich würde gerne empfehlen von Companion.net gestern, heute, übermorgen. Das ist der Arne Kotnager-Rudert, mit dem ich den einen oder anderen Podcast gemacht habe. Der macht einen Podcast über Captain Picard in Vorbereitung auf die neue Picard-Serie. Die irgendwann kommen wird und in gestern, heute, übermorgen bespricht er mit ein paar Freunden zusammen, die zum Teil auch beim Matrix-Podcast schon dabei waren, Episoden rund um Captain Picard aus dem Star Trek-Universum. Das finde ich eine schöne Geschichte in Vorbereitung auf die neue Captain Picard-Serie. Und ich habe so große Angst davor, dass sie das verkacken werden wie Star Trek Discovery. Halte ich einfach für eine unfassbar schlechte Serie. Aber ich hoffe, dass die PK-Serie gut wird. Und ansonsten muss halt Arne gucken, wie er mit gestern, heute, übermorgen dann damit umgeht, dass er eine Scheißserie besprechen muss. Aber den Podcast würde ich gerne empfehlen, weil ich Arne mag und weil seine Produktionen einfach schön sind. Und Captain PK geht immer. Sollte man sie anhören. Schön. Schön, schön. Dankeschön. Ja, dann last, aber not least, der Christoph. Genau, ich habe zwei Empfehlungen, die ich noch loswerden möchte, nämlich einmal den Podcast Rückschau von Marcel Stut und Joel Heffeli. Die beschäftigen sich immer mit monatsaktuellen Themen und gucken, was war vor 5 Jahren damals Thema und was ist daraus geworden. Das sind immer schön schnucklige, kurze Folgen, die das, was passiert ist, relativ gut nochmal aufarbeiten. Die haben schöne Shownotes, wo man auch nochmal weiterführende Links bekommt. Aktuell ist die Folge über das One World Trade Center, also der Nachfolgebau auf dem World Trade Center Gebiet. Und es ist wirklich super aufbearbeitet und schön kurz und informativ.
Und ansonsten muss ich ganz ehrlich sagen, worüber ich mich richtig gefreut habe, ist, dass es wieder ein paar mehr Folgen vom Lieblingsplätzchen gibt von Jana Wiese. Also Lieblingsplätzchen habe ich auf der Subscribe kennengelernt, also Jana und wie sie den Podcast macht, und ich muss ganz ehrlich sagen, das ist immer noch ein Podcast, wo ich wahnsinnig gerne reinhöre, weil sie sich mit Leuten an deren Lieblingsorten trifft. Es gibt auch nochmal was zu essen, ein lecker Kekschen oder so. Und, ja, die Lieblingsplätzchen. Richtig. Und es ist einfach immer wieder erfrischend, einfach mal auch einfach einen anderen Dialekt mal zu hören. Es ist total toll, ein ganz toller Podcast zum Kuscheln. Schön, schön. Oh, es wird aber viel gekuschelt jetzt hier, das ist cool. Kuschelgarten. Was ich gerade tatsächlich übersehen habe, ist, dass der Marc schon eine ganze Weile bei uns dabei ist. Wir haben ihn gar nicht offiziell begrüßt, er ist einfach irgendwann erschienen, wie ein Geist. Hast du auch einen Blütenschatz, Marc? Erstmal hallo. Ach ja, hallo, schön, dass du da bist. Ein Blütenschatz, ja. Mhm. Ja, schon. Also wer Personal Podcast mag, ich habe die Woche in Radio Bastard reingehört. Ist ganz nett. Und den anderen hebe ich mir auf. Der Radio Bastard ist ein bisschen zahmer geworden, seitdem er rausbekommen hat, dass der neue Chef, wo er ist in einer neuen Firma, und der Chef hört den Podcast. Das kann er nicht mehr so vom Leder ziehen wie vorher. Hat er dir das erzählt oder hast du das auch gehört? In einer Episode hat er das gesagt. Ja, richtig. Ja, das ist ja gut, dass du den auch hörst. Bin ich ja nicht Einzige. So ganz regelmäßig. Ich hatte ja mal, als ich auf dessen Spur gekommen bin, habe ich mir vorgenommen, ich höre die alle nach. Aber der ist ja bei 1000... 300 oder keine Ahnung. Ich habe tatsächlich bis ungefähr 700 oder so habe ich dann wirklich Folge für Folge gehört. Die sind nicht so ganz lang, also immer nur so in der Regel so 5 bis 10 Minuten. Ja, sowas in dem Dreh. Aber dann war irgendwann, konnte ich nicht mehr. Ging's nicht mehr. Dann habe ich immer mal wieder so reingeschaltet, wenn ich mitbekommen habe, dass ich bei ihm im Lebenswelt, also beruflich vor allen Dingen, was ändert, weil er immer auch so dann nachvollziehbar schildert, was er für gut hält, was er für schlecht hält, wie es ihm bei der Bewerbung gegangen ist. Dann war die Bewerbung und dann haben die sich nicht gemeldet, die haben nicht geantwortet und er saß auf heißen Kohlen und naja, das ist ganz spannend irgendwie. Finde ich immer wieder, ich höre da immer mal wieder gerne rein. Aber wie gesagt, er ist etwas zahmer geworden, ist nicht mehr ganz so wild. Okay. Genau, aber ich finde, das tut dem Ganzen keinen Abbruch. Also der immer noch unterhaltsam. Allerdings muss ich zugeben, das plätschert so nebenbei mit bei mir. Jo. Also das ist jetzt irgendwie nichts, wo. Das ist halt ein Personal-Podcast. So. Genau, da kotzt die Karte. Da kotzt die Katze das Wohnzimmer voll und die Frau ist krank und das Kind und hat, was weiß ich, Fieber und so weiter und so fort, ganz klar. Und steht im Stau oder, also Alltagsdinge, kann man wirklich so nebenbei hören, auch ein bisschen zum Das Relaxen. Stimmt, so. Und jetzt nochmal danke für die nette Begrüßung und danke für den Blütenschatz, dass ich den erwähnen durfte, und jetzt sage ich tschüss. Das trifft sich gut, weil das ist jetzt nämlich eigentlich das allgemeine Tschüss sagen. Ja. Wir sind am Ende. Ja, das ist ja gut. Wir haben es geschafft. Falls nicht noch jemand jetzt von euch den dringenden Impuls hat, halt, das muss ich der Welt noch mitteilen. Das wäre eine gute Gelegenheit jetzt, weil die Welt hört zu. Also die kleine Welt, das bisschen. Der Ausschnitt. Hört ihr das? Die Stille im Wald? Ja. Und also ansonsten möchte ich mich ganz herzlich bedanken, einmal bei den Hörenden, also die Leute, die hier im Chat mitgemacht haben, die live dabei waren. Es war am Anfang, ich hatte das so bei Twitter so mitbekommen, schon die eine oder andere Rückmeldung, oh, das ist ganz spannend, da werde ich aber heute Abend dabei sein. Man hat vielleicht ein bisschen mehr Streit erwartet, der ist zum Glück ausgeblieben. Das
da danke ich ganz besonders den beiden Gästen, die heute hier auf der Gartenbank gesessen haben, nämlich dem Christoph. Mein Gott, ich habe die ganze Abend. Jetzt geht's aber gleich los, Alter. Den ganzen Muss ich doch Abend noch pöbeln? Sag mal, Martin, ja. Du willst auch Wasser haben, oder? Die Gäste. Ja. So geht's. Alter, Falter, du. Erst vergisst er. Also, nee, komm. Jetzt geht's. Daniela vergessen, nee. Christoph. Daniela vergessen, stimmt. Aber immer wieder gerne. Heute. Komm, wir fangen nochmal von vorne an. Ich komme okay. nochmal rein. Okay, also Podimo, ne? Ja. Ist das doch eigentlich auch nur ein Podcatcher? Was machen die eigentlich anders als alle anderen? Ja, es ist eine Win-Win-Situation. Ja. Wir haben unsere Feed geklaut. Wir haben unsere Ja, seid du doch still, das du Spalter. Das ist doch auch Werbung für euch. Wenn ich noch einmal diesen Typ von Hoaxilla bei mir in der Timeline sehe, dann raste ich aus. Was der Martin einmal im Jahr ein zu Schnittchen. Was der Martin eigentlich sagen wollte, wenn ich mal hier diese Sendung übernehmen darf, ist, nein. Ja, man darf sich streiten, man darf auch unterschiedlicher Meinung sein, man kann sich trotzdem lieb haben. Das ist das Erstaunliche, was viele Menschen nicht verstehen. Und das ist das, was Demokratie ausmacht. Unterschiedlicher Meinung sein und trotzdem ist alles gut. Und Sendegarten ist eh die beste Sendung. Und ich bin das ist sie garantiert ein bisschen nicht, aber das ist okay. Vielleicht nicht so schlimm. Euch alle. Aber den Teil vor dem Sendegarten, den fand ich richtig gut. Also den, ja, da oder? Sprichst du mir voll aus der Seele. Ja, oder? Hast du sehr gut analysiert. Und es gibt viel wichtigere Dinge, als jetzt eine Plattform euer Leben klauen zu lassen. Macht Sendungen, macht euer Ding und wenn die euren Feed geklaut haben, sagt denen das und dann nehmen die das raus und ansonsten ist es schön, dass die Podcast-Welt so bunt, so vielfältig ist, so frei ist, wie sie ist und da sollten wir alle dran weiterarbeiten. Herr Waschkau, reicht jetzt. Ja, ist doch schön. Also, ein Schlusswort nach dem anderen kommt hier. Das ist wunderbar. Ja. Wir kommen natürlich nicht ins Bett, ist schon klar. Jetzt ist wie das Ende von Herr der Ringe. Ja, anschließend kam dann noch zwei Teile. Der Litz kommt um 22.30 Uhr rein und will jetzt mich beschränken. Marc, wo warst du um 20 Uhr? Wenn ich dich mal fragen darf. Um 20 Uhr. Bei Podimo. Da war ich noch mit dem Hund raus. Hab noch dabei mit Berlin, mit Podimo telefoniert. Ja. Und dem Müll. Heute richtig Werbetrommel im Sendegarten. Und ich bin da seit, Moment. Meine Güte, wurde da viel geschrieben. 8.25 Uhr. Und hast ja, und da sagst du nix. Ja, schäm dich mal ein bisschen. Ich musste ja nur Martin. Lachen. Und außerdem, was erwartet ihr denn, wenn ihr den Waschkau da mit reinnehmt, ne? Da kommst du auch nicht zu Wort, die alte Sabbeltante da. Das kannst du knicken. Podcaster, naja, Martin. Komm. Das Wort ist Podcaster. Sabbeltante. Okay, das Komm, wir jetzt Baustein. In der Aftershow. Okay. Wir gehen jetzt erstmal raus aus der Sendung. Ganz herzlichen Dank allen, die heute hier live zugehört haben und ganz herzlichen Dank allen, die das in der Konserve konsumieren, also so wie Podcasts eigentlich gedacht sind. Und falls das jemand hier auf einer geschlossenen Plattform hört und sich wundert, was sind das hier für komische quatschende Typen. So ist das manchmal in der freien Podcast-Szene. Da läuft alles ein bisschen kreuz und quer und da draußen gibt es noch ganz, ganz viel mehr und vor allen Dingen gibt es freie Podcatcher-Angebote, eine ganze Menge. Leider gibt es keine deutsche Wikipedia-Seite, wo Podcatcher aufgelistet sind. Ich habe einfach mal eine englische gefunden. Da kann man einen Podcatcher seiner Wahl finden, mit allen möglichen Zusatzfunktionen, aber in der Regel vor allen Dingen frei und kostenlos. Also der Kauf der App, der kann möglicherweise Geld kosten, aber dann hat man im Prinzip Zugang zu allen Angeboten, die es da so gibt und zwar unbeschränkt. Ne? Einfach mal ausprobieren. Lohnt sich vielleicht. Und damit gehen wir in die Nacht und sagen Dankeschön und Tschüss. 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 Macht's gut.